Welcome, ladies and gentlemen, in all over Europe when you are watching us on ESL TV. And this evening we are proud to present another play day, another match in the WC3L, which is the Warcraft 3 Champions League. And today we are playing the most famous mouse sports against Schrödkommando. It's the German squad. And one of the most popular squad members of the German squad of Schrödkommando is sitting next to me. This is Storm. Good evening, Storm. Rare to see you here. Yeah, good evening. You're fine, and you obviously speak very fluent and very good English. Yeah, I hope so. I learned it in school like everybody else, and I had pretty good grades, so I think I can speak English pretty well. Okay, so we have good news and we have bad news for you, dear spectators. And the bad news is that we have only two single English spectators on our ESL TV stream. And the good news for the German spectators is that we will switch on over to German language because of these reasons. To all English listeners, to all English-speaking spectators, we will refund you all of the premium days that you have paid. We have found the two user accounts, which are from Denmark, actually, and we will refund you the premium days. But you are, anyway, you're invited to watch the show also. We are only showing the... How do you call it? We are not moderating. We are commentating. Also commentating. What is the wrong word? I think there was something else which was right, but I forgot about this. However, you are, of course, invited to watch the show this evening. Also, we are moderating or commentating, however, in German language. So, wir machen deswegen in Deutsch weiter. Ich hoffe, jeder hat verstanden. In Deutsch machen wir weiter, weil wir eigentlich nur deutschsprachige Zuschauer haben. Was auf der einen Seite ein bisschen traurig ist, denn ich hatte mir schon gewünscht, dass ein bisschen mehr aus ganz Europa vielleicht zuschauen, aber das ESL-System mit den Premium Days gibt es einfach noch nicht wirklich her. Wir haben das große Problem, dass einfach man kann nur mit PayPal im Moment bezahlen, wenn man aus Europa kommt. Also Banktransfer zum Beispiel oder Telefonpayment geht einfach noch nicht, wenn du jetzt irgendwo aus so einem englischsprachigen Land kommst oder irgendwas anderes außer Englisch. Von daher ist es noch ein bisschen schwierig auch für unsere europäischen, ausländischen Freunde hier zuzuschauen und sich entsprechend Premium Days zu organisieren. Zwei ganze Zuschauer haben den Weg trotzdem gefunden, die bekommen ihre Premium Days zurück. Ich denke, das ist eine faire Lösung, trotzdem können sie zuschauen und wir hoffen, dafür gefällt es dann unseren deutschen Zuschauern besser, denn auch mir fällt es ein bisschen leichter, wenn ich nicht Englisch moderieren muss. Es ist doch ziemlich anstrengend, wenn ich mich wirklich konzentrieren muss darauf, nicht nur aufs Spiel, sondern auch noch die richtigen Vokabeln zu finden. Ich glaube, ich habe es einigermaßen hinbekommen letztes Mal, aber trotzdem, da war so der ein oder andere Hänger, der gar nicht wirklich ins Programm gepasst hat. Von daher, es geht in deutscher Sprache heute Abend weiter. Wir spielen Mouseboards Furthest Schrödkommando Deutschland. Und du spielst heute Abend. Das Besondere daran ist, du wirst drüben an einen unserer Plätze hier gehen. An einem Meetingtisch wirst du spielen. Wir haben dir dann einen schönen PC aufgebaut. Und du spielst heute Abend gegen wen? Gegen MightyX, das 1-on-1 und 2-on-2 gegen Spell und Punisher, wenn ich es richtig gesehen habe. Das Ganze geht natürlich mit rechten Dingen zu. Hier wird nicht gecheatet, hier wird nicht gefuscht. Darauf achte ich natürlich selbst höchstpersönlich. Die Tür zwischen Studio und natürlich auch drüben dem, nicht Gaming Room, aber dem abgetrennten Raum ist geschlossen. Nichtsdestotrotz haben wir drüben eine Kamera, die wir dort haben, um natürlich Storm immer mal wieder auf die Finger zu filmen quasi und zu schauen, wie das da funktioniert mit den Tasten. Das ist ja doch immer wieder ganz interessant für die Zuschauer, zu sehen, wie schnell oder auch nicht schnell, ja, nachdem wir dann heute drauf ist, unser Thomas, das dann funktioniert. Und wir werden natürlich ab und zu rüberschalten in dem Runaround, was er spielt in dem 2-on-2. Ansonsten heute der Ablauf. Das erste Spiel des Abends wird sein Tagor vom Team Schrödkommando Deutschland, der gestern unglücklich verloren hat gegen Lash, noch unter Depressionen leidet seit gestern. Ich hatte eben das kurze Vergnügen mit ihm im Voice-Chat kurz reden zu dürfen. Er ist noch nicht wieder richtig gut drauf, aber er hat direkt das Härteste losgezogen. Er spielt gegen Spell vom Team Mousebots, einer der wohl begabtesten Warcraft 3 Spieler in Europa, 15 Jahre gerade mal alt, spielt Human und ist ein Übergott in Warcraft 3, muss ich einfach sagen. Er spielt gegen Tagor und da muss sich Tagor wirklich was einfallen lassen. Was denkst du? Matchup Human Orc, wer hat die besseren Karten mal von der Balance her gesehen im Moment? Ist eigentlich relativ ausgeglichen, also eine kurze Zeit lang hieß es, Human wäre so stark gegen Orc, aber jetzt mittlerweile ist eigentlich so, dass Orc ganz gut ist gegen Human und von daher denke ich, Tagor hat seine Chancen sind da, aber sie sind relativ gering. Also Spell würde ich schon im Moment als den besten Deutschen einschätzen und deswegen ist er natürlich der klare Favorit. Auf der anderen Seite steht auch einer der Favoriten mit im Programm und das ist Miu. Der muss sich heute Abend Dark stellen. Dark allerdings haben wir gestern in schlechter Form gesehen. Er hat verloren gegen Eli. Sehr zu meiner Freude, muss ich dann ganz unverschämt dazu sagen. Aber er hat verloren und muss sich heute Dark Miu stellen, dem Top-Spieler vom Team Schrödkommando. Miu allerdings ist auch nicht so gut drauf. Der ist irgendwie kränkelt ein bisschen. Ja? Wollte ursprünglich schon das Spiel absagen oder verschieben. Das ging dann nicht.
Ja, er hatte zwischendurch, ist er einfach offline gegangen und hat gesagt, bitte postpone meine Games, ich bin krank, ich kann nicht spielen. Aber dann kam er nach ein paar Stunden doch wieder online und anscheinend ist er jetzt in der Verfassung zu spielen. Hat er allerdings bisher, obwohl auch in der Ladder heute, nicht besonders toll agiert. Ja, da bleibt Bestes zu hoffen, denn Schrödkommando Deutschland muss sich wieder beweisen. Mit Mausboard sicher ein harter Gegner. Ich tippe hier kurz schon meinen ersten Game Name ein. Das funktioniert sogar unglaublich, die Organisation hier. Bashi regelt wieder alles und ownt das Haus. Wir sind schon alle auf dem Server. Es kann im Prinzip jede Sekunde losgehen. Wir hören gerade eine Anweisung von der Regie. Ich habe kein Kabel rausgezogen. Oh, da ist ein Kabel rausgezogen worden. Unser Regie wird das kurz fixen, kriecht jetzt hier auf dem Boden durchs Studio. Im Übrigen sieht man hier auch, ich habe mir einen Kaffee besorgt. Das liegt daran, dass es heute Abend relativ lang werden könnte. Wir haben mal 3 Stunden ungefähr im Programm angesetzt. Es werden gezeigt, wie eben gesagt, 2 Run-and-Runs und 1 Two-on-Two. Das Two-on-Two nachher spielt ihr gegen wen? Gegen Spell und Punisher. Punisher also, spielt was für eine Rasse? Ork. Also ein Human Ork zum Schluss. Er kann Human und Ork spielen. Also ich denke mal, dass er dann in dem Falle Ork spielen wird, da Spell ja Human spielt. Ja, und Double Human wäre da nicht so ratsam. Nee, das ist eigentlich keine besonders gute Kombo. Okay, wir sind sehr, sehr gespannt, was dort nachher passieren wird. Im Two-on-Two zwischen Storm und Thargoar und ihren Gegenspielern Punisher und Spell. Nun aber zunächst der Start des ersten Spiels. Und das lautet Spell versus Thargoar. Und wir spielen als erste Map Tyrius Fall Glades, die relativ neue Map. Sie ist ja mit dem letzten Patch in den Map-Pool erst reingekommen, beziehungsweise in Warcraft 3 überhaupt erst erschienen. Zusammen mit Glacial Saw kam Tyrius Fall Glades rein. Glacial Saw wird aber eigentlich in gar keinen Ligen gespielt, dadurch, dass man bisher noch so heftig Items abusen konnte auf der Map. Und das wird allerdings mit dem nächsten Patch gefixt. Dann bleibt abzuwarten, was aus der Map in den Ligen wird. So, von Spell habe ich jetzt noch überhaupt keinen Kommentar gehört. Von Thargoar weiß ich nun, dass er zwar wieder ganz gut drauf ist, was das spielerische Können angeht, allerdings seit gestern einen kleinen Durchhänger hat. Natürlich, weil er unglücklich verloren hat gegen Lash, den Nachtelfenspieler. Aber auf der anderen Seite weiß ich im Moment von Spell noch gar nichts. Ich kann überhaupt keinen Kommentar dazu abgeben, wie er im Moment drauf ist, ob er sich vorbereitet hat, ob er trainiert hat, ob er vielleicht Abi hat oder ob vielleicht gerade auch er irgendwelche Krankheiten hat. Man weiß es ja nie, irgendwelche Ausreden haben sie ja immer. Mit 15 hat er wahrscheinlich gerade kein Abi. Ja, du, ich will deine Klugscheißerei in allen Ehren, aber natürlich war das nichts anderes als eine versteckte Anspielung auf haufenweise Ausreden, die immer wieder von unseren Spielern an den Tag gelegt werden und so natürlich auch von Spell. Alter, Barracks, Farm und natürlich ein Haupthaus sehen wir hier auf seiner Seite. Auf der anderen Seite beim Ork-Spieler ist es auch die Standard-Build-Order. Alter, Barracks und natürlich auch hier das Haupthaus. Die Map natürlich relativ klein. Man hat nicht allzu viele Spots, wo man am Anfang creepen kann. Das heißt, Harassing kann sich sehr gut auszahlen. Also man kann den Gegner leicht beim Creepen in den Rücken fallen. Der Archmage hier beim Human-Spieler und der Farce hier natürlich beim Ork. Die ersten Footies. Auf der anderen Seite mit der Fertigstellung der Barracks dann der erste Grunt. Schaub jetzt auf der Seite von Thargoar im Bau. Relativ früh bereits der Shop. Ja, wird aber nicht rechtzeitig fertig für den Hero. Also muss entweder warten oder ohne Items loslaufen. Ich meine, das ist ja nun die Wahl, die der Spieler jeweils auf jeder Seite hat. Barracks oder Shop, sodass entweder zusätzliche Melee-Units zur Verfügung stehen oder aber dann Items und aus Spell dem Shop. Creepen mit Milizen. Direkt den Goblin Merchant. 4 Milizen zieht er mit hinzu und widmet sich dem ersten Creepset. Level 3, dreimal vertreten und einmal Level 5. Dieser Kobold Taskmaster hört sich an wie eine Fehlermeldung aus Windows. Ja, auf jeden Fall ein großer Vorteil von Yum hier auf der Map, dass die Creep-Spots ziemlich nah dran sind. Während dieser Dadurch Zeit kann man die Milizen schnell dazu hinzuziehen. Der erste Vorstoß hier von Thargoar, kein Verteidigungstower hier auf der Seite von Spell. Der hat den Creep gefinisht und kann jetzt hier zurückgehen in die eigene Base. Ja, Thargoar macht nicht den Fehler und läuft in die Basis rein, denn es gibt nur einen kleinen Platz zwischen den Gebäuden, wo man noch aus der Base entkommen kann. Da
Da kann der Fasian natürlich leicht drin gefangen genommen werden. Erfolgreich, zwei Peasants ausgeschaltet und Wand of Mana Stealing gefunden beim Creepen eben von Level 2 schon für den Archmage. Spell hat diesen noch nicht genutzt bis jetzt. Ist natürlich ein schönes Item, der die Wand of Mana Stealing gegen den Farseer, gerade im Early Game. Wird allerdings immer noch nicht eingesetzt hier von Spell. Der ist allerdings auch noch stark genug mit 5 Footies und seinem Water Elemental müsste er eigentlich eine gute Ausgangsposition haben hier gegen den Ork-Spieler, der allerdings schön hier mit den Spirit Wolves durch die Armee durch, möchte sich den letzten Footy schnappen, schafft er auch, schickt seine Spirit Wolves in die gegnerische Base rein, allerdings hier sofort zur Stelle, jetzt ja, blockt jetzt schön hier. Wolves geblockt, der Footman kann noch entkommen und gerade als der Wolf zum Schlag angesetzt hat, ist er aufgelöst worden. Mit 10 Hitpoints rettet er sogar einen Footy. Das ist Micro vom Feinsten. Tech-Upgrade läuft hier bei Thagor. Weitere Grunts kommen nach. Schauen wir auf das Tech-Upgrade ebenfalls gestartet. Und zwar fast zur gleichen Zeit hier bei Spell. Ja, aber auch ein Scout-Tower im Bau. Das heißt, er möchte das Risiko 9 und weiteren Harassings hier nicht eingehen. Ja, und auch die Lumbermill jetzt im Bau, um besser Holz absammeln zu können. Thagor jetzt hier Level 2 fast erreicht hat mit seinem Farseer hier. Der nächste Dieb abgeschlossen. Hier bereits Level 2,5 für den Archmage. Jetzt den Warlock Nightcrawler. Ja, Thagor hat fleißig eingekauft, hat gleich 6 Healing Salves. Eine Clarity Potion und Scroll of Speed. Und er möchte wieder harassen gehen. Ist auf dem Weg zum Gegner und erwischt ihn hier am Bergaufgang, etwas ungünstigere Situation für Spell, bricht mit seinem Farseer weiter durch zur Mainbase von Spell. Die Grunts kommen hier nach, werden jetzt hier teilweise geblockt von Spell. Schön von ihm gemacht, fokussiert ein auf den Archmage. Wohl die richtige Entscheidung von ihm in dieser Situation. 3 Grunts und der Farseer folgen hier dem Archmage. Während auf der anderen Seite die Footies allerdings auch den Farseer hier attackieren. Jetzt Scroll of Speed benutzt, wird blocken mit dem Farseer. Nein, kommt nicht mehr vor den Archmage. Der ist schnell genug, allerdings nur noch 30 Hitpoints. Er wird wohl den Archmage hier ausschalten können. Archmage ist down, schön ja, gemacht schön von Thagor. Level 2,5 damit für den Farseer. Footies ziehen sich zurück ja, in die Base des jungen Spielers. Den wird Thagor wohl abbrechen können. Sollte er auch. Im Moment ignoriert er das Ganze noch. Wird doch nicht etwa eine dieser kleinen Fehlentscheidungen von ihm sein. Versucht mit seinem im Bau von Spell. Wahrscheinlich der Mountain King. Schön, noch ein Peasant hier ausgeschaltet. Ah, das ist der Archmage Revive. Und hat hier fast noch einen zweiten Peasant ausschalten können. Gerade noch rechtzeitig in die Mine geschickt, hier ein Peasant mit gerade mal 5 Hitpoints hat er überlebt. Der Thagor hier im Moment wartet. Verliert etwas Zeit, Healing Selves genutzt auf seinen Fars hier, also auf die angeschlagenen Grunts. 3 Stück hat er noch übrig. Er sollte jetzt natürlich den Vorteil nutzen, dass er einen Hero hat, damit sich ein bisschen hochcreepen kann. Griffin Aviary sehen wir hier beim Human-Spieler und Tier 3 Tag Upgrade gleichzeitig auch noch gestartet. Ja, das sieht Thagor jetzt auch direkt, also wird wissen, was kommt und hat dann hoffentlich den passenden Konter parat. Ja, und der ist gar nicht so schwer zu entdecken. Ich hoffe, dass er nicht mit Headhuntern kontern will, auch das haben wir ja schon mal gesehen. Das funktioniert nie so ganz so gut, obwohl mit dem neuen Patch ja Headhunter jetzt ein bisschen schneller zu bauen sind. Das heißt, man kann zumindest schneller mit den Ground Units kontern, weil sie einfach schneller da sind. Und auch die Batrider werden ja mit dem neuen Patch bei den Ork-Spielern nochmal gestärkt. Der Angriffsspeed beim Vorstoß wird nochmal erhöht, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, kurz bevor der Batrider an dem Ziel ist, geht der Speed nochmal dramatisch hoch. Also so wurde es beschrieben. Und ja, das wird wohl bedeuten, dass man kann nicht mehr so leicht mit den ganzen Hawks die Batrider ganz kurz vor dem Ziel shackeln. Also mit dem magischen Strahl abfangen, sodass die Batrider halt in der Luft festgehalten werden. Versorgungstechnik. 32 Versorgung für den Jugendspieler Spell. Auf der anderen Seite sind es 38 bei Thagor. Und als Second Hero hat er sich den Shadowhunter ausgesucht. Die ersten Troll Batrider werden hier bereits produziert im Bestiary. Das hat er also rechtzeitig schon fertig gehabt. Das kann nicht erst im Bau gewesen sein, als drüben das Griffin Aviary begonnen wurde. Während hier weiter geharrist wird. Und so hält er immer wieder sehr schön Spell hier vom Creepen ab. Der muss immer wieder zurück in die Base. Level 3 hat er erreicht mit seinem Archmage. Second Hero kommt jetzt hier. Der Mountain King ist das. Thagor creept jetzt die Echse, also die Natural
gefährliche Position. Spell kommt hier mit zwei Wasserelementaren. Das erste Wasserelementar ist hier noch auf Level 1. Das zweite ist schon Level 2, Skill Level 2. Den Creep wird er nicht rechtzeitig fertig bekommen. Scroll of Speed direkt benutzt, muss aufpassen. Hoffentlich kein Surround gegen den Shadowhunter. Kriegt ihn noch rechtzeitig hier durch die Footies. Die sind natürlich so zahlreich, dass ein Surround relativ einfach ist. Kommt nochmal raus mit dem Shadowhunter. Macht wieder Druck auf den Arcmage. Direkt ein Chain Lightning gesetzt. Serpent Ward aufgestellt sofort mit dem Shadowhunter. Also via Serpent Wards als First Skill hier beim Shadowhunter. Und kann sich jetzt die restlichen Creeps hier zur Brust nehmen. Aber Spell dreht sofort um. Ja, Spell im Moment nicht genügend Holz. Dadurch wird seine Griffin-Produktion natürlich etwas verlangsamt. Und hier haben wir bei Targor 600, 700 Gold auf dem Konto. Er taggt weiterhin. Ja, ihm hat aber ein Burrow gefehlt. Es sind nicht zwei Barracks, die wir hier sehen. Also kommen da vielleicht gleich tauchen, würde mich wundern. Allerdings ist es auch nur ein einziges Griffin Aviary, die kann er gut kontern mit Batrider und hier kommt jetzt ein Arcane Sanctum, das heißt Tauren könnten durchaus die richtige Wahl sein. Ja, also wenn er auf Tier 3 so früh durchgeht, dann baut er auch normalerweise Tauren. Sonst würde es eigentlich keinen Sinn machen, so früh hochzutecken. Jetzt traut sich Spell hinterher und da ist er dabei, der giftige Mountain King, wollte gerade hier das Creepset beginnen, jetzt kommt allerdings Targor, muss aufpassen, da kommt der erste Bolt. Das war abzusehen, aber der ist natürlich nur verschwendete Mana, wenn er hier den Farseer weiter ziehen lässt, anstatt hier den Attack weiter fortzuführen. Town Portal ist noch dabei. Beide Spieler warten jetzt hier zwischen der Talsohle. Aber wer traut sich als erster nach vorne? Es ist nicht Targor. Ja, er sieht Spell da an der Rampe. Jetzt kommen drei Troll Batrider hinterher. Das sind schon ziemlich viele und es sieht fast so aus, als hätte Spell das Griffin Aviary nur für einen einzigen Griffin Rider gebaut. Ja, beziehungsweise und noch auf Tier 3 getaggt. Du sagtest korrekt, er hat zu wenig Holz. Auch daran kann es natürlich im Moment liegen, dass so wenig Griffins nachkommen. Aber jetzt im Moment sind es zunächst mal Caster. Und zwar Priest und Sorceress. Er creept jetzt hier das Creepset vor der Mine zu Ende, während sich einem frischen Creepset jetzt hier Targor widmet. Level 2 wird sein Shadowhunter erreichen und Level 3,5 der Farseer. Zwei Clarity Potions hat er noch immer mit dabei. Verliert heute ausnahmsweise mal keine Grunts beim Creepen. Ja, hat auch genug Healing Salves dabei. Ring of Regeneration gefunden. Und ein Third Hero, der Torrent Chieftain. Jetzt der nächste Vorstoß hier von Spell. Aber da ist die Armee von Targor einfach schon zu stark. Die Footies alle noch ohne Upgrades. Kein Armor Upgrade, kein Attack Upgrade. Aber Targor creept jetzt das erste starke Creepset. Wird gerade noch von dem Rock Golem hier gestunt. Muss jetzt zu Fuß hier Richtung Heimat. Der Shop ist allerdings noch nicht angegriffen worden. Targor zieht sich weiter zurück, wird immer noch verfolgt von den Creeps, während auf der anderen Seite hier eine Echse aufgebaut wird von Spell. Shop hat er nicht abreißen können und es sieht so aus, als wollte er jetzt hier seinen Gegenspieler einfach nur etwas Zeit nehmen. Ja, die Echse kann aber sehr schnell gescoutet werden von den Batridern. Da muss Targor nur mal eben rüberfliegen. Aber wir kennen Targor, der scoutet nicht einfach so. Da muss man ihm schon einen großen Zettel an die Stirn kleben, damit er anfängt zu scouten. Der Griffin auch noch in der Base gelassen von Spell. Sieht so aus, der wird gar nicht bewegt. Blacksmith jetzt noch mit dazu, weitere Farms folgen hier. Und er zieht sich nochmal kurz zurück, jetzt wieder auf dem Vormarsch. Noch immer wartet Targor vor seiner Base. Ich sehe allerdings jetzt ein zweites Beast-Jerry. Ja, kein Taurentodem. Und Katapulte jetzt. Also leichte Strategieänderung. Muss natürlich aufpassen, dass das Katapult hier nicht geslowt wird und dann kurz mit dem Vorstoß ausgeschaltet wird. Katapult ist sehr teuer. Wie viel kostet es in der Anschaffung? 240 ungefähr. Hier sehen wir ein Invisible gecastetes Water Elemental zum Scouten. Haben wir schon öfters auch von Miu gesehen, diese Strategie. Und jetzt tatsächlich, er schafft es doch tatsächlich mit einem Scout hier die Echse zu entdecken und ja, da und muss ich dir recht geben. Mit Fire Upgrade, das heißt, die Town Hall kann nicht repariert werden. In dem Fall hier kann sie sogar nicht weitergebaut werden. Und es dauert eine ganze Zeit, bis jetzt hier die Armee von Spell da ist. Und er hat kaum was gegen er. Er hat den Bolt, er hat den Archmage und er hat einen Griffin Rider. Also sich natürlich jetzt zurückziehen, bevor Slow. Er bekommt noch die Echse down. In letzter Sekunde wird sie jetzt abgebrochen. Ja, nur ein Batrider verloren, hat sich wohl gelohnt. Das hat sich definitiv gelohnt. Targor hat jetzt auch in der Zwischenzeit gecreept.
oder ist noch dabei. Muss auf seinen Torn Chief Ten hier aufpassen, nicht, dass er nochmal gestunt wird hier vom Raw Golem. Zieht Gibt's sich zurück. Immer ein ziemlich gutes Item hier. Sind 64 Versorgung für Tagor. Healing Wards gefunden, sehr schön natürlich, ohne den Tag und den Bau von Castern hier. Allerdings schauen wir, ob das Adept Upgrade hier auf den Priest schon erforscht wurde. Sehen auch den ersten nicht. Knight. Initiate Rank noch von dem Priest, kann also nicht dispellen. Und drei Katapulte sind es mittlerweile. Also Tagor mit 71 Versorgung mittlerweile in einer sehr guten Ausgangsposition. Ich bin gespannt, wie er das Spiel noch versauen will. Ja, das sage ich so achtlos, aber es ist ja so. Unser Tagor kann die besten Situationen noch zu einer grandiosen Niederlage umdrehen. Das haben wir schon so oft bei ihm gesehen. Das Problem fürs Bell ist natürlich auch, er muss höllisch aufpassen, denn mit Liquid Fire und Katapulten kann man Gebäude sehr schnell ausschalten. Vor allem auch selbst das Haupthaus, das ja relativ viele Hitpoints hat. Vampiric Hour hier für den Mountain King. Die Katapulte machen einfach so viel Damage und wenn man dagegen nicht anreparieren kann mit den Pions, dann ist das Gebäude, egal welches es ist, schnell down. Gefährliche Situation, in der sich jetzt hier Tagor begibt. Er startet den nächsten Creep, da kommt ein Invisible gecastetes Water Elemental hier. Sieht den Creep und sofort kommt die Armee von Spell. Das könnte der Vorteil sein, auf den er gewartet hat. Es kann sein, dass jetzt hier der Torrent Chieftain... Nein, aber Spell ist vorsichtig. Torrent Chieftain hat die Healing Wars, das wäre natürlich extrem ungünstig gewesen, wenn er den jetzt verloren hätte. Aber sehr schön, wie er jetzt hier vielleicht den Creep noch finishen kann. Der Torrent Chieftain sollte sich vielleicht wenigstens noch mit ein bisschen goldene Healing Potion kaufen. Denn er wird in der ersten Reihe stehen und er wird auf jeden Fall mit Level 1 das erste Opfer sein in dem nächsten Kampf. Ja, Spell bewacht einfach die Rampe, will den Zugang zur Expansion verteidigen. Tagor nicht rechtzeitig nachgeschaut, findet den ersten Tower. Schauen wir mal, wie lange das dauert, bis der abgerissen ist. Geht relativ flott. Der erste Call Bad Rider wird gebounced und dann sehen wir wieder den Vorteil natürlich der Air Units. Gestern auch schon im Spiel gegen Lash ist er auf Air Units gegangen und hier sind auch im Moment keine mit Aerial Shackles aufwartenden Dragonhawk Rider, die hier vielleicht noch irgendetwas gegen die Bad Rider machen könnten, aber davon bräuchte er natürlich auch entsprechend viele und die hat er einfach im Moment hier nicht, kann sie auch so schnell nicht produzieren. Und der Tagor macht das einzig Richtige, was er machen kann, konzentriert sich direkt auf den nächsten Tower und geht auf die Main von Spell. Der hat jetzt natürlich ein Problem, ein ganz gehöriges, denn er weiß nicht, wo sie so lang gehen. Hier sehen wir auch die ersten Tauren jetzt mittlerweile und ein Kodo-Beast, also die ganze Palette an Einheiten für Tagor. Und wenn er das Spiel noch verliert, dann muss man ihm eigentlich zur Strafe irgendwie 5 Tage Hausarrest geben und ihn nur noch Warcraft 3 spielen lassen, bis es auf keinen Fall nochmal passiert, so eine Niederlage. Aber hier ja, allerdings hat er noch keinen Kampf wirklich gewonnen. Also es hat noch keinen richtig großer Kampf stattgefunden. Ist vorsichtig. Und das ist ja auch ein bisschen die Psychologie hier, was da gestern passiert ist. Ein Burrow verliert er jetzt hier unter dem ersten Angriff. Jetzt müsste jede Sekunde das Town Portal kommen. Er kann einen schönen Portal hier hinlegen und die gegnerischen Armeen hier fast einkesseln, wenn er es richtig macht. Er geht mit den Katapulten durch zur Expansion. Jetzt macht er dasselbe, was er gestern gemacht hat. Er ignoriert den Angriff auf seine eigene Base. Zurück. Das hat sich dann natürlich gelohnt. Spell hat seinen Town Portal verloren. Und ist nicht zu seiner Exe teleportiert, sondern in die Main, wo hier der Angriff auf das Haupthaus lief. Tagor muss jetzt natürlich aufpassen, dass er seine Bad Rider hier nicht verliert. Die Exe würde er wohl down kriegen. Drei sind geslowed. Währenddessen Exe abgebrochen hier, zerstört. Auch die Tower werden dran glauben müssen. Die Pions können hier auch nicht mehr raus. Aber Tagor, was macht er hier mit seinen Bad Ridern? Das war überflüssig, dass er hier noch 2 verloren hat. 2 Wasserelementare, Level 2 schon. Die sind natürlich entsprechend stark. Tagor, lass die Dinger doch einfach im Wald stehen, dann passiert denen noch nichts. Es steht wohl 1-0 für Dark gegen Mio. Und einer nach dem anderen muss jetzt hier dran glauben. 69 Versorgung für Tagor. Auf der anderen Seite bei Mio sind es 72 mittlerweile. Bei Spell. Na, sorry, bei Spell natürlich. Mio, da ist schon hier, schreibt ja einer Mio in den Chat und ich bin sofort verwirrt. Dann muss ich vielleicht nochmal einen Kaffee trinken hier. Batrider explodiert, aber wirkungslos gegen den Griffin. Da sehen wir wieder, wie stark Slow sein kann. Und ein weiterer Bad Rider jetzt hier fällt im Kampf gegen einen einzigen Griffin Rider. 67 Versorgung wieder für Tagor. Und im Moment keine Produktion. Er kann nicht nachproduzieren, muss erst Burrows aufbauen und er muss auch gleich an eine Echse denken. 3000 Gold noch für ihn. Auf der anderen Seite jetzt der nächste Creep hier für Spell. Also im Prinzip schöne Aktion von Tagor. Aber ja, Spell macht auch den Fehler, den ich eigentlich bei sehr, sehr vielen Top-Spielern sehe. Sie reparieren einfach die angeschlagenen Gebäude nicht. Und dann kann es schnell mal passieren, dass der Gegner kommt, das Gebäude vernichtet und sich wieder rausteleportiert. Spell hat im Moment 400 Gold. Er könnte reparieren. Ein einziger Pessen ist hier bei der Reparatur im Moment.
Und es kommt jetzt das Master-Upgrade für die Sorceress. Das heißt vielleicht Sheeping-Action hier gleich von allerdings nur einer Sorceress, die ich hier sehe. Und wir wissen, Sheep ist sehr, sehr teuer, kostet sehr viel Mana. Ja. Damit ist im Prinzip fast nichts mehr für Slow übrig. Und da wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, erst noch ein, zwei Sorceress zusätzlich zu pumpen, bevor man hier das Sheep-Upgrade erforscht und vielleicht auch nutzt. Und ein einziger Badrider hier mit gerade mal 60 Hitpoints wagt sich vor und guckt hier nach der Echse. Aber das lohnt sich natürlich, denn da kommt Spell im Moment überhaupt nicht hin und der reicht hier, um die Echse zu verhindern. Jetzt allerdings sieht es nach einem wirklich, wirklich großen Kampf auf. Wieder hier die Katapulte unglücklich aufgestellt. Ein einziges Katapult in der ersten Reihe. Da kommt der Mountain King, versucht durch die gegnerischen Einheiten durchzulatschen, noch immer nicht aktiv. Wann kommt der erste Clap? Etwas mehr Supply für Spell. Level 3. Kein Badrider auf an der Seite von Targor. 69 Versorgung. Shockwave vom Town Chieftain. 65 Versorgung für Targor. Auf der anderen Seite sind es noch 61 Versorgung. Und die Footy sind fast sämtliche down, versuchen jetzt hier durchzukommen. Zu den Katapulten, eins ist bereits down. Die Healing Wards machen natürlich den Und der Shadowhunter, Shadowhunter surrounded hier von dem Human. Shadowhunter ist down, Level 3 war der bereits. Das ist natürlich ein schwerer Verlust. Aber es sind 56 Versorgung noch für Targor und Spell. Immer noch mit 62 Versorgung. Wie schafft Targor das hier, diesen Kampf noch so zu verlieren? Der Mountain King, auf den sollte er sich fokussieren. Level 4 Arknight ist gefallen von Spell. 320 Hitpoints noch. Kein Town Portal mehr. Jetzt ist er in der Klemme. Gefallen. Nur noch 200 Hitpoints. Ist eingekesselt, kommt da nicht mehr raus. Die Burrows sind hier abgewählt in Fortified Armor. Mountain King mit 10 Hitpoints. Mountain King ist nochmal. GG von Spell 1-0 für Targor. Was für ein Ende in diesem Spiel. Targor macht es tatsächlich hier. Unglaublich, nachdem er gestern in Depressionen verfallend in der Niederlage gegen Lash hier das Handtuch schmeißen musste. Diesmal mit einem 1-0 legt er vor, hier im ersten Run-on-Run, was wir hier gerade zeigen, auf dem Warcraft 3 Champions League Spieltag hier auf ISL TV. Und wir machen direkt weiter mit der nächsten Map, denn Abend kann lange dauern, das wissen wir ja. Da ziehen wir lieber die Spiele ein bisschen knackiger durch. Das nächste Spiel beginnt sofort. Auf der anderen Seite stand es, wie viel Dark stand 1-0 gegen Miu? Ja, auch überraschend. Eigentlich überraschend, obwohl Miu, er ist krank und anscheinend hat er wirklich irgendwas Bösartiges, ja, dass er so schlecht spielt, dass er jetzt gegen den Abitur lernenden Dark verliert. Nun gut, alles ist möglich in Warcraft 3. Wir warten auf den nächsten Game Name, den wir jede Sekunde bekommen von unseren werten Warcraft 3 Champions League Admins. Tja, währenddessen, auf was können wir noch hinweisen? Ich habe ja wieder meine super Merkzettel hier, ja, da gucke ich auch direkt nochmal rein, was steht da so. Wir haben noch ein Telefoninterview gleich und zwar mit besagtem Dark. Die Telefonnummer von dem haben wir am Start. Nee, es ist nicht Dark, sondern doch war Dark, oder? Was? Wer ist es? Wo haben wir es hier? Telefoninterview, steht gar nichts. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist The Könner hier noch irgendwo am Start. Von Könner haben wir die Telefonnummer bekommen und ihr kennt ihn ja, unseren asiatischen Freund und Chefanführer von SK Warcraft 3 Deutschland. Insofern, den haben wir gleich auch noch im Telefoninterview. Das wird sicher nochmal interessant. Hier kommt auch schon der Game Name. Und natürlich sei wie immer hingewiesen auf diverse Gewinnspiele. Ich habe mir heute was ganz Besonderes für euch ausgedacht, was wir heute für euch im Programm haben. Das heißt natürlich aufpassen, schön nett und freundlich sein im IRC-Channel. Rauti.isl.tv ist das Stichwort. Dort sollte man sich aufhalten, denn ich habe heute etwas ganz, ganz Besonderes als Gewinn vorgesehen für euch. Und ich denke, das wird den einen oder anderen sicher glücklich machen oder interessieren. Von daher aufpassen weiterhin. Ich muss mir noch überlegen, wie der Spielmodus dafür ist, damit man das gewinnen kann. Selbst du weißt noch nicht, um was es sich hier handelt, mein lieber Storm. Storm im Übrigen wird nach diesem... Böses. Du ahnst Böses, ja, das ist auch richtig und gerechtfertigt. So, Storm wird nach diesem Spiel diesen Raum verlassen und wird in den Nebenraum gehen, um da sein Run-and-Run zu bestreiten. Gegen seinen Gegenspieler heute Abend, Mighty X. Undead Furthers Night Elf. Erste Map, die ihr spielen werdet, ist Gnollwood. Also schön viele Beastmaster kaufen ja gegen einen Undead-Spieler und dann dürfte es eigentlich relativ einfach von der Hand gehen, oder? Ja, auf Tavern-Maps hat man eigentlich relativ gute Chancen gegen Undead. Auf Non-Tavern-Maps sieht es schon deutlich schlechter aus. Also der Beastmaster macht schon einiges aus in dem Matchup. Beastmaster ist das Stichwort. Den haben wir auch gestern gesehen von Lash. Auch der hat den Beastmaster trefflich eingesetzt. Und insofern bin ich gespannt, wie es gleich aussehen wird, wenn hier Storm loslegt gegen Mighty X. Der ist ja im Moment relativ glücklos in der Pro Series. War einer als großer Favorit, ist der gehandelt worden, bevor die Saison begann. Nun hat es dann irgendwie doch nicht mehr ganz nach oben gereicht. Im Moment ist er im unteren Tabellendrittel zu finden. Und von daher, du bist ja zumindest noch in der Mitte ansässig. Von daher, wenn man mal die EPS-Rankings betrachten würde, müsste es eigentlich klappen. Ne? Mal abgesehen vom Rassen-Matchup. Ja, also ich hatte ja bisher 6 Wins und 2 Niederlagen. Er hat, glaube ich, 1-5. Also da ist schon ein kleiner Unterschied zu sehen. Aber Mighty X ist sicher nicht zu unterschätzen. Und
Ich denke, ich habe ganz gute Chancen, aber erstmal abwarten. Tja, abwarten heißt die Devise. Und natürlich aufpassen und zuschauen, denn ESL TV ist gut für euch. Wir sind zurück mit der nächsten Map im Spiel. Spell Furthers Tagor. Und hier spielen Human und Orc auf Lost Temple, der Classic-Version. Und das ist natürlich die Homebase der Human-Spieler. Ein klassischer Fall von Fast Expansion. Und ich bin gespannt, ob es genau das auch jetzt von Spell sein wird. Ist es hier auch so, dass wir hier Loser's Choice haben für die jeweils weitere Map? Insofern, klar, Spell sucht sich hier Lost Temple aus als Verlierer der ersten Map, um hier den Vorteil der Map auf seiner Seite zu haben. Und sehr nachteilig für Tago die Spawn-Position. Er ist genau gegenüber. Das heißt, ein Harass ist so gut wie unmöglich. Und das frühe Stören auf dieser Map ist sehr, sehr schwierig. Denn er muss immer den Außenweg hier ums Zentrum der Map herum wählen. Insofern sollte für ihn eigentlich die einzig wahre Alternative daran liegen, schnell zu creepen, vielleicht seinerseits auch eine Echse aufzubauen. Denn andersrum ist es natürlich für den Human-Spieler schwer, rüberzukommen und die Echse des Ork-Spielers möglicherweise zu verhindern. Ja, das Problem bei der Sache ist natürlich, dass die Human-Echse viel schneller steht. Also man bekommt viel schneller das Gold rein, was man für die Echse ausgegeben hat, kann dann zusätzliche Units produzieren und dann die Echse vom Ork attackieren. Aber auf der anderen Seite ist hier ein recht guter Puffer dazwischen. Also bis er die Units auch erstmal drüben hat und jeweils immer wieder Verstärkung rüberholt. Natürlich hat der Ork-Spieler einen Vorteil, er kann möglicherweise mit ein, zwei Towern auch noch seine Echse sichern, verteidigen und so seine Vorteile ausspielen. Ich bin gespannt, für welche Strategie sich Tagor entscheiden wird. In jedem Fall sollte er Harassing hier nicht unbedingt praktizieren. Scoutet hier sofort mit einem ersten Pien in Richtung Norden. Na, der Fass hier bald schon fertig. Auf der anderen Seite. Also ungünstig, den Pien erstmal in die Richtung zu schicken. Wenn der den Pier nach links schicken würde, dann könnte er auf jeden Fall schon mal in die rechte Richtung laufen und wäre dann auf jeden Fall auf dem kürzesten Weg zu der Echse, egal ob es die obere oder die rechte Position ist. Entscheidet sich sofort für den ersten Creep. Ignoriert sein Scouting. Und Harris auch noch nicht. Ich denke, er muss sich hier mit der Gewissheit zufrieden geben, dass der Gegner eine Fast-Echse aufsetzt. Ja, die wird er jetzt scouten. Wundert mich erst was hier, die Creep-Order von Spell, der hier nicht zuerst den Shadow Priest creept, der jeweils immer noch für Heilung sorgt. Er hat allerdings keine Hitpoints verloren auf seinen Units, nur einen Wasserelementar benutzt. Und sofort die Miliz zurück zu Peasants und die Echse wird sofort begonnen. Währenddessen der Scout jetzt erfolgreich, Tagor weiß nun, wo sein Gegenspieler steckt, finisht aber hier einen weiteren Creep. Seinen Grunt. Allerdings nicht weit genug. Der wird immer hier noch vom Troll-Berserker angegriffen. Das ist nachlässig. Und das erste Item für ihn ist Claws of Attack. Level-Upgrade. 2, genau wie Spell. Und das Tech-Upgrade läuft bei ihm ebenfalls. Noch kein Shop bis jetzt. Das heißt, es wird wohl weiterhin beim Creeping für ihn bleiben. Ja, entschließt sich jetzt doch, Druck zu machen. Er ist noch nicht fertig, er könnte es rechtzeitig noch dorthin schaffen. Ja, verhindern kann er die Echse auf keinen Fall. Spell scheint da irgendwie Wind von bekommen zu haben. Wie hat er meine, er hat Sentry Wards gefunden. Tatsächlich, er hat Sentry Wards gefunden, einen hier aufgesetzt. Sofort ist er zur Stelle. Und Tagor wird die Echse hier nicht abbrechen können. Aber vielleicht einige Peasants hier noch an der Arbeit behindern können. Chain Lightning, Level 2, das war also sein Ziel zunächst mal. Einen Peasant wird er hier auf jeden Fall ausschalten können. Ein zweiter muss ebenfalls dran glauben, schön gemacht von ihm. Strategie genau richtig gewählt. Einen dritten wird er auch ausschalten. Drei. Gerade so fertig geworden. Und Spell, die Echse. Der vierte Peasant kommt. Zwei Wölfe noch, den kannst du auch noch finishen. Und adios. Also eigentlich schön gemacht für ihn. Er hat einiges an Experience kassiert. Level 2,5. Der Farseer und hat vier Peasants ausgeschaltet. Das ist schon ein bisschen ein Rückschlag für die Eco von, also für die Economy hier von Spell, der seinerseits versucht einen Surround hier gegen die Grunts und Tagor lässt nicht locker hier. Möchte einen Footy bekommen, schafft er jetzt auch. Vielleicht war das so ein bisschen das Wiederherstellen der Ehre, denn im letzten Spiel hat er keinen einzigen bekommen beim Early Harris. Also zwei Footies und ein Footy und vier Peasants auf das Konto von Tagor. Ebenso zwei komplette Creepsets, also definitiv bis jetzt die Nase vorne. Ja, dafür steht aber auch die Echse schon auf der Seite von Spell, also Tagor muss weiter Druck machen. Das Tech-Upgrade noch nicht angefangen von Spell. Tagor muss natürlich gucken, dass er jetzt schnell auf Tier 2 kommt, den Tech hat er ja relativ früh angefangen. Und dann mit Second Hero und den ersten Katapulten
und wahrscheinlich dann noch Tower Druck zu machen. Aber seinerseits scheint er jetzt seine Exekreten zu wollen, schickt seinen Farsier zumindest mal in genau diese Richtung. Tier 2 ist erreicht bei ihm, 31 von 40 Versorgung, zweites Burrow steht, sein Shop steht auch. Viel Gold, 800. Das könnte eine Echse auch bei ihm sein. Jetzt das Berserker Strength Upgrade, Torrent Chieftain als Second Hero und der Creep vor seiner Natural. Wenn auch der Archmage hier Level 3 erreichen möchte, findet Circle of Mobility. Spell scheint immer, jetzt kommt der Tag von Spell. Hier noch ein kleiner Harris, erfolgreich. Ich sehe hier ein Peasant Skelett am Boden. Also die Wölfe da nochmal erfolgreich gewesen. Natürlich zieht er einerseits... Replenishment Potion für den Farsier. Natürlich kein besonders gutes Item für Ork. Und sie haben ja die Healing Salves, die eigentlich genau dasselbe bewirken. Jetzt hat er sich ja hier keinen Shadowhunter ausgesucht, sondern den Torn Chieftain. Nutzt die Replenishment Potion. Healing Salves. Sorry, aus nicht dem die Healing Wave, sondern die Healing Salves, right. Aber es, die Replenishment Potion sorgt auch für Mana-Nachschub, allerdings nicht ganz so viel. Nein. Kein Mana-Nachschub? Nee. Nicht beides gleichzeitig? Doch. Da verwette ich doch fast meinen Arsch drauf. Fast. Okay. Fast. Okay, diskutieren wir an einer anderen Stelle weiter. Und das wäre die ersten Healing Salves für die Grunts. Genutzt vom Farsier. Seinerseits kommt jetzt hier Spell und er creept weiterhin in der Mitte. Ich sehe immer noch keinen Versuch hier zu expandieren von Tagor. Jetzt kommt hier eine Spirit Lodge dazu und eine Warmill. Also wahrscheinlich hier ein paar Schamanen, vielleicht mit Purge gegen die Wasserelementare. Die waren auch sehr nervig im letzten Spiel auch. Haben ihn mit ein, zwei Troll Batrider gekostet. Thomas Strengths wird hier gefunden. Na, schauen wir mal, ob Spell mittlerweile Tower gebaut hat in seiner Basis. Ja, zwei Guard Tower bei der Main und zwei Guard Tower bei der Echse. Das ist allerdings noch nicht allzu viel. Der wird jetzt noch rechtzeitig fertig. Allerdings wird er seinen Town Portal nutzen müssen, wenn er seine Echse halten will. Denn da hat mit 41 Versorgung gegen 40 Versorgung Tagor schon einiges am Start. Allerdings schön gebaut hier die Farms vorgelagert. Tagor kommt da nicht zu den Towern durch. Sehr schönes Base Layout von Spell hier und der kann sich noch nicht recht entscheiden. Teleport oder nicht Teleport, überlegt derzeit noch. Jetzt sind die Farms down. Die Peasants hier sämtliche down. Jetzt kommt der Town Portal. 40 Versorgung gegen 41 auf der anderen Seite. Scroll of Speed genutzt. Schön nochmal die Position verbessert. Ein Grunt ist gefallen. 37 Versorgung, 39 von Spell. Natürlich ist seine Versorgung, steckt zum Großteil in weiteren Peasants hier, beziehungsweise steckte ja in weiteren Peasants. Damit die Armee nicht entsprechend groß. Aber ich wundere mich... Ja, dafür hat Spell schon 1500 Gold, also wenn er gleich bei Tier 2 angekommen ist, kann er direkt ziemlich viel produzieren. Tier 2 erreicht, da kommt der Second Hero, das ist wie immer der Mountain King bei ihm und es kommt das erste Arcane Sanctum. Gecreept wird weiterhin von Tagor. Level 3,5 der Farsier, Level 1,5 der Archmage und weiterer Creep auch... Archmage, sag ich schon, der Torrent Chieftain und der Archmage hier Level 3,5 creept ebenfalls weiter. Tagor investiert in Upgrades, hat das Adept-Upgrade von seinen Schamanen bereits erforscht und es kommt hier Upgrades für die Melee-Units dazu, für seine Grunts. Davon hat er eine ganze Menge. Ja, es sieht danach aus, als würde er möglichst schnell auf Tauren gehen, zusammen mit Bloodlust. Allerdings ist Spell jetzt auch schon Tier 2, kann dann Spellbreaker bauen und damit das Bloodlust stehlen. Natürlich ein sehr schönes Item jetzt hier für den Torrent Chieftain, Lionhorn of Stormwind. Das ist die Aura, wenn ich mich nicht irre, hier vom, wie heißt der gleich, Paladin? Devotion-Aura. Devotion-Aura ist vom Paladin. Ganz genau, das ist natürlich für seine Melee-Units hier sehr schön. Dark vs. Mio bekommen wir hier gerade mitgeteilt. 1:1 steht es da, also Mio kommt zurück ins Spiel. Und jetzt hier die erste Begegnung mit dem Human-Spieler. Sehr schön, dass der erste Schamane auf Adept Rank bereits dabei ist. Kann natürlich purgen. Kommt jetzt hier direkt der erste Chain-Lighting und da muss Spell flüchten. Hat kein Town-Portal ebenfalls im Moment. Ein Footy ist down. Und Tagor kann Druck machen mit insgesamt 41 Versorgung gegen auf der anderen Seite 45. Allerdings steckt, wie gesagt, davon nicht sehr viel in der Armee drin. Ja, Spell hat wieder viel zu wenig Lumber. Und Double Griffin Apiary. 2000 Gold an seiner, in seiner Economy, aber einfach kein Holz. Jetzt wagt sich Tagor erneut hier zur Echse. Hier kommt von oben bereits der Mountain King. Damit wird der Kampf natürlich ungleich schwieriger. Und Lightning Shield gecastet auf seinen Torn Chieftain. Geht damit hier in die Pien-Line von... Spell, Shockwave nicht ganz so effektiv hier.
Und geblockt jetzt hier der Torrent Chieftain vom Mountain King. Der zieht sich allerdings zurück. Das war nicht ganz so clever. Jetzt der erste Stormbolt und der Torrent Chieftain muss aufpassen. Bekommt er hier das Town Portal? Das wäre die richtige Aktion. Gibt dem Torrent Chieftain das Town Portal, dann kann der sich raus teleportieren. Ja, kommt nicht durch zum Torrent Chieftain. Die Grunts blocken ihn selber. Torrent Chieftain ist down. Schön gemacht von Spell hier. Genau richtig von ihm. Und Tagor sollte hier meiner Ansicht nach das Weite suchen. Denn Spell blockt weiterhin. Schön gemacht hier mit seinen Footies. Hat zwei Grunts direkt hier ausgeblockt. Und jetzt kommt der Town Portal erst. Somit verliert Tagor keine Units mehr. Kann sich da nochmal retten. Ein Schaman ist hier noch down gegangen. Aber jetzt sieht es schon ungleich schlechter aus für ihn. Da kommt das Master Upgrade. Für die Schamanen und ein Tauren-Totem. Aber wie du eben selber gesagt hast, mit Spellbreakern wird es da schwieriger für Tagor. Allerdings dauert es hier bei Spell auch noch. Der hat noch immer keine nennenswerten Caster in der Armee. Eine einzige Sorceress bis jetzt. 2200 Gold, also ziemlich schlechtes Makromanagement auf seiner Seite. Also im Finanzbereich hapert es noch etwas bei ihm, kann man quasi sagen. Ja. Jetzt kommen die ersten Griffin Rider. Spell hier mit einer Farm am Goblin Lab kann so ständig scouten den Gegner, was dort passiert. Und jetzt endlich ist es eine Echse bei Tagor. Der entfernt sich von seiner Main, hat kein Town Portal nachgekauft. Er hat keinen Konter gegen die Griffins. Selbst wenn er ein Beast Cherry baut für Batrider, kann Spell einfach viel schneller Batrider pumpen. Dragonhawks bauen. Jetzt hat hier ein kleines Problem. Spell, der ist hier entdeckt worden mit seinem Peasant von den Ogre, von den Creeps hier, vom Ogre Lord, dem Ogre Magi, dem Ogre Warrior, und die vernichten hier die Farm derzeit, während jetzt hier die Mitte gecreept wird von Spell. Das dauert allerdings noch etwas. Sieht allerdings auch mit dem Sentry Ward, dass Tagor auf seine Exit zu marschiert und natürlich jetzt die richtige Entscheidung treffen. Aber auch entsprechend angeschlagen hier durch diesen Creep. Der Mountain King ziemlich angeschlagen. Vulnerability für den Archmage. Jetzt kommt Tagor mit 43 Versorgung. Die ersten zwei Griffins sind hier. Und das macht natürlich recht viel schwerer hier für Tagor. Der hat immer noch kein Town Portal dabei. Das ist fast eine Verzweiflungsaktion, die er hier gestartet hat. Versucht wieder gegen die Echse anzulaufen. Kann hier einiges an Peasants vernichten, mitnehmen. Aber wo führt's hin? Wieder Rückzug jetzt von ihm. Torn Chieftain stößt wieder mit dazu zur Armee. Ja, aber immer wieder eigentlich gelungene Aktion hier von Tagor. Kann immer wieder die Economy schwächen. Die Echse bringt nicht so einen großen Vorteil. Sind schon 75 Versorgung mittlerweile auf Spells Seite. Und der Third Hero bei ihm ist der Paladin. Ja, nur 45 Supply auf der Seite von Tagor. Also da sieht man doch extrem stark die Auswirkungen von der Expansion. Und jetzt aber auch jede Sekunde die Echse, was heißt jede Sekunde? 10 dauert es schon noch, bis hier die Echse von Tagor fertig ist. Der muss jetzt sein Glück zunächst mal in der eigenen Base suchen. Hier kommen die ersten Tauren und zwei Beast-Cherries jetzt. Da hat er sein Geld investiert. Zunächst mal fürs Creepen entscheidet sich unser Mouseboard-Spieler Spell. Level 4 bereits der Archmage. Level 2 der Mountain King, und er hat einen Mana Stone dabei. Natürlich auch ein hervorragendes Item für den Mountain Kinger, aber auch der Paladin wäre damit hervorragend ausgestattet. Und ganz gefährlicher Creep hier von Tagor. Die stärkste Creep-Position, aber rechtzeitig fertig geworden. Helm of Valor. Ja, sollte sich aber jetzt beeilen, da rauszukommen. Ja, sollte sich sehr beeilen. Hat noch eine Skull of Speed im Gepäck. Auch Third Hero bei ihm, das ist der Shadowhunter. Und jetzt sollte er den Scroll of Speed zu langsam nutzen. Noch ein Chain Lightning. Serpent Boss, der stellt sich an dieser Stelle vor seiner Base. Was für eine Fehlentscheidung. Anstatt noch bis in seine Base zurückzugehen, verliert direkt den ersten Schamanen hier und ein Grunt auch noch. Also, das war nun mal absolut töricht, diese Aktion. Anstatt hier, da kommen allerdings die ersten zwei Troll Bad Rider bereits. Aber er hätte doch einfach bis vor seine Base gehen sollen und die Verteidigung der Burrows noch mitnutzen sollen. Unverständlich für mich. Diese Aktion. Upsa, ein Zuschauer droppt hier das Spiel jede Sekunde. Spell beschwert sich hier. Zu Recht. In so einer Situation hier ein Drop und eine Unterbrechung, das ist ganz ungünstig natürlich. Die Spieler sind gerade im Spiel drin. Es ist extrem schwierig hier die Konzentration zu halten. Und jeder ist angespannt natürlich jetzt vor dem großen Kampf, der das Spiel mit Sicherheit entscheiden wird. Und hier ist es wc.de. Exe, wer auch immer das sein mag. Ein Mitarbeiter von Warcraft.de namens Exe oder irgendwas. Und Spell kommentiert schon mit der Obst nicht mehr. Da kommt's direkt mit der Quittung. Ist natürlich extrem ungünstig sowas. Kann man gar nicht anders sagen. Und natürlich auch schade für unsere Zuschauer. Aber jetzt geht's weiter. 4 Sekunden noch.
Und natürlich wird der Spieler sofort gedroppt. Sie waren zum Glück nicht mitten im Kampf drin, sondern es war kurz davor. Also man kann sich jetzt noch genau überlegen, was man macht. Und weiter geht's. Die Troll Batrider sofort orientiert sich. Spell neu, wartet auf seine Gelegenheit, bis hier einer der Heroes von Thagor vor der Base sich einfindet. Thagor kommt hier nicht zurück in seine eigene Base. Jetzt wird das erste Gebäude angegriffen. Hier kommt der erste Troll Batrider. Noch nicht geslowed. Eine einzige Sorceress ist nur dabei. Das reicht nicht ganz. Schöner Use vom Batrider. Schöner Fokus. Drei Batrider. Der erste detonated. Und einiges an Damage zugefügt hier. Einer verfolgt hier noch. Schöner Detonate nochmal gegen vier Griffins. Ja, aber es sind immer noch 77 Supply für Spell. Das ist einfach zu viel. 49 noch. Aber Fokus hier auf den Archmage. Und das könnte entscheidend sein. Der Archmage hat noch seine Potion, seine auf Invulnerability. Und der Tauren Chieftain. Down auf 500 Hitpoints. Aber hat noch eine Potion auch anscheinend gekauft. 41 noch für Thagor, das sieht ganz schlecht aus. Da ist der Tauren Chieftain down. 36 Versorgung noch für Thagor und immer noch auf Seiten von Spell 70 Versorgung. Das wird nicht mehr funktionieren. Noch eine Healing Wave jetzt hier vom Shadowhunter. Noch ein Troll Badge Rider kommt nach. Weitere werden hier produziert, aber es dauert einfach zu lange. Allerdings bei Spell auch einiges angeschlagen hier. Die ganze Armee im roten Bereich. Wenn Thagor sich nicht ganz so dumm anstellt, kann er vielleicht doch noch etwas Schaden machen. Aber nach wie vor ist es hier ein Paladin, der immer wieder und ein Stormbolt jetzt hier gegen den Farseer. Farseer ist down und ich denke, damit hören wir jede Sekunde ein GG von Thagor. Der bekommt noch zwei Troll Batrider, wartet noch darauf. Da kommt wieder ein Troll Batrider, nicht rechtzeitig. Ja, allerdings, wenn er jetzt hier noch das Supply sehen würde von Spell, dann würde er wohl rausgehen. 69 Supply noch immer. Auf Spells Seite, Serpent Ward abgerissen, ein weiterer Schamane fällt jetzt hier. Immer noch sind es drei. Die Griffins machen natürlich jetzt ziemlich viel Damage gegen die Boros. Ich frage, wieso Thagor hier seine Heroes nicht revived? Hat er da schon aufgegeben? Es kommen nur Troll Batrider die ganze Zeit nach. Er hat genügend Geld, 600 Gold hat er. Wieso revived er nicht? Jetzt kommen die ersten Dragonhawk Rider mit dazu. Also das ist nicht zu schaffen für Thagor. Wie gesagt, er revived noch nicht mal seine Heroes. 700 Gold für ihn. Und damit würde ich sagen, 1:1 hier. Ebenfalls im zweiten Run-on-Run dieses Spieltags. Ja, jetzt Spell hat seine Echse ziemlich problemlos durchgekriegt und dadurch hat er einfach den Geldvorteil. Shadowhunter down. Also der Farseer viel zu spät revived von Thagor. Und es wundert mich, dass er immer noch nicht quittet, dass er immer noch kein GG gibt hier. Verteidigt weiterhin. Zwei weitere Griffin Rider kommen nach. Jetzt keine Reparaturversuche mehr. Thunderclap jetzt hier von Spell. GG da kommt von das. Thagor. GG. Und damit steht es 1:1 in dieser Begegnung. Und ganz klar würde ich sagen, ganz große Entscheidung ist natürlich dadurch schon gefallen durch die Karte und dann natürlich die Startpositionen auf dieser Karte. Ganz, ganz schwer für Thagor. Er hat versucht, das Beste rauszuholen, aber da war einfach nicht viel mehr drin. Meiner Ansicht nach hätte seine Echse ein bisschen früher kommen können, denn er hatte sie in diesem Fall gerade zu dem Zeitpunkt fertig, als der Rush auf seine Base von Spell kam. Insofern, vielleicht das ein bisschen der Fehler von Thagor gewesen, aber es ist natürlich eine ganz, ganz schwere Situation für ihn, ein ganz großes Handicap. Auf dieser Map mit diesen Startpositionen, wir machen direkt weiter. Jetzt kommt seine Map. Jetzt kommt seine Map. Was wird das vielleicht sein? Vielleicht Two Rivers? Gnollwood könnte ich mir auch vorstellen. Gnollwood. Schauen wir warten auf den Game Name. Im anderen Spiel, wie gesagt, zwischen Miu und Dark steht es 1:1. Miu ist also nochmal zurück im Spiel. Und damit ist es jetzt die Map-Wahl von Dark in der alles entscheidenden Map. Und wir werden natürlich die Ergebnisse bekommen von unseren freundlichen Admins hier von der Warcraft 3 Champions League, der ESL WC3L Series. Zunächst mal aber geht's weiter mit der nächsten Map in diesem ersten Run-on-Run. 2:1 für Miu sehe ich hier gerade und das bekomme ich mit von Bator von Warcraft.de. Also, Miu hat sich durchsetzen können, anscheinend in einem sehr kurzen dritten Spiel dann. Und da sehe ich ein kleines Schmunzeln auf deinen Lippen. Also, das schafft doch so ein bisschen Rückenfreiheit, ja. Nicht mehr ein ganz so großer Druck vielleicht auch auf deinem Spiel gleich. Auch natürlich abhängig von Thagors Spiel jetzt. Aber sagen wir, wenn die beiden ihre Spiele gewinnen würden, wäre es für dich wahrscheinlich eine etwas bessere Situation zu spielen, oder? Ja, klar, das ist natürlich leichter mit einem 2:0 im Rücken dann zu spielen und man weiß, man muss nicht gewinnen. Also wenn man dann schon 2:0 hinten liegt, dann weiß man, wenn man jetzt auch noch seinen One-on-One verliert, dann ist der Clan-War direkt verloren. Also es macht schon was aus. Tja, insofern nur von Vorteil für meinen Co-Moderator und Pro-Gamer
Thomas Schulz aka Storm, der im Übrigen gestern einen Goblin-Merchant aufgemacht hat. Man kann also bei ihm preisgünstig und vorteilhaft brandneue und unbenutzte Mercenaries kaufen. Zum Beispiel den Forest Troll Berserker, den gibt es bei ihm im Sonderangebot für 190 Euronen. Also, wer noch Verstärkung braucht bei sich zu Hause oder auch unterwegs, der queryt einfach kurz unseren SK Storm. Dort gibt es preisgünstig diverse Mercenaries zu ersteigern. Das Ganze natürlich auch bei uns hier in Raute.isl.tv. Wir warten allerdings immer noch auf das nächste Spiel. Den Game Name habe ich bekommen, aber hier passiert noch nichts. Und wir wissen ja, man darf das Battle.net nicht zu sehr harassen, weil dann geht's in die Knie. Dann geht da gar nichts mehr. Während der Zeit, die kann ich natürlich nutzen, um euch hinzuweisen auf den nächsten Freitag in Hamburg. Das Intel Friday Night Game mit endlich mal einer richtig guten Begegnung. Und die lautet Miu Furthers, wen denn eigentlich? Mighty X, genau, wir haben ihn wieder. Miu Furthers Mighty X, also beide Spieler, die wir heute Abend sehen. Mousesports Furthers Schrötkommando, auch dann nochmal derjenige, den du heute Abend spielen wirst, gegen Miu Undead Furthers Human lautet da. Ein richtig spannendes Match wird das, glaube ich. Und Miu natürlich live im Intel Friday Night Game in Hamburg im, wie heißt die Location eigentlich? Seawayside. Ist die Location, ganz genau. Und wir haben auch, und da sehe ich ja gerade schon, was ich befürchtet habe, das Battle.net schlägt zurück. There was an error in request, in your request, bla bla bla. Das Spiel ist gerade voll, muss noch ein Slot freigemacht werden. Ja, super. Gucken wir mal hier, ob das jetzt auch noch klappt. Nochmal den Game Name und da klappt es endlich wunderbar. So muss das sein. Ja, zurück zum Intel Friday Night Game in Hamburg. Wir haben also eine sehr, sehr hochkarätige Begegnung in Warcraft 3. Und wie wir Hamburg kennen, ist es dort immer sehr, sehr angefüllt, die Location mit Warcraft 3 Fans. Unter anderem wird kommentieren mit mir DKH Yves. Er hat auch letztes Mal in Hamburg mit mir gemeinsam moderiert und er hat sich besonders viel Mühe gegeben, das Ganze auch mal für die Einsteiger in Warcraft 3 unterhaltsam zu machen und vor allem verständlich zu machen. Diesmal hat er sich, so hat er mir versprochen, noch besser vorbereitet und neben ihm natürlich zahlreiche andere Größen und Bekannten aus der Warcraft 3 Szene. Also es lohnt sich hinzukommen und es lohnt sich natürlich ganz besonders, denn es wird wahrscheinlich wieder schönes Wetter am Freitag sein, wie immer, wenn wir in Hamburg oder auch München zugegen sind und im Seaways mit dem hervorragenden und tollen Blick auf die Elbe ist das dann auch doppelt wunderbar, dort E-Sports vom Feinsten genießen zu können. Wir kommen aber jetzt zurück zur dritten Map zwischen Tagor und Spell. Diese Map wird entscheiden im zweiten Run-on-Run hier zwischen Mousesports und SK Deutschland. Gnollwood wird wie von dir erwartet gespielt. Mein Gott, du erfüllst mal wieder jegliche Erwartungen von mir an deine hellseherischen und vorherseherischen Fähigkeiten. Und somit ist es Tagor auf der 12 Uhr Position und auf der anderen Seite der Human-Spieler Spell auf 6 Uhr. Also wieder eine relativ große Distanz. Allerdings ist es auf dieser Map nicht ganz so einfach zu expandieren, denn die Goldminen sind relativ verteilt. Wir sehen hier Altar, Burrow und Haupthaus. Ja, die Positionen wieder relativ gut für Spell. Ziemlich weit weg. Tagor kann nicht so gut harassen. Die Map hier deswegen so gut geeignet für Ork gegen Jomen, da es an allen vier Shops Lightning Shield als mögliches Item gibt und das kann man ziemlich schnell mit dem Farseer alleine creepen. Und der Human kann nicht so gut creepen auf der Map, denn es gibt ziemlich viele Creep-Sets, wo Poison benutzt wird von den Creeps. Das heißt, vom Gift werden die Einheiten ziemlich angeschlagen. Man kann dagegen eigentlich gar nichts machen. Sie suchen sich immer einen Footman nach dem nächsten raus, um das Gift dort drauf zu schießen. Und dann kann man natürlich mit Harass und Creepjacking ziemlich viel Schaden anrichten. Allerdings kein... Achso, doch, die Barracks, ja. Insofern, gerade, ich glaube, auch vor den Mercenary-Camps sind es auch immer zwei Gnoll-Wardens mit Purge ebenfalls an Bord. Das heißt, das Wasserelementar. Ja, mit Purge und zwei Gnoll-Assassins mit Poison. Also auch mit seinem Wasserelementar muss man aufpassen, wenn man denn mit dem Archmage creepen geht. Ja, das ist was mich ein bisschen wundert an der Creep-KI. Denn Wasserelementare werden direkt dispelled. Also gepurcht von den Creeps und die Wölfe werden einfach ignoriert, was natürlich eigentlich ein bisschen schwachsinnig ist und eigentlich auch im nächsten Patch mal ein bisschen geändert werden sollte.
kommt aus der Barracks, weitere Footies und der Archmage war es wieder beim Human-Spieler. Der nimmt sich das erste kleinere Creepset und das ist das einzig harmlose für ihn hier auf der Map, dass er anfangs creepen kann. Während, wie zu erwarten, hier Tagor mit seinen Wölfen den ersten Shop creept und sich ein Item versucht zu holen und das ist hier in diesem Fall Wand of Illusion. Kann er nun erstmal zum Scouten nutzen, auch nicht ganz unnütz. Obwohl er mit seinen Wölfen da natürlich eigentlich schon ganz gute Karten hat. Ja, und Spell hat da nicht aufgepasst. Hat hier bei den Creeps gerade einen Peasant verloren. Ein Pien von Tagor läuft hier im Uhrzeigersinn, um den Gegner zu finden. Und Tagor nimmt sich den nächsten Shop zur Brust. Ja, und Spell kommt jetzt mit Milizen und creept das erste Mercenary Camp. Also direkt ein relativ hartes Creepset, aber wir wissen, das kostet jeweils immer Ressourcen. 130 Holz hat er derzeit. Und ja, Tagor hat fehlt da natürlich Gold. Eine Replenishment Potion gefunden, das Glück ist nicht bei ihm. Oder fehlt natürlich Holz dann, wenn man auf Tier 2 ist und hier Arcanes bauen will und den Second Hero. Und der nächste Shop-Versuch hier mit einem scoutenden Illusion hier. Dritte Shop jetzt. Tagor ist natürlich auf der Suche nach Lightning Shield. Und diesmal ist er immer noch nicht erfolgreich. Sentry Wards diesmal. Ja, da weiß er aber mittlerweile, wo die Base ist vom Jungen. Immer noch kein Tech von Spell. Sieht tatsächlich ein bisschen nach einer Fast Exe bei ihm aus. Allerdings gibt er nicht die Expansionsposition. Und die war auch gar nicht mehr so fast. Also einfach durch das Creepen hat er so viel Zeit verloren. Jetzt hier sehr schön, der erste Tower wird abgebrochen, der erste Sentry Ward steht auch schon hier von Tagor vor der Base des jungen Spielers, der kommt jetzt zurück. Tagor hat hier nicht ganz aufgepasst, hat muss mit seinem Farce hier aufpassen, er wird jetzt hier surrounded, viel Mana. Muss raus teleportieren, bekommt den Turm nicht mehr ausgeschaltet. Ja, also schlechte Aktion hier von Tagor. Der sich auch einen Shadow Priest gekauft hat, der steht ja allerdings ein bisschen unnütz rum im Moment. Ja, hat jetzt gar keinen Schaden angerichtet. Sein ganzes Mana auf dem Farseer verloren. Und sein Town Portal noch verloren. Muss sich jetzt sogar noch heilen mit dem Farseer. Also Berserker steht hier auch. Also was hätte er mit diesen Units eben gemacht? Ich glaube, er hat sie schlicht und einfach nur vergessen. Wormill steht bei ihm. Jetzt kommen Peasants. Also es sieht nach einem frühen Tower Rush aus von Tagor. Zunächst mal heilt er sich hier in der Mitte. 22:40 Uhr. Hier kommt jetzt noch ein Sentry Ward dazu. Während jetzt hier die Expansionsposition gecreept wird, also eine Mine gecreept wird von Spell. Allerdings ist das die riskanteste Expansionsposition. Also da eine Echse aufzuziehen ist schon wirklich. Ja, es kommen auch keine Pions mit. Also ich denke mal, er wird jetzt auf den Tech anfangen. Hat Tagor hier absichtlich die Creeps aufgeweckt? Wie will er denn hier den Drachen nicht mehr wegbieten? Nur mit dem. Ja, nimmt noch die beiden Mercenaries dazu. Spell kommt noch nicht und versucht die Pien sind schon auf dem Weg in Richtung Lager von Spell. Der wird die allerdings möglicherweise entdecken, wenn er jetzt hier Richtung geht, aber nicht Richtung Westen, entdeckt die Pien somit nicht. Und die Mitte jetzt fertig gecreept von Tagor. Was für ein Item findet er hier? Rune Bracers, oh Gott, das kann er nur gegen den Mountain King gebrauchen, also gäbe es sicherlich bessere Items. Jetzt kommt der Human-Spieler hier, jetzt möglicherweise mit dem Surround gegen einen Grunt, der kommt noch rechtzeitig raus. Tagor hat hier den Forcefall Shadow Priest von Spell ausgeschaltet. Andersrum aber genau das gleiche jetzt. Schöner Chain Lightning hier gegen die Footies. Ja, da sieht man, dass die Footies angeschlagen waren vom Creepset. Und die Tower sind im Bau. 37 Versorgung bereits. Für Tagor 40 Versorgung jetzt. Für ihn auf der anderen Seite bei Spell sind es 34 Versorgung und Spell jetzt mit dem Tech-Upgrade und ja, einer Arcane Vault. Ja, fertig, also das wird keinen großen Unterschied mehr machen hier. Also auf Mortars wird er nicht früh genug kommen. Also ich muss mich wirklich wundern, hier fehlt einfach das Rezept bei Spell, ganz klar. Und jetzt entdeckt Spell die Tower, jetzt hat er die entdeckt und kommt von der anderen Seite, um die Tower abzubrechen. Tagor schnell zurück. Tagor läuft zurück und Spell konzentriert sich nicht genug auf die Tower. Jetzt kommt wahrscheinlich jede Sekunde, nein, kein Mana hier für ein Chain Lightning. Ein Tower ist abgebrochen worden, ein weiterer hier fast beseitigt von Spell. Der muss sich nun erstmal zurückziehen, denn seine Footies sind allesamt angeschlagen. Es kommen auch noch keine Milizen von Spell. Jetzt sind drei Tower fertig. Jetzt kann er die Milizen vergessen. Zieht sich zurück in seine Base, repariert seinen Tower seinerseits. Jetzt wird es richtig deftig hier für Spell. 32 Versorgung bei ihm. Tech-Upgrade jetzt abgeschlossen.
Seine Base ist sehr, sehr dicht und sehr kompakt gebaut. Ja, ich verstehe allerdings nicht, warum Tago seinen Farseer mitten im Arcane Tower Feuer stehen lässt. Hat natürlich null Mana dadurch. Tower arbeiten sich weiter nach vorne, allerdings zu wenig Holz bei Tago. Und er könnte auch mal den Shop sich zur Brust nehmen, denn jetzt kommt der Mountain King gleich mit dazu. Dann wird die Belagerung ungleich schwerer. Weitere Peons werden hier produziert. Er hat entdeckt, dass er ein Holzproblem hat und muss jetzt erstmal Peons nachproduzieren. Jetzt kommen die ersten Rifler hier von Spell. Und der Workshop. Also Spell versucht mit Mortars hier den Gegner zurückzuschlagen. Aber zum Glück diesmal von Tago ein Shop hier mit in der Belagerung dabei. Bisschen zu wenig Druck hier von Tago. Hat natürlich keine Katapulte in Sicht, hat den Tech noch nicht mal angefangen. Das heißt, die Mortars. Schon wieder steht er im Arcane Tower Feuer und schon wieder ist er runter auf 0 Mana. Jetzt endlich ist der Mountain King mit dabei. Wie gesagt, jetzt wird es ungleich schwerer mit zwei Wasserelementaren auf der anderen Seite. Die sind beide schon Level 2. Jetzt ist der Shop hier fertig. Er wartet darauf, dass er sich hier heilen kann und seine Peons machen hier nichts im Moment. Wie viel kostet an Holz ein Tower? 80. 80 Holz. Das heißt, hier kommt ein weiterer Tower, wird jetzt entdeckt hier vom Human-Spieler. Allerdings na, noch nicht wirklich entdeckt, der kümmert sich noch nicht ausreichend darum. Da steht Tago natürlich gut, bekommt hier nichts ab und der Human-Spieler muss erstmal drum rumlaufen, wird gleichzeitig dann aber hier von diesem Tower mit beschossen. Eine ganz gute Position von Tago. Ja, jetzt guter Kampf hier von Tago. Schön, der Human-Spieler läuft hier durch, muss weiter hier sich zurückziehen, wieder in seine Base. Tago schafft's hier. Das erste Mortar hat hier mittlerweile fertig. Bell müsste jetzt seine Milizen rufen. Und ein Grunt von Tagor hier, kann sich gerade noch zurückziehen, schön gebounced. Shop ist mittlerweile fertig und Tagor zieht sich geschlossen zurück mit 42 Versorgung. Auf der anderen Seite sind es bereits 53. Er ist zwar in seine Base eingemauert, aber er hat mittlerweile eine ganz gute Defensivposition hier erreicht, Spell. Scroll of Regeneration jetzt genutzt. Und bei Tagor sehen wir sonst noch immer nichts weiter. Und ja, da kommen die Mortars. Es wird schwer für ihn weiter vorzurücken, um in die Base reinzukommen. Jetzt ist der Tower fertig, sollte ihn schneller reparieren. Die Mortars werden ihn sonst außer Gefecht setzen. Jetzt kommen hier die Peons zum Reparieren, gerade noch rechtzeitig. Und endlich greift er den anderen Tower an. Verliert wieder sein Mana. Allerdings geht der Arcane Tower jetzt down. Schön, jetzt hat er die andere Seite geöffnet hier. Und der so wichtige Arcane Tower ist down, damit vielleicht endlich mal wieder ein bisschen Mana hier für den Farseer. Ein Grunt down, schön eingekesselt hier vom jungen Spieler. Allerdings auch ein Tower hier abgerissen. Fünf Tower sind's. Scroll of Speed hat er gekauft, Healing Selves und Potion of Lesser Clarity. Ja, die kann er gut gebrauchen. Hat so viel Mana verloren am Arcane Tower. Allerdings weiterer Beschuss jetzt hier von den Mortars. Und immer noch kein Reparaturversuch von Tagor. Produziert. Er hat entdeckt, dass er ein Holzproblem hat und muss jetzt erstmal Peons nachproduzieren. Jetzt kommen die ersten Rifler hier von Spell. Und der Workshop. Also Spell versucht mit Mortars hier den Gegner zurückzuschlagen. Aber zum Glück diesmal von Tago ein Shop hier mit in der Belagerung dabei. Bisschen zu wenig Druck hier von Tago. Hat natürlich keine Katapulte in Sicht, hat den Tech noch nicht mal angefangen. Das heißt, die Mortars. Schon wieder steht er im Arcane Tower Feuer und schon wieder ist er runter auf 0 Mana. Jetzt endlich ist der Mountain King mit dabei. Wie gesagt, jetzt wird es ungleich schwerer mit zwei Wasserelementaren auf der anderen Seite. Die sind beide schon Level 2. Jetzt ist der Shop hier fertig, er wartet darauf, dass er sich hier heilen kann und seine Peons machen hier nichts im Moment. Wie viel kostet an Holz ein Tower? 80. 80 Holz. Das heißt, hier kommt ein weiterer Tower, wird jetzt entdeckt hier vom Human-Spieler. Allerdings na, noch nicht wirklich entdeckt, der kümmert sich noch nicht ausreichend darum. Da steht Tago natürlich gut, bekommt hier nichts ab und der Human-Spieler muss erstmal drum rumlaufen, wird gleichzeitig dann aber hier von diesem Tower mit beschossen. Eine ganz gute Position von Tago. Ja, jetzt guter Kampf hier von Tago. Schön, der Jugendspieler läuft hier durch, muss weiter hier sich zurückziehen, wieder in seine Base. Tago schafft's hier. Das erste Mortar hat ihn mittlerweile fertig. Bell müsste jetzt seine Milizen rufen. Und ein Grunt von Tago hier, kann sich gerade noch zurückziehen, schön gebounced. Shop ist mittlerweile fertig und Tago zieht sich geschlossen zurück mit 42 Versorgung. Auf der anderen Seite sind es bereits 53. Er ist zwar in seine Base eingemauert, aber er hat mittlerweile eine ganz gute Defensivposition hier erreicht, Spell. Scroll of Regeneration jetzt genutzt. Und bei Tagor sehen wir sonst noch immer nichts weiter.
Und ja, da kommen die Mortars. Es wird schwer für ihn weiter vorzurücken, um in die Base reinzukommen. Jetzt ist der Tower fertig, sollte ihn schneller reparieren. Die Mortars werden ihn sonst außer Gefecht setzen. Jetzt kommen hier die Pins zum Reparieren, gerade noch rechtzeitig. Und endlich und greift den anderen Tower an. Wieder sein Mana. Allerdings geht der Arcane Tower jetzt down. Schön, jetzt hat er die andere Seite geöffnet hier. Und der so wichtige Arcane Tower ist down, damit vielleicht endlich mal wieder ein bisschen Mana hier für den Farseer. Ein Grunt down, schön eingekesselt hier vom jungen Spieler. Allerdings auch ein Tower hier abgerissen. Fünf Tower sind's. Scroll of Speed hat er gekauft, Healing Selves und Potion of Lesser Clarity. Ja, die kann er gut gebrauchen. Hat so viel Mana verloren am Arcane Tower. Allerdings weiterer Beschuss jetzt hier von den Mortars. Und immer noch kein Reparaturversuch von Tagor. Wo ist sein Micro? Wo bleibt die Übersicht hier? Jetzt vier Pins beisammen. Aber der erste Tower ist weit genug vorne, um jetzt hier die Barracks zu beschießen. Langsam wird es auch kritisch für Spell. Der hat allerdings mittlerweile zwei Mortar-Teams beisammen. Drittes kommt im Moment nicht. Geht jetzt nochmal nach vorne und schnappt sich wiederum in Einzelaktionen hier den nächsten Grunt. Ist down. Und 36 Versorgung nur noch für Tagor. Jetzt aber schöner, konzentrierter Angriff. Healing Potion gekauft vom Mountain King. Heilt sich kurz. Und weitere Grunts müssen hier dran glauben. Level Upgrade jetzt auch noch für den Mountain King. Gutes Spiel macht Spell jetzt hier. Und Tagor verliert Einheiten um Einheiten. Jetzt noch ein Thunderclap dazu. Sieht schlecht aus für Tagor. Drei Grunts hier. Fast komplett verloren. Also. Hat kaum Einheiten da vorne. Hat ziemlich viel Gold. Fängt jetzt sehr, sehr spät den Tag an. Und die Mortars werden natürlich irgendwann die Tower down bekommen. Wagt sich nach vorne, wagt sich vor zu den Mortar-Teams hier. Muss natürlich aufpassen, denn der Bolt ist es immer wieder, der hier den größten Schaden anrichtet. Jetzt konzentriert er sich zunächst mal auf die Barracks. 94 Gold nur im Moment für Spell, das ist relativ wenig. Jetzt aber 53 Supply gegen 36 Supply von Tagor. Healing Selves, die Grunts sind wieder fit. Reparaturversuch, sehr schön hier. Water Elemental im Focus Fire ausgeschaltet, immer wieder Experience. Aber ein Tower Down im fokussierten Angriff von Spell. 250 Gold hat er, was kommt als nächstes? Noch keine Unit. Tagor mit 1000 Gold fast, Tagor. Wieso investiert er nicht? Wieso kommen nicht weitere Tower hier auf der anderen Seite vielleicht? Ja, ich habe auch ewig keinen Grunt nachrücken gesehen. Allerdings wird das jetzt schaffen, hier wahrscheinlich die Barrack auszuschalten. Jetzt endlich schafft er es. Barracks sind down, aber auch der nächste Tower hier ist down, weil er nicht schnell genug repariert wird. Jetzt kommen weitere Pins nach, auch der ist down. Drei Tower nur noch. Und so zieht sich der Kampf jetzt etwas auseinander. Auf der anderen Seite sind es 53 Versorgung und Tagor mit 47. Es müssen Katapulte jetzt langsam nachrücken. Jetzt kommt der Second Hero von Tagor, das ist der Torrent Chieftain. Aber Spell kann sich langsam befreien und wenn er das schafft, sieht es ziemlich gut aus für ihn. Level 4 bereits der Archmage. Konzentrierter Vorstoß mit Scroll of Speed nochmal kurz. Einen Rifleman ausgeschaltet. Er verliert allerdings auch einen Grunt. Hat aber ein Level abbekommen auf dem Farseer. Jetzt Level 4. Reparier doch deine Tower, mein lieber Tagor. Geld hast du genügend. Drei Mortar-Teams sind es mittlerweile. Ah, fünf. Und jetzt fünf Arcane Sanctum. Hat seine Barracks abgebrochen und sich von Arcane Sanctum entschieden. Reparaturversuch nochmal, aber Splash Damage hier auf die Pins und es scheint so, als würde Tagor seinen Tower Rush abbrechen hier. Tatsächlich. Er gibt seinen Tower Rush auf, wenn ich das richtig sehe. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Mortar-Teams. Und das ist mal wieder die inkonsequenteste und vielleicht größte Fehlentscheidung von Tagor gewesen. Ja, jetzt kommt doch noch eine Barracks von Spell. Also nur mit Castern und Mortar ist natürlich auch keine besonders gelungene Combo. Jetzt kommen auch noch Katas hier von Tagor mit hinzu, der jetzt den nächsten Creep direkt startet. Und da kommt direkt eine Flare hier, sehen wir gerade vom Mortar-Team. Die ist eben erforscht worden und Spell natürlich sofort auf dem Weg dahin. Aber ich denke, das müsste Tagor gesehen haben, dass dort gescoutet wurde. Mantle of Intelligence sollte er sich nehmen und Gloves of Haste lässt er liegen. Jetzt kommt der Human-Spieler, schnappt sich beides und schon auf dem Rückzug. 300 Gold für Spell, Level 2 der Mountain King, Level 4 der Archmage. Ja, noch kein Slow. Allerdings wird das bald kommen. Das erste Katapult. Tier 3 Upgrade hier gleich abgeschlossen. Aber Spell kann natürlich jetzt richtig Druck machen mit seinen 5 Mortar-Teams. Und das macht er auch. Tagor sollte sich in seine Base zurückziehen und nicht wieder auf offener Front kämpfen hier. Chain Lightning gegen die Heroes.
Ford Focus auf einen Grunt, ist down. Scarf Protection genutzt von Targo, hat sein Geld hier investiert. Ein Shockwave hier durch die gegnerischen Reihen. Targo mit 42 Versorgung. Und auf der anderen Seite sind es noch 57 immer. Aber wieso nimmt Targo nicht den Schutz seiner Burrows mit hinzu? Jetzt erst ziehen sich die gegnerischen Heroes zurück. Ja, auch das Katapult kämpft gar nicht mit. Aber es sind immer noch 39 Versorgung nur noch bei Targo. Auf der anderen Seite immer noch 54 Versorgung. Targo mit noch einer Shockwave kann 1-2 von den Mortar-Teams ausschalten. Aber sein Torrent Chieftain ist geslowed und es sind 37 Mana. Da kommt der Stormbolt und da ist der Torrent Chieftain down. Jetzt sieht es ganz, 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 ganz böse aus für Targo. Gerade das Tauren-Totem angefangen. Kommt natürlich dann zu spät. Auch diese Mortar-Teams, schau dir das hier an. Gerade mal 10 bzw. 40 Hitpoints noch. Und eigentlich müsste jetzt, ich sag mal, wenn er ein bisschen Style besitzt, unser Spell, müsste er eigentlich jetzt seinerseits auf die Seite von Targor gehen und müsste dort eigentlich einen Tower Rush starten. Einfach nur, um ihm zu zeigen, ich ohne dich. Im Shop schnell noch eingekauft, bevor er down ist. Einen einzigen Chain Lightning braucht er nur hier in die Mortars zu setzen. Ja, deswegen zieht sich Spell auch etwas zurück. Da kommt ein Tauchentotem als Konter. Also Targor hält sich noch irgendwie im Spiel, allerdings hätte er das besser vor dem Kampf gemacht, einfach sich erstmal versteckt und vor allem mit dem Katapult gekämpft. 59 Versorgung für Spell, der heilt sich jetzt erstmal hier in der Mitte, das ist genau das Richtige, was er hier mit seinen Einheiten machen kann. Priest, Initiate Rank, Sorceress, Initiate Rank und der ist immer noch auf Tier 2. Also leichter Tech-Vorsprung für Targor, das ist allerdings auch das Einzige, was er in diesem Spiel noch an Vorsprung hat. Ja, hat nur sehr, sehr wenig Einheiten. Und ich frage mich, was die ganzen PNC bei Gold machen. Also, das ist ein bisschen, ich will nicht sagen beschämend, aber das ist doch Katastrophe, oder? Ja, kommt drauf an, wie viel Holz er hat. Also es bringt natürlich nichts, aber wenn er genügend Holz hat, dann bringt es ihm jetzt auch keinen großen Nachteil. Naja gut, aber könnte zumindest irgendwie in die Burrows schicken oder so, damit sie sich ein bisschen ausruhen können. Aber die müssen doch nicht hier alle Schlange stehen. Das ist ja ein Nervenkrieg, ist das ja für die PNC, oder? Also. Ja, sinnvoll ist es sicherlich nicht. Gut. So, während hier, und ich meine, 300 Holz ist jetzt auch nicht unbedingt ein komfortables Holzpolster, will ich mal sagen. Also wenn Targor hier eine vernünftige Armee hätte an Tauren und Katapulten, hätte Mio mit seinem Unit-Mix keine Chance, allerdings viel zu wenig Einheiten auf der Seite von Targor und deswegen sieht es genau andersrum aus. Drei Katapulte sind es bei Targor. Und es ist natürlich schwierig, jetzt auch für Spell da reinzukommen. Er hat zwar 60 Versorgung und hier 4 Mortar-Teams, aber Fortified Armor hier bereits. Ja, aber dadurch machen die Mortar-Teams ja mehr Schaden gegen Burrows. Ach, tatsächlich. Als wenn die so eine Medium-Armor hätten. Aha. Weil die dann, ach, die wechseln ihren Armor-Typ, das wusste ich nicht. Okay. Ja, sie haben jetzt Fortified Armor, dagegen machen die Mortar-Teams 150%. Und gegen den normalen Armor-Typ der Burrows nur 100%. Das ist natürlich dann wiederum ein bisschen ärgerlich. Und jetzt hier auch noch eine Echse von Spell. Ja, also Spell spielt das Spiel hier sehr geschickt. Jetzt die Barracks als nächstes dran und hier wagt sich ein Tauren vor. Ich weiß nicht, warum der es so eilig hat, hier nach vorne vorzustürmen. Da lag wohl der Rally Point noch falsch. Sofort repariert Targo hier mit 6 Peens. Die sind gut dabei hier. 61 Versorgung für Spell. 52 mittlerweile aber auch wieder für Targor. Jetzt der nächste Angriff hier mit 4 Mortars auf die Barracks und diesmal konsequenter. Jetzt kommen aber hier die Katapulte auch raus von Targor, kurz zu einem Angriff. Aber sofort sind die Mortars wieder zur Stelle und da wird einfach nicht schnell genug repariert und Targor verliert Zeit hier hinten in seiner Base. Jetzt na, erst stürmt er raus. Auf den nächsten Tauren. Chain Lightning. Dann wohl den Angriff suchen. Und die Katapulte gegen das Wasserelementar, erfolgreich. Natürlich Experience, aber schon wieder die Mortars, die recht flott unterwegs sind. Jetzt kommt ein Tauchen und der wagt sich weit nach vorne raus, wird sofort geslowed. Auch der scheint hier noch den falschen Rally Point gehabt zu haben und damit kann er jetzt die Barracks... Nein, aber in dieser Sekunde zieht Spell ab. Das sind nur noch 2 Schüsse, die er hier braucht. 57 Versorgung für Spell und ebenfalls 57 für Targor. Also versorgungstechnisch hat Targor gut... Nein, 64 für Spell. Sorry, da habe ich mich verklickt. Aber trotzdem hat Targor relativ gut da wieder aufgeholt.
Ja, natürlich durch die Excel von Spell, die hat natürlich auch einiges an Geld gekostet. Allerdings läuft sie natürlich auch jetzt. Und jetzt kommt hier ein Griffin Aviary. Was und der Tech auf Tier 3, deswegen zieht muss Targo jetzt den richtigen Moment abwarten, aus seiner Basis sich befreien und dann auf die Echse drauf marschieren. Jetzt drei Cutters kann er die recht schnell abreißen, allerdings mit dem Town Portal ist natürlich Spell sofort zur Stelle. 67 Versorgung für ihn mittlerweile. Und Creeping von ihm. Endlich wieder der Shop von Targor. Wieder eine Mana Flare. Nee, ich heiße nicht Mana Flare, was arbeite ich? Wie heißt der Kram nochmal hier? Irgendwie Blödsinns Rocket Missile. Ja, irgendwas. Auch was mit Flare. Flare, ne? Ja, ja. Irgendwas mit Flare. Aber ich glaube sogar einfach nur Flare. Vielleicht, wir wissen es nicht. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat er wieder schön gescoutet mit seinen Mortar-Teams. Ja, und Targor sollte jetzt auch mal schön die Exe scouten. Ja, aber wir kennen ja Targor, das macht er nicht einfach so. Ohne dass man ihn da in den Allerwertesten tritt. Deswegen warten wir hier noch. Zum Glück habe ich mir einen Kaffee gekauft, kann ich da nur sagen. Bald natürlich dann auch die ersten Griffins da. Erste Tour und Tour wird schon gespielt, wie ich eben gehört habe. Ja, das ist ein Nachholspiel gegen MTW. Also Protect und Gauntlet of Ogre Springs gefunden. Level 3 endlich der Torrent Chieftain. Spell mit 77 Versorgung. Das wird gleich ein relativ kurzer Prozess, wage ich mal zu behaupten. Und jetzt Double Griffin Aviary und Griffin Rider mit dazu. Plus das Fragmentation Shards Upgrade für die Mortar Teams. Also er skillt die Mortar Teams quasi einmal durch. Na, Targo auch kein Town Portal. Wie üblich, will ich mal sagen. Spell jetzt auf dem Weg Richtung Base von Targo. Ja, und dann kann er eigentlich schon GG schreiben hier. Ohne Town Portal. Ja, hat Greater Mana. Geld, muss jetzt auf den Weg zum Shop machen. Healing Selbst genutzt. Seine Base im Moment ganz verlassen. Hier wird zwei tauchen. Warten im Moment darauf, die Base verlassen zu können. Hoffentlich hat er deine Rally Point nicht gesetzt. Hat er natürlich wieder. Und der läuft natürlich wieder schön in die Arme vom Human-Spieler rein. Ja, läuft allerdings genau außen vorbei. So, wohin geht's jetzt hier? Zum Shop natürlich. Ja, da wird ein Town-Portal gekauft. Aber seine Armee ist da relativ langsam. Und der Tauren wird dann übrig bleiben hier. Hat er den schon gebindet? Hat ihn schon gebindet. Und hier ein weiterer Tauren. Er hat zwei Tauren komplett nicht im Kampf drin. Sofort der Fokus auf den Torrent Chieftain. Und das ist natürlich deprimierend zu sehen, wie der jetzt hier down geht. Kein Shop mehr da, Torrent Chieftain. Auf Wiedersehen. Eine letzte Shockwave noch hier gegen die Caster. Die sind sehr angeschlagen gewesen. Jetzt haben wir Scroll of Healing genutzt. Von Spell, Level 5 bereits der Archmage. In der auch ersten Level Reihe der Mountain King mit einem auch Level Jane Lightning hier. Hat seine Potion noch nicht anschlagen genutzt. 51 Supply für Targua. Farseer down auf 80 Hitpoints, gähnt jetzt nochmal rein und Farseer ebenfalls down jetzt hier unter den Griffins und da kommt das GG und damit steht es 1:1, mein lieber Storm. So ganz so einfach wird's für dich doch nicht. Du hast noch ein bisschen was zu tun heute und das heißt, ein Spiel gegen Mighty X zu gewinnen. Eben warst du ja noch relativ zuversichtlich, jetzt ein bisschen nervöser geworden. Nee, da hat sich nichts dran geändert. Da hat sich nichts dran geändert. Gut, dann wollen wir ihn entlassen. Wir schicken dich rüber in den Gaming Room und da wird uns unser Kameramann Thorsten Schmitz aka Torte natürlich verfolgen. Was heißt Gaming Room? Also ist halt hier das Turtle Entertainment Büro, ja, das Büro von der ISL. Und da kann man nichts anderes zu sagen, als dass wir ihm halt einen Tisch gegeben haben. Wir schalten um auf unsere mobile Cam und ich latsche einfach mal hinter unserem Thorsten Schmitz hinterher. So, ist das aber eng hier. Wir haben ja alles zugebaut hier. So, und einfach mir folgen natürlich. So, hier geht's rein. Wüst sieht's hier aus. Wir arbeiten ja fleißig, ihr wisst das ja. Und genau hier haben wir unseren Storm aufgebaut. Ja, es sind zwei Zwischentüren, die wir gleich schließen werden. Einmal da hinten, zweimal zum Studio. Und hier sitzt er. Wir haben hier einen schönen Alienware-Rechner aufgebaut. Ihr kennt die ja vielleicht, ne? Da ist ja schön Alienware. Die leuchten auch immer hier so. Ach, der leuchtet gar nicht. Warum leuchtet der denn nicht? Der leuchtet nicht. Ist kaputt. Leuchtet vorne? Ja, vorne leuchtet da. Super, können wir gleich mal zeigen. Er leuchtet hier. Super, super leuchtender Alienware-PC. Und hier, du benutzt Skype hier, habe ich gerade gesehen. Vielleicht können wir hier mal zeigen. Skype, ne, ist ja so ein Voice-Tool. Kann man damit sich gut und besser unterhalten als jetzt hier mit Ventrilo zum Beispiel? Ja, also ich finde die Qualität ziemlich gut von dem Voice-Tool. Und es funktioniert im Gegensatz zu Ventrilo manchmal. Also ich habe manchmal Probleme mit Ventrilo, deswegen gefällt mir Skype einfach besser.
ist ja auch ziemlich einfach, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen. Ist ja so eine Art Voice-over-IP-Tool. Ich kann es auch nur jedem empfehlen. Wir benutzen es auch immer für so schöne Telefonkonferenzen rund um die Welt mit unseren tollen Europapartnern der ESL. Funktioniert hervorragend, auch für dich. Ja, jetzt geht's los mit SK Tagor und SK Storm gegen die beiden Maus-Sportspieler, Spell und Punisher. Und ich würde sagen, kurze Pause, du spielst dich noch ein bisschen warm und wir sind gleich wieder da. Aber gehen zuerst mal natürlich zurück nach drüben, denn Torte hat im Moment die Kamera in der Hand, kann natürlich dann nicht entsprechend an seinen Hebeln arbeiten. Deswegen müssen wir zuerst wieder rübergehen. Und Torte, jetzt gibst du mir einfach die Kamera, dann kannst du auch wieder an deine Hebel. Wir machen also quasi eine Selbstaufnahme. So, wunderbar. Ich filme mich selbst quasi. Und da ist der Torte. Und ihr seht jetzt auch mal Torte in Action. Da ist Torte. Und das sind seine Hebel. Und da muss er jetzt einen Hebel umdrehen und dann sind wir schon in der Pause. Also bis gleich. Zum Download im Office Store. Nokia X6. Design trifft Entertainment. Machst du Witze? Die neuen Intel Core Prozessoren sind der größte technologische Erfolg, den das Unternehmen jemals erreicht hat. Nee, im Ernst, ich glaube, sie sind das Beste, das wir je gemacht haben. Da gibt's nichts Besseres. Ihr wisst, was ich meine. Jeffrey? Komm zurück. Wir stellen vor, die neuen 2010er Intel Core Prozessoren. Sennheiser Communications is proud to present PC 350. When a fraction of a frame separates the winners from the rest, hearing and being heard can make or break your game. PC 350 from Sennheiser Communications. Don't settle for less. Hi, ich bin Alexander und vor einiger Zeit hatte ich hier drin eine Idee. Macht meinen PC einfacher. Und dann ist es da, ja? Bam, Windows 7. Und diese nette kleine Snap-Funktion hier. Wenn ich jetzt an zwei Sachen gleichzeitig arbeite, dann ziehe ich das einfach hier rüber. Einfacher. Genau, was ich gesagt habe. Ich bin ein PC und Windows 7 war meine Idee. Oder? Komm, sag sie. Komm. Das war meine Idee.
So, da sind wir wieder. Wie versprochen mit dem nächsten Spiel. Und das lautet im 2-on-2 Tagor und Storm gegen Spell und Punisher. Und als Map ist es Avalanche, die beliebte 2-on-2-Map. Und wir sind bereits auf dem Server drauf. Ihr habt es eben gesehen, wir haben den Storm drüben im Büro bei uns quasi eingesperrt, dass er von dort aus spielen darf. Und ich werde für euch das Spiel hier alleine moderieren. Alleine heißt nicht, dass es an Fachkompetenz mangeln soll. Deswegen starten wir auch jede Sekunde das Spiel, haben alle Zwischentüren geschlossen. Nochmal kurz drüben die Kamera aufgebaut von meinem werten Mitarbeiter Thorsten Schmitz, damit wir auch immer wieder drüben auf die Finger von unserem Storm gucken können, während er spielt. Mal kurz schauen können, wie er sich da drüben denn auf die Lippe beißt oder die Maus zertrümmert oder auch die Tastatur auf den Tisch schaut. Wir wissen es ja nicht. So viel Zeit muss sein. Die Kamera ist installiert und unser Thorsten Schmitz, den ihr eben auch kurz gesehen habt, ist wieder zugegen an den Hebeln an den Reglern. Und wir geben das Startsignal derweil hier für die Spieler, sagen good luck and have fun. Und wir warten noch, weil jemand noch fehlt. Ich weiß nicht, wer das ist. Hier sehen wir die Kamera von drüben. Das ist Storm, der da, wie wir im Bild sehen, immer noch diese etwas seltsame Tastatur-Maus-Anordnung hat. Also er hat seine Maus vor der Tastatur positioniert. Und was ihr im Hintergrund seht, ist mein Lieblingsfreund. Ein roter Audi A4 ist das. Da sitzt ein Kölner Vollassi drin, der jedes Mal, wenn er hier ankommt oder losfährt, die Musik so laut hat, ist, dass er eigentlich einen bleibenden Gehörschaden bekommen muss. Das, was wir gerade im Bild sehen, ist der Coach von den SK-Leuten, SK Jabba, der sich jetzt hier nochmal um unseren SK Storm kümmert. Der switcht nochmal zu seinem Voice-Tool. Dort ist er natürlich verbunden mit Tagor, das haben wir eben auch gesehen. Er hatte eine Direktverbindung mit Tagor aufgebaut. Trägt im Übrigen ein Sennheiser-Headset, wenn ich das richtig sehe. Ist ein sehr angenehmes Headset. Ich will keine Werbung, keine Schleichwerbung für Sennheiser machen, aber ich benutze es selber und es funktioniert echt gut. Sind ja noch nicht mal Sponsoren von uns, die Jungs. Insofern darf mir das keiner unterstellen. Also zurückzukommen zu dem roten Audi-Fahrer. Also der hat sich sein ganzes Auto so vollgeklebt mit irgendwelchen technischen Geräten, die er überhaupt nicht bedienen kann. Also er hat sich vorne so ein PDA, das sind ja diese kleinen Super-Handys mit dem Bildschirm drin. Ja, das hat er sich vorne reingeklebt und ich glaube, er will damit andeuten oder so tun, dass er dann ein Navigationssystem hätte. Das funktioniert aber natürlich überhaupt nicht, weil er überhaupt nicht versteht, wie man das bedient, geschweige denn diese Software installieren. Oder aber man muss dann ja noch so eine jecke GPS-Maus haben, das kann er natürlich gar nicht. Zusätzlich hat er noch mindestens zwei Handys da drin und natürlich die riesen Bassröhre im Kofferraum von seinem Super A4. Das erste, was er macht, wenn er auf dem Parkplatz fährt, ist, er stellt das Auto ab, steigt aus und guckt sich erstmal um zu erforschen, wo ein möglichst gefahrloses Parken für ihn möglich ist. Wenn er das abgeschlossen hat, dieses Scouting sozusagen, dann geht's direkt los. Ja, dann parkt er mit einer irrwitzig langsamen Geschwindigkeit rückwärts ein. Denn Autofahren kann er eigentlich überhaupt nicht, das ist ganz offensichtlich. Und wenn er das abgeschlossen hat, steigt er nochmal aus, geht nochmal ums Auto drumherum, ob er genügend Seitenabstand überall hat und niemand möglicherweise seinen Audi A4 auch nur annähernd zu nahe treten kann. Und dann wird erstmal der Kofferraum aufgemacht und zwar so, dass er immer genau so steht, dass jeder, der irgendwie nur in der Nähe ist und seinen Kofferrauminhalt sehen könnte, auch natürlich die Bassrolle sieht, ja. Und anschließend wird dann die Trainingstasche, da ist nämlich drüben ein Fitnesszentrum aufgestellt, wird dann rausgeholt. Die Fitnesstasche ist natürlich so aufgestellt, dass sie niemals den Blick auf die Bassrolle auch nur annähernd verdecken könnte. Das also so ein bisschen ist dieser Charakter, von dem ich gerade gesprochen habe, und der hat eben zum Glück unsere Area hier verlassen, die Map verlassen quasi. Und damit ist Tagor wieder, ich muss hier gerade auf meinen Bildschirm gucken, ob wir ein Bild haben, nicht Tagor, sondern Storm natürlich wieder in einer gefahrfreien Situation. Wir schauen zurück im Spiel, ob die Spieler mittlerweile ready sind. Hier ist noch ein Slot offen. Eigentlich sieht hier alles gut aus, bis auf Tagor. Der hat eben Stopp gerufen. Schauen wir mal kurz, woran es gelegen hat. Tagor. Oh ja, Tagor hat da ein Problem mit dem Voice-Tool gehabt. Hier sehen wir nochmal das Bild von Storm.
Der sitzt vor seinem PC und wartet derzeit darauf hier. Guckt im IRC noch, was da abgeht. Das gleiche mache ich jetzt auch mal. Guckt nochmal in den Raute ISL TV Channel. Und muss einfach euch noch mitteilen, was ich euch als Gewinnspiel eigentlich heute versprochen habe. Und das ist, ihr habt es schon gesehen, wir haben ja hier unser kleines ISL-TV-Studio. Noch ist es klein, es wird immer größer, das kann ich euch versprechen. Aber weg von diesen Versprechungen und Ankündigungen, ich habe ein Gewinnspiel. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen werden, aber es gibt zu gewinnen, einmal dabei sein, live abends in einer ISL-TV-Sendung. Hier im Studio in Köln. Ihr dürft vorbeikommen, wir öffnen für euch die Türe. Ihr dürft hier als Einzigster persönlich anwesend sein. Die ganze Sendung mit zugucken, vielleicht mitmoderieren. Was sagt meine Regiemann da bitte, Thorsten Schmitz? Einziger, ja, Einziger. Ihr seid der Einziger. Das hört sich ja auch scheiße an, Torte. Was erzählst du mir? Der Einzige. Ja, hab ich doch gesagt. Der Einzigste, habe ich gesagt. Ja, ist egal. Also, ihr seid der Einzige. Der Einzige, der hier zugucken darf, neben mir natürlich, ihr dürft vielleicht mitmoderieren, ja, mit Storm, vielleicht auch mit mir, vielleicht nur mit mir oder auch mit Storm, wir wissen noch nicht ganz genau, aber in jedem Fall, ihr dürft vorbeikommen, bekommt von mir noch eine Flasche Bier, wenn ihr artig seid und dürft natürlich hier zur Belohnung auch noch eine IFNG-Jacke mitnehmen. Und genau das gibt es zu gewinnen. Wer darf das gewinnen? Derjenige, der irgendwas richtig macht. Ich weiß noch nicht genau was, überlege ich mir gleich noch, aber zunächst mal gucken wir mal, ob hier irgendjemand fertig geworden ist, nämlich Tagor namentlich. Okay, sieht gut an. Aus. Sieht gut an. Was ist eigentlich heute los hier? Sieht gut an, was soll denn das? Ja, das kommt vielleicht, weil ich hier den Kaffee habe ich nämlich hier bei dem türkischen Kiosk an der Ecke geholt. Und der versucht hier so ein bisschen Starbucks nachzumachen. Das klappt aber nicht ganz. Der hat sich so billige Kaffeebecher hier geholt und hat sich so eine Kaffeemaschine, so eine vollautomatische dahingestellt und zapft da fleißig seinen Kaffee raus. Hat die allerdings, glaube ich, noch nie in seinem Leben sauber gemacht, diese automatische Kaffeemaschine. Das muss man ja ab und zu. Ich glaube, deswegen geht es mir auch von Mal zu Mal schlechter, wenn ich mir einen Kaffee bei dem kaufe. Aber naja, was soll's. Noch funktioniert es ja einigermaßen. Ich versuche dann nächstes Mal vor der Sendung vielleicht wieder bei Starbucks kaufen zu gehen. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Starbucks-Kaffee ist einfach der beste Kaffee, den man käuflich erwerben kann. Meiner Ansicht nach. Kommen wir zurück zum Spiel. Hier warten wir immer noch auf Tagor. Was ist denn da los? Tagor sagt, dass Storm nicht online wäre. Storm wundert sich da etwas. Leute, also ich gehe gleich höchstpersönlich nochmal rüber zum Storm und werde da mal nach dem Rechten gucken. Aha, jetzt scheint es zu funktionieren. Da kommt das Go von Storm zumindest, hat noch beide Hände an der Tastatur. Jetzt legt er Hand an die Maus, GLHF heißt es noch einmal. Und Warcraft 3 Champions League, Vic, so der Nickname des Admins hier von der WC3L, gibt das Startzeichen. Auf Avalanche spielen wir im 2-on-2 zwischen Mouseboards und SK Germany. Und es lautet Orc Night Elf, Tagor und Storm gegen Human Orc, Spell und Punisher. Avalanche, eine Map, in der ich eigentlich relativ einfach schnell expandieren kann. Wir sehen hier zwischen den Bases, hier oben auf der Nordposition, Tagor und Storm. Wir sehen hier zwischen ihren Main Bases hier eine 2 Goldminen. Eigentlich kann man mit einem Human auf seiner Seite, wie ihn natürlich Storm und Tagor jetzt nicht haben, kann man dort eine Fast Exe sehr bequem hochziehen und kann sogar mit dieser Echse aus beiden Goldminen gleichzeitig Gold ernten, Gold heraustragen und damit kann man sehr, sehr viel Ressourcennachschub natürlich sein eigen nennen. Insofern bin ich gespannt, ob das hier vielleicht bei Spell und Punisher so aussehen wird. Die Strategie habe ich das letzte Mal gesehen, wenn ich mich recht erinnere, von Armor Team. Nein, es war Four Kings, sorry, ich muss mich verbessern. Hier auf der Seite vom Team Mouseboards, der Ork mit Alter Barracks Farm und Alter ebenfalls bei Spell. Auf der anderen Seite, was für ein Hero ist es bei Storm? Es ist der Keeper of the Grove und der Farsier. Die Combo, die berühmt-berüchtigte und bewährte Combo, um anfangs Druck zu machen. Farsier mit der Keeper of the Grove mit Entangle, der Farsier mit beiden Spirit Wolves kann entsprechend Druck machen. Hier kommt ein erster Wisp von Storm in Richtung Spell unterwegs und Spell schickt bereits die erste Miliz hier in Richtung Minenposition und lässt diese hier bereits an den Felsen arbeiten. Die müssen erstmal weggehauen werden. Das macht er hier bereits mit einer Miliz, bereitet also alles dafür vor, was ich eben gesagt habe. Es wird wahrscheinlich eine Fast Exe sein. Hier kommt schon der Archmage, der erste Scout hier, der Wisp von Storm und auch ein Pin hier von Punisher wird rausgeschickt.
Der Ork-Spieler kann natürlich entsprechend früh auch Verteidigungstower aufsetzen. So, die ersten Steine sind hier beseitigt worden. Der Zugang zu dieser Goldmine. Ein zweiter Wisp kommt nach. Ein Wisp hier zum Scouten aufgesetzt von Storm. An diesem Baum. Der sieht jetzt, was hier passiert. Schönes Scouting von Storm. Schickt jetzt seinen Keeper of the Grove sofort in Richtung dieser Position. Ebenfalls der Farseer. Er läuft in diese Richtung. Der Archmage muss jetzt hier mit der Armee die letzten Steine beseitigen. Rock Chunks, wie sie sich hier nennen. Und jetzt kommt auch Punisher. Mit seinerseits seinem Farseer. Der wird hier von Storm gesichtet, der auch einen Grunt hier schon gesehen hat. Diesen entangled und sofort angegriffen hier auch mit den Wölfen. Und natürlich fehlt hier jetzt jede einzelne Einheit bei diesem ersten Creep. Und der ist relativ stark. Der wird jetzt sofort hier angegangen von Spell, während der erste Grunt hier jetzt ausgeschaltet wurde mit Entangle und die Wölfe von Spell hier den Keeper of the Grove unter Druck gesetzt haben. Wenn wir jetzt hier den Creep beim Finish sehen und weiterhin setzt Storm und Tagor hier die gegnerische Einheit unter Druck. Aber schön geblockt hier von Punisher. Der hat hier seine Wölfe strategisch günstig aufgestellt. Die standen hier genau im Durchgang, sodass Storm hier nicht rein konnte. Storm mit Healing Self, sofort natürlich abgebrochen durch einen einzigen Schlag und immer noch sind es Creeps hier. Spell musste seine Peasants hier erstmal in die Mine schicken. Jetzt kommt der erste Tower hier von Punisher und weitere Milizen kommen nach. Und der Keeper of the Grove von Storm ist gefallen hier, ist von den Milizen hier von Spell mit ausgeschaltet worden. Aber trotzdem sind es noch die Creeps hier, die jetzt Tagor verfolgen. Aber auch der Archmage ist hier am Durchgang down gegangen. Mein Gott, ich bin nachlässig in der Moderation hier. Ich sehe die wichtigsten Aktionen hier nicht. Das ist ganz gar nicht der Sinn der Sache. Es ist Tagor alleine mit seinen zwei Spirit Wolves und einem Grunt, der sich jetzt hier durchsetzen muss. Gegen den Farseer von Punisher. Und der blockt jetzt hier sehr schön den Durchgang, während Tagor hier Scroll of Speed benutzt hat und sich jetzt rausteleportiert. Denn nichtsdestotrotz wären dann die Creeps auf ihn draufgegangen. Wir schalten vielleicht mal kurz rüber auf die Tastatur von Storm. Den sehen wir hier an der Tastatur, arbeitet er, der Nachtelfenspieler hier im Team. Muss natürlich jetzt hier seinen Keeper of the Grove schnellst als möglich wieder hinterher schicken. Der ist jetzt wieder mit im Spiel. Potion of Lesser Clarity hat er sich gegönnt. Der eben noch von Tagor natürlich bekommen. Jetzt ist der Creep gefinished. Und natürlich versucht das Team Mouseboards hier die Echse hochzuziehen. Das konnte nicht verhindert werden von Storm. Der blockt hier mit einer getarnten Huntress den Durchgang. Auch von ihm sehr schön gemacht. Aber hier, das Item, Talisman of the Wild, das wird natürlich mit dafür sorgen, dass das Team Schrödkommando Deutschland keine Chance hat, hier die Exit zu verhindern. Immer noch schön der Durchgang geblockt hier von Storm mit seiner Hand. Der erste Watchtower steht allerdings jetzt auch. Entangle auf einen Grunt, auch der ist ausgeschaltet. Jetzt steht der Tower. Und es sieht nach einem Angriff aus von Tagor und Storm auf die Base von Spell. Ein weiterer Grunt ist ausgeschaltet worden. Mittlerweile schon 4 Grunts von Tagor. Die Echse von Spell. Alleine 3 Peasants sind es, die daran arbeiten. Und jetzt der Angriff auf die Base von Spell. Das einzig Richtige, was sie jetzt machen können. Hier wird gerade ein Scout Tower aufgesetzt. Und es ist der Archmage, der sich hier verteidigen muss. Während jetzt natürlich Punisher gezwungen ist, sein Town Portal zu nutzen. Aber da kommt nur ein einziger Grunt. 26 und 30 Versorgung gegen 31 und 36 Versorgung bereits. Storm und Tagor. Vielleicht hätte Tagor seinerseits, hat er schon eine Warmill. Warmill ist im Bau. Tier 2 Tech bei ihm ebenfalls. Auch bei Storm fast abgeschlossen. Und jetzt gehen sie rüber zum Ork-Spieler. Vielleicht die richtige Entscheidung, denn beide Spieler warten auf den Angriff in der Base des Human-Spielers. Sie warten, schicken Wölfe hinterher. Und jetzt geht das Duo vom Team Schrödkommando in die Base des Ork-Spielers. Und hier können sie wahrscheinlich etwas mehr Schaden anrichten. Ein einziger Grunt wartet hier. Das Town Portal haben sie gezogen. Es ist kein Shop hier beim Human-Spieler. Und der hat aber noch ein Town Portal, allerdings nur 5 Footies, während der Ork-Spieler laufen muss. Aber beide laufen jetzt. Allerdings gehen sie jetzt von der anderen Seite an die Echse ran, versuchen hier die Steine abzureißen. Das dauert natürlich entsprechend. Ich hätte mir gewünscht, sie wären auf die Ork-Base gegangen. Noch immer ist es hier die Huntress, die den Durchgang versperrt hat. Jetzt hat sie sich rausgezogen. Storm vergisst hier die Hand zurückzuziehen. Nein, zieht kurz hier die
das Feuer auf die Huntress hier und tarnt diese dann umgehend wieder. Gute Aktion wieder von ihm. Jetzt ist hier der Durchgang frei. Storm mit Second Hero, Naga Sea Witch. Mit 43 Versorgung ist er unterwegs. Muss aufpassen, gleich bricht Tag an. Hier an den Creeps ist dann nicht mehr so einfach vorbeizukommen. Und jetzt sind sie drin hier. Während hier Tower aufgesetzt werden. Ein Guard Tower und ein Watchtower vom Ork-Spieler. Jetzt kommt es zu einem der entscheidendsten Kämpfe vielleicht jetzt hier im Spiel. Die Huntress natürlich mit entsprechend viel Schaden. Schöner Chain Lightning gegen die Footies hier. Es sind nur zwei Grunts hier von dem Ork-Spieler. Punisher, Storm immer noch mit 41 Versorgung. Noch ein Forked Lightning hier in die Footies. Sehr effektiv natürlich. Chain Lightning und Forked Lightning. Level 2, Level Upgrade für die für den Keeper of the Grove und schön ausgeschaltet und Bedrängnis gebracht. Jetzt hier der Ork-Spieler mit Vorbeug, Talisman of the Wild mittlerweile auch ausgeschaltet. Jetzt kommen drei weitere Grunts nach, viel zu spät. Die standen wohl nutzlos in der Base von Punisher. Jetzt kann er wieder Druck aufbauen auf Tagor. Und etwas eingekesselt ist jetzt hier der Nachdeffenspieler. Storm muss sich immer weiter zurückziehen. Wird jetzt hier noch eingekesselt von dem Human-Spieler. Allerdings der nächste Forked Lightning. Zwei Footies direkt ausgeschaltet, drei direkt im Anschluss. Und es sieht recht gut aus jetzt im Moment noch für das Team. Schrödkommando Deutschland würde ich sagen. Es sind immer noch fünf Grunts von Tagor. Jetzt auf Second Hero von ihm. Seinerseits Serpent Wards wahrscheinlich wieder hier vom Shadowhunter, dem Second Hero, während sich der Farseer von Tago zunächst zurückziehen muss. Die Grunts von ihm mit Skull of Speed hat er genutzt und versucht jetzt hier den nächsten Tower abzureißen. Der wird repariert von den Pians hier, die ununterbrochen, aber ist jetzt down, während aber zwei Huntress hier dran glauben mussten. Ein einziger Chain Lightning, den vermisse ich hier noch. Der Shadowhunter immer noch mit im Spiel. Zwei Wölfe nochmal vom Farseer. Immer noch würde ich sagen, es sieht gut aus für das Team Schrödkommando Deutschland. Allerdings kommen weitere Tower hier immer wieder mit nach und so bleibt es fraglich, ob sie diesen Angriff fortsetzen. Nein, derzeit anscheinend nicht. Selbst mit dieser Hero-Kombination brechen sie den Angriff vorerst ab. Obwohl alle Heroes gut beisammen sind, 100% healthy. Ich würde vorschlagen, Jungs, guckt doch mal kurz in die Base des Ork-Spielers rein. Aber das machen sie nicht. Sie sollten den Druck aufrechterhalten, anstatt sich jetzt fürs Creepen zu entscheiden. Also, Echse haben sie gehalten. Und das heißt natürlich jetzt unglaublicher Ressourcenvorsprung hier, den sie sich damit erarbeitet haben. Wir sehen es hier, aus zwei Goldminen wird hier geerntet und das heißt jetzt Mass Units vom Team Mouseports. Jetzt allerdings Vorbereitung zum nächsten Angriff und das sieht nach einer Vorbereitung auf einen Angriff auf die Human Base aus. Der erste Tower ist down. Ein Tower steht hier allerdings noch und sie verlieren wieder Zeit hier jetzt. Allerdings ist die Quote immer noch relativ gut für sie. Sie bekommen damit mehr und mehr Experience für ihre Heroes, die definitiv im Vorteil sind. Fast schon Level 3, der Keeper of the Grove. Level 3 bereits der Farseer. Jetzt die Barracks hier von Spell. Es wird natürlich schwer für Spell, wenn er das Geld nicht ausgeben kann, was er hier bekommt. Spirit Lodge, Tier 2 Upgrade ist erforscht. Tier 3 Upgrade läuft bereits beim Ork-Spieler. Allerdings nur eine einzige Barrack. Spirit Lodge ist jetzt fertig. Jetzt kommen die ersten zwei Katapulte von Tago. Und das wird natürlich sehr, sehr viel schneller jetzt hier gehen, die Gebäude von Spell auszuschalten. Während sehr schön hier einzelne Einheiten immer wieder ausgeschaltet werden von Storm und Tago mit Entangle. Ein sehr schönes Two-on-Two, wie ich finde. Dieses Spiel hier. Jetzt ein weiterer Angriff vom Team Schrödkommando, wieder Entangle und wieder sofort die Einheiten ausgeschaltet, ganz genau wie das Spell mit dem Mountain King macht. Also hier das Vorgehen vom Team Schrödkommando, die ersten Dryaden jetzt hier mit dabei und jetzt der Angriff auf die Human Base. Immer noch kann der Ork-Spieler hier nicht wirklich mithelfen. Der Ork-Spieler Punisher, jetzt kommt es zum nächsten mitentscheidenden Kampf hier. Und sofort der Fokus hier auf den Archmage mit den Katapulten. Schön direkt hinter den Einheiten in der ersten Reihe positioniert. Immer noch drei, vier Grunts hier von Tagor. Wo ist der Shadowhunter von Tagor? Während hier sehr schön mit der Miliz gekämpft wird. Zwei Grunts sind hier insgesamt ausgeschaltet worden von der Miliz von Spell, die er sehr, sehr gut einsetzt. Jetzt ein Chain Lightning hier gegen die gegnerischen Einheiten. Aber Tago muss aufpassen. Das ist viel zu viel Miliz hier im Moment, die jetzt auch noch Storm hier Schwierigkeiten macht, der hier die Katapulte von Tago nicht mehr decken kann. Die jetzt hier von der Miliz angegriffen werden. Die Miliz hält nicht mehr sehr lange und somit sind es vielleicht noch 10 Sekunden, die er hier Miliz hat.
Jetzt allerdings Tagor mit seinem Farsia, muss den zurückziehen, schafft er das noch rechtzeitig. Noch ein einziger Chain Lightning hinterher, Farsia mit neun Hitpoints, bringt er seinen Farsia raus. Auf der anderen Seite sind es die Heroes von Punisher, die sehr angeschlagen sind und sich seinerseits zurückziehen müssen. Und der Archmage von Spell is down, sehr schön mit Slow von den Dryaden und natürlich dem Focus Fire hier von den Archern, den Archmage ausgeschaltet. Und somit sieht es wirklich extrem gut aus im Moment fürs Team Schrödkommando. Mehr und mehr Experience hier für die Heroes. Und wenn sie den Kampf nicht entscheiden können durch Ressourcen oder einen schnellen Sieg, so zumindest durch die Hero Experience, denn es ist immer wieder das gegnerische Team, was zwar Einheiten konstant nachpumpen kann, aber einfach viel zu viel Einheiten auch immer wieder verliert in einem extrem guten Verteidigungskampf vom Team Schrödkommando, beziehungsweise es ist kein Verteidigungskampf, es ist einfach nur ein Belagerungszustand, den sie hier aufbauen. Hat keine Äxte, trotzdem pumpt er aus zwei Barracks hier. Healing Selves jetzt auf seinen Heroes, komplett ausgestattet mit genügend Healing Selves. Vielleicht sollte Tagor einfach mal einen einzigen mitnehmen. Einen einzigen Peasant, nur vielleicht auch zwei, drei Peasants, das wäre auch hilfreich. Jetzt hier Wisps und die Wisps reparieren hier die Katapulte. Und Tagor macht ein wirklich hervorragendes Spiel. Jetzt bringt er auch noch den ersten Fury Dragon hier mit. Ein schöner Unit-Mix bei ihm, seine Heroes sind topfit in Form. Die ersten Kodo Beasts und Witch Doctors hier auf Adept Rank, also Stasis Traps vom Ork-Spieler, der jetzt hier auch noch ein Tauren-Totem und ein Bestiary baut. Also auch ganz wilder Unit-Mix hier auf Seiten von Punisher. Aber die Base des Human-Spielers Spell hält einfach nicht mehr lange. Ein Mountain Giant hier in der ersten Reihe, der fängt das Feuer des Guard Towers und mit den Katapulten wird hier jetzt ganz, ganz schnell Feierabend gemacht mit der Base von Spell. Ich denke, hier nochmal die Ork-Spieler und die widmen sich sofort den Katapulten, die noch nicht abschließend repariert worden sind. Ein Katapult ist down, 48 Versorgung für Punisher. Noch immer dreht das Team Schrödkommando nicht um und verliert ein weiteres Katapult. Hier ganz, ganz schlecht aufgepasst im Moment. Sie wollen zunächst hier die Main von Spell. Schlechte Koordination im Moment zwischen den beiden Schrödkommando-Spielern, während sich Tagor hier um den Ork-Spieler kümmert. Muss sich Storm alleine hier in der Base von Spell schlagen. Hat es aber geschafft, sofort den Level 1 Mountain King auszuschalten. Ersten Stasis Traps jetzt hier zugeschlagen und Tagor versucht zum Laufen, das gegnerische Team versucht durchzukommen zu den Kodo Beasts, schafft das auch, ein erstes Kodo Beast ist down und damit hat ein Grunt wieder ausgespuckt und jetzt hier fast in der Klemme die Heroes des Ork-Spielers, während der Archmage hier untätig tief in der Base von und da der Farseer von Tagor mit Fork Lightning und Chain Lightning Kombination des Ork-Spielers Punisher ausgeschaltet worden, aber jetzt muss auch dessen Naga Siebitsch dran glauben und damit ein Level Upgrade auf Level 5 bereits von der Naga Sea Witch hier von Storm. Ein letzter Grunt hier nochmal mit Entangle ausgeschaltet. Was für ein Spiel. Dieses Replay ist es wirklich wert, noch einmal angesehen zu werden. Und ich bin erstaunt darüber, was für eine hervorragende Leistung hier auch unser Storm hinlegt. Jetzt hier der nächste Angriff auf die Base von Spell. Noch immer gibt das Team Mouseboards nicht auf. Ganz entscheidend jetzt. Werden sie die Base hier ausschalten können oder nicht? Level 4, Level 5 gegen Level 2 und Level 1. Also was für ein Unterschied hier in der Experience der Heroes. Im Prinzip eine ganz kuriose Situation. Zwei Griffin Aviaries jetzt hier an der Echse. Das könnte nochmal eine Wendung bringen, denn Anti-Air außer den Archern nicht allzu viel mit an Bord im Moment im Team Schrödkommando Deutschland. Drei Heroes auf Seiten des Ork-Spielers. Immer noch ist die Echse nicht down mit einem einzigen Katapult. Jetzt kommen zwei Katapulte nach. Das hat einfach zu lange gedauert. Fokus und Entangle auf dem Mount King. Mount King wird das nicht schaffen. Mount King ist down von Spell. Und damit wieder Experience für das Team Schrödkommando. Jetzt auf Level 5 für die Naga Sea Witch. Also, kuriose Situation. Damit hatte ich angefangen. Natürlich dadurch, dass sich hier... Jetzt, wann kommt der nächste Entangle auf den Archmage von Spell? Da kommt das GG von Spell, der damit das Spiel aufgibt. Und damit steht es 1:0 fürs Team Schrödkommando Deutschland nach einem wirklich erstaunlichen und faszinierend guten Spiel. Ich gehe mal kurz rüber zu Storm und frag den einfach mal. Wir haben die Kamera schon drüben auf dem. Ich latsch mal kurz darüber. Bin natürlich so dreist und frag ihn jetzt einfach, wenn er nachher sagt, ich habe wegen dir verloren. Ist mir auch egal. Hallo? So, Storm. Hör mal, was hast du da für eine Rap-Musik im Kopfhörer? Habe ich doch ganz genau gehört. Tut der Tagor rappen vor Freude jetzt? Manchmal. Manchmal. Okay, ja, Grüße an den Tagor. Tagor, hörst du uns? Ja, Tagor, also wir haben jetzt ein Skype-Interview mit Tagor. Tagor, alles klar? Ja, alles klar. Also bist jetzt wieder ein bisschen motivierter, ja? Ja, es hat auf jeden Fall ein bisschen Aufschub gegeben, das Spiel. Ja,
Das war unser Skype-Interview mit Tagor. Das soll es dann auch gewesen sein. Danke, Tagor. Storm ist ja gut gelaufen. Ja? Also ich muss sagen, ihr habt ein gutes Teamplay abgegeben. Dieses Skype scheint sich ja auch zu bewähren, die Teamkommunikation. Man hat gesehen, es sah gut abgestimmt aus. Bis auf den einen Kampf zum Schluss, da hatte ich das Gefühl, das war ein bisschen unkoordiniert, als der Ork von hinten kam und ihr nicht ganz genau wusstet, wer geht da jetzt zurück. Da ist dann Tagor als einzigster geblieben, hat da seinen Farseer dabei verloren. Die Strategie war so genau geplant. Ihr wusstet, dass der Gegner wahrscheinlich eine Exe baut als Human mit dabei, ne? Nee, hatten wir eigentlich nicht gewusst, aber hab's ja glücklicherweise durch mein Scouting direkt gesehen. Hab gesehen, wo der Footman hingelaufen war und dann war es mir schon relativ klar. Und dann haben wir natürlich, sind wir da hingelaufen, konnten sie gut beim Creepen erwischen und dann war es eigentlich schon fast gelaufen. Das Kuriose an der Situation war ja, dass ihr im Prinzip XP geschenkt bekommen habt. Ihr habt einen guten Belagerungszustand aufrechterhalten und damit habt ihr nachher mit zwei Level 5 Heroes von dir gegen einen Level 2 Archmage und einen Level 1 Mountain King gestanden. Das kann natürlich besser gar nicht sein. Also Experience im Prinzip for free. Das ganze Ressourcen wurden im Prinzip in eure Experience verpulvert. Ja, auf jeden Fall. Also es kamen auch immer wieder Einheiten von denen nach, die dann in meine Dryaden oder in meine Entangle gelaufen sind und die konnten wir dann natürlich killen, ohne irgendwelche Gegenwehr zu haben. Tja, damit Good Game hier in der ersten Map. Zweite Map ist dann Loser's Choice. Weißt du schon, was gespielt wird? Nee, keine Ahnung. Ja, wir lassen uns überraschen. Dann gehen wir mal wieder zurück nach drüben. Ich muss natürlich meinen Kameramann hier wieder hinter mir lassen. Da hat sich eben irgendjemand beschwert, dass ich zu große Hosen anhätte. Das stimmt eigentlich gar nicht. Die ist eigentlich ganz okay, wobei ich sagen muss, vielleicht ist sie ein bisschen, ein bisschen auseinandergelaufen hier, weiß nicht. Aber mein Name ist auch nicht Vincent Vega, mein Name ist Jens Hilgers aka Greatsam. Das dürftet ihr euch auch langsam merken. Und deshalb bitte ich doch, das nochmal zu korrigieren, liebe Zuschauer, um da nochmal zu überdenken, ob ihr denn auch überhaupt in der Lage seid, meine Textilien, die ich hier an meinem Körper trage, meine Klamotten zu bewerten oder ob ihr nicht vielleicht lieber erstmal lernen solltet, wer da eigentlich moderiert und wer da eigentlich spielt. Aber wie dem auch sei, wir kommen zurück zum nächsten Spiel. Das lautet natürlich nach wie vor Tagor mit Storm gegen Spell und Punisher. Und es steht damit insgesamt im Moment immer noch 1-1 in Spielen. Ich habe kein Zwischenergebnis aus dem zweiten Two-on-Two bekommen. Wir warten auf den nächsten Game Name. Und ich könnte einen neuen Kaffee gebrauchen, allerdings nicht von meinem türkischen Fachhändler meiner Wahl, sondern von Starbucks. Denn es kann auch ein langer Abend heute werden. Wie viel Uhr haben wir? Hast du eine Uhr an, Regie? 8:45. Und wir sind halb durch. Ach doch, wir liegen eigentlich ganz gut in der Zeit, muss man sagen. Noch brennt nichts an. Wir warten auf den Game Name. Ups, und ich lese gerade hier. SK hat das andere Two-on-Two gewonnen. Das heißt, es steht im Moment 2-1 für SK Deutschland und sie haben das andere 2-2 mit 2-0 gewonnen. Das ist recht deutlich. Gespielt wurde das von Miu und wer war der zweite SK-Spieler, der da mitgespielt hat? Das war es nur Storm oder natürlich einer der Zuschauer. Ihr braucht einfach nur reinzuschauen ins Lineup, denn das gibt's auf der ESL WC3L Series Seite in dem entsprechenden Match. Ihr findet direkt auf der ESL WC3L Series Homepage. Ganz oben rechts findet ihr das die Match-Übersichtsbox. Dort reinklicken und dann einfach nur mal kurz schauen, wie die Lineups aussehen. Dann wisst ihr es schon. Wir haben den nächsten Game Name bekommen und ich bin gespannt, denn im Prinzip könnten sie es mit diesem 2-on-2 jetzt bereits entscheiden. Und das wäre natürlich für das nächste Run-on-Run, was wir uns anschauen wollen zwischen Storm und unserem Gegenspieler Mighty X nicht ganz so interessant, aber zumindest wäre das dann eine Entscheidung in recht früher Form schon gewesen. Wir sind auf dem Server, Storm, Tagor sind hier, Spell und Punisher auch und wir sind ready, sagen wir einfach mal, während unser Kameramann kurz rüberläuft, unsere Kamera wieder installiert. Ich packe derweil nochmal ein paar Kekse aus. Ich habe mir noch einen Leibniz Pickup Schoko, den ich mir hier noch gegönnt habe. Der ist haltbar bis zum 1.11.2004. Der Blick auf das Haltbarkeitsdatum ist immer angesagt, wenn ihr bei dem türkischen Fachhändler an der Ecke einkauft. Ich habe da durchaus auch schon mal ein paar abgelaufene Sachen bekommen und auch das Gesundheitsamt ist hier quasi Stammgast, muss ich leider sagen, bei unseren Dönerbuden hier um die Ecke. Aber das gilt natürlich nicht für die Gesamtheit. Also es gibt hervorragende Döner in Köln, muss man sagen. Allerdings war ich schon ein bisschen, seltsam zumute, als ich da gemerkt habe, dass das Gesundheitsamt die Dönerbude meiner Wahl geschlossen hat. Aber na gut, das passiert jedem Mal. Das kommt in den besten Kreisen vor. So, und hier ist es wieder, WCDE Exe, den kennen wir ja, ist ja einer unserer Lieblingsfreunde, der hier direkt mal droppen darf. Und Spell beschwert sich natürlich sofort, der darf nicht mehr opsen. Ja, das wäre auch besser so gewesen. Und auch Storm lacht hier schon. Sehen wir hier an seinem PC, grinst sich da ins Fäustchen. Ja, so läuft es natürlich nicht, Junge. Wir machen ein kleines Spendenkonto für dich auf, da tun wir mal ein paar Pfennigs, ein paar Cents drauf und dann kannst du vielleicht mal gucken, dass du dir mal eine ordentliche Leitung irgendwo spendieren lässt.
dann geht es auch in der Zukunft was besser. Na gut, da ist er zumindest mal draußen. Selber schuld, kann er das Spiel nicht zugucken. Wir spielen in jedem Fall Twisted Meadows. Und für ein Two-on-Two, ja, relativ kompakt auch, doch würde ich sagen. Spell und Punisher hier auf der Südposition erneut. Und oben haben wir auf Norden Storm und Targo, die hier freundlich GLHF sagen. Da kommt keine Antwort von den Mausbots-Spielern. Die stehen natürlich jetzt sichtlich unter Druck. Denn sie könnten, wenn sie hier verlieren, das gesamte Spiel abgeben. Das gesamte Match heute gegen SK Deutschland. Barracks, Alter, für Punisher. Das gleiche bei Spell und Storm. Heute mit einem Wisp hier, wird zum Scouten vorgeschickt. Barracks, Alter, ebenfalls für Tagor. Aber Storm mit einem sehr späten Alter. Es wird also ein Neutral Hero bei ihm sein. Oder kommt er, wo bleibt sein Alter? Weitere Wisps kommen hier nach. Der erste Wisp wird hier ausgeschickt in Richtung Taverne. Aber noch immer kein Alter. Jetzt kommt ein weiterer Wisp raus. Da kommt der Alter. Der erste Miliz hier von Spell. Ebenfalls zum Scouten. Barracks fertig hier bei Tagor. Der Farseer als First Hero bei ihm. Der Archmage erneut beim Human-Spieler. Und der Farseer bei Punisher. Trotzdem würde ich behaupten, dass etwas zu spät der Alter kam bei Storm. Noch 70% fertig erst. Der Farseer dagegen ist jetzt schon fertiggestellt. Auf beiden Ork-Spielern-Seite. Ebenfalls der Archmage. Jetzt hier aus dem Alter. So, und jetzt gibt es hier in der Taverne einen Neutral Hero. Und welcher ist das? Ist es der Beastmaster? Mit dem Farseer zusammen, um früh Druck auszumachen, auszuüben mit den Summonings. Es ist der Beastmaster, der sich hier durch die Creeps kämpft. Etwas verheddert, bereits 30% Hitpoints hier einbüßt, während Tagor auf dem Weg ist, um die Natural-Position hier zu scouten. Tagor sieht mit einem Grunt hier den vormarschierenden Archmage, der nimmt direkt auch noch Miliz mit, der Archmage. Und es sieht so aus, als wollte der in Richtung Nachtelfenbasis gehen, wo Punisher bereits gescoutet hat. Das sieht nach einem Tower Rush des Human-Spielers aus. Hier kommt die Lumbermill, die wird rechtzeitig fertig. Das ist ein Tower Rush des Human-Spielers, der vielleicht noch den Ancient of War abbrechen kann, während hier gerade mal die Hunter's Hall fertig geworden ist. So, und jetzt ist das... Nein, hier ist schon ein Ancient of War, der ist etwas abseits gebaut worden, muss jetzt repariert werden sofort von Storm. Schafft er das rechtzeitig? Hier kommen die Wisps detonaten, da kommen die Tower von Spell. Aber sie haben eigentlich genügend Summonings hier, dass sie das schaffen könnten. Wir haben 18.15 Uhr, die Nacht ist also gerade angebrochen. Zwei Moonwells sind das hier, die fertiggestellt sind. Noch immer steht der Ancient of War und jetzt kommen auch noch Tower von Punisher mit dazu. Also das ist ein erstklassiger und offensichtlicher Tower Rush hier vom Team Mouseports. Storm mit dem ersten Forest Troll Shadow Priest hier mit dabei. Der heilt hier Targors Farsi. Ja, das ist das Beste, was er machen kann, jetzt hier auf die Mercenaries gehen. Aber das Problem ist, Storm kann dadurch, dass sein Ancient of War abgebrochen wurde, hier keine Units produzieren derzeit, keine Huntress. Targors Farsier hier unter Angriff von drei Footies insgesamt. Zieht sich nochmal zurück. Weitere Tower abgebrochen, aber Punisher mit drei Grunts bereits. Immer weitere Tower hier. Der Beastmaster sieht noch sehr, sehr gut aus im Moment. Zieht sich allerdings eine kritische Position hier zurück. Sucht sich den nächst gut abgeschlossenen Tower hier. Kann auch den abbrechen. Aber Tagor muss aufpassen mit seinem Farseer. Tagors Farseer ganz, ganz arg in Bedrängnis. Kommt er da noch raus oder muss er teleportieren? Kann sich nochmal aus der Affäre ziehen mit 18 Hitpoints, verfolgt von einem einzigen. Und jetzt ist er auch noch eingeklemmt hier. Nein, kommt doch gerade nochmal raus, der Beastmaster. Allerdings werden die ersten Tower hier gleich stehen, wobei ich war da etwas voreilig. Noch immer ist kein Tower soweit. Dieser einzige Ork Tower hier ist soweit, dass er hier gleich als erstes fertig sein wird. Level 2 bereits für den Beastmaster. Allerdings hat der Beastmaster im Moment keine Mana. Level 2 auch für den Farseer. Jetzt ist der erste Ork Tower durch.
Zwei Archer hier und das Quillbeast, auch ein Grunt jetzt wieder von Tagor und zieht sich zurück weiter in die Base des Nachtelfenspielers, der hier die ersten Ancient Protectors aufbaut. Vier Grunts mittlerweile von Punisher, das ist eine ganze Menge, was er hier schon beisammen hat. Und jetzt steht der erste Ork Tower und der ist in Reichweite auch dieser vorgelagerten Moonwell hier. Chain Lightning und weiter muss sich das Team Schröd Kommando Deutschland im Moment zurückziehen. Erste Moonwell ist down. Zwei Ork Tower stehen mittlerweile. Ein Human Tower steht gleich auch noch. Jetzt kommen weitere Mercenaries hier von Storm nach. 28 von 30 Versorgung bei ihm, verliert hier einen Archer. Aber der Beastmaster macht noch ein gutes Spiel hier bis jetzt. Fast Level 3 hat er schon erreicht. Auch der Farseer von Tagor, Level 2, ein Viertel hier bereits. Aber sie können sich natürlich nicht allzu weit hier vorwagen. Chain Lightning nochmal gegen den gegnerischen Archmage hier. Allerdings machen die Tower hier ordentlich Schaden. Zwei, drei Tower sind das schon, die hier die gegnerischen Grunts attackieren. Die Tower abgebrochen. Beastmaster steckt einiges an Damage ein hier. Muss sich jetzt geschlossen zurückziehen. Tagor muss aufpassen, verliert hier fast noch einen Grunt. Und Punisher wieder auf dem Vormarsch. Gegen die gegnerischen Archer mit seinen Einheiten. Jetzt der erste Ancient Protector hier, wird permanent repariert, macht aber hier auch Schaden gegen einen vorgelagerten Tower. Der wird derzeit noch nicht repariert von Spell, auch der ist da unachtsam. Verliert diesen Tower, so wie es aussieht. Wichtige Position, schön gemacht von Storm. Der Tower ist down. Jetzt wird er repariert. Der Moment war aber zu spät von Spell. Tower ist down, gerade rechtzeitig noch. Und der Ancient Protector steht noch. Allerdings wird auch der jetzt hier jede Sekunde down sein. Jetzt kommt hier Spell und Punisher mit ihren Grunts angelaufen. Jetzt nochmal Fokus hier auf den Beastmaster. Noch schwerer wird es natürlich, wenn hier jetzt in anderthalb Stunden virtueller Spielzeit die Nacht anbricht. Ein Forest Troll Berserker wird hier ausgeschaltet. Ein Mercenary von Storm, der war da schlecht positioniert. Level 3,5 der Beastmaster. Und Storm, seine Archer immer noch schlecht aufgestellt, werden hier einzeln ausgeschaltet von den Wölfen. Das ist einfach zu viele Tower, die hier schon stehen. Was macht Tagor derweil? Immer noch Tier 1. Barracks kommen bei ihm dazu. Zweite, 350 Gold bei ihm. Jetzt fehlen die Katapulte immer noch vom Ork-Spieler. Ich hatte das Team Mausports viel Geld hier investiert in Tower. Und der nächste Ancient Protector ebenfalls hier unter Beschuss. 700 Gold hat Storm. Vielleicht sollte er ein bisschen Gold hier an Tagor auch rübergeben, der mit 500 Gold unterwegs ist. Die ersten Katapulte kommen jetzt hier von Tagor. Experience-technisch sind sie leicht im Vorteil, das Team Schröd Kommando. Und die Tower sind noch immer relativ weit entfernt. Jetzt allerdings hier der Angriff auf den Altar. Wird Storm den aufgeben? Das ist die Frage. Jetzt kommt ein Town Portal hier von Tagor, der mit dem ersten Katapult sich rüber teleportiert. Das ist strategisch so wichtig gewesen, das Katapult, dass er den Town Portal dafür genommen hat. Aber er hätte vielleicht noch ein, zwei Pins mitnehmen sollen. Jetzt der nächste Vormarsch hier vom Team Mausport. Schöner Chain Lightning hier in die Reihen der Footies. Ein weiterer Angel of Wonder, ein Angel of Wonders wird jetzt hier, der Nachtelfen-Shop wird gebaut und Tagors Grunts müssen hier einiges einstecken. Wo bleibt Storm hier? Der muss hier mit angreifen, sollte sich links rüberstellen hier und helfen bei der Verteidigung. Schöner Chain Lightning nochmal, hat einen weiteren Grunt hier ausschalten können. Während hier der Altar von Storm gleich drauf geht, er repariert noch immer nicht, gibt den Altar wahrscheinlich auf. Vielleicht sollte er schon mal einen Wisp rüber zu Tagor schicken und einen neuen Altar bauen, mal vorsichtshalber. 400 Gold immer noch bei ihm. Und er versucht hier zu verhindern, dass auf der Seite weitere Tower entstehen. Es sind einige Archer mittlerweile bei ihm. Jetzt kommen die Footies nach vorne. Zu weit vorne, wie ich finde. Sollte jetzt eigentlich alle Footies ausschalten können. Schafft das auch. Alle Footies von unserem Spieler Spell sind down. Es sind nur noch zwei Water Elementals hier. Level 3 jetzt für den Archmage. Aber auch nur noch 5 Footies hier übrig von Storm. 3 Katapulte bereits, jetzt Blizzard hier als zweiter Skill gewählt hier beim Archmage. Level 3 hat er erreicht, aber 3 Katapulte bereits und damit sieht es ganz schlecht aus für Punisher und Spell, die so keine Chance haben dürften gegen das Team Schröd Kommando. Gehen zwar einige Tower hier beisammen, aber... Oh, Punisher mit versteckt versucht er hier noch einen Tower ganz hinten in der Base von Storm aufzustellen. Level 4 jetzt bereits. Der Beastmaster
4 Katapulte mittlerweile von Tagor. Also, der Konter war definitiv rechtzeitig fertig. Während wir hier im Moment Spielabstimmung hören. Dort sieht es so aus, als wäre Mighty X nicht anwesend. Das heißt, wir müssten gegebenenfalls auf das Run-and-Run gleich verzichten, was das Einzige wäre, was wir noch casten können, was natürlich extrem ärgerlich wäre. Und hier hat Blunt, der Teammanager von Mouseboards, im Übrigen eine relativ unfreundliche Person, dieser Junge. Den haben wir heute gefragt, ob wir eine Telefonnummer vom Telefoninterview bekommen könnten. Und dann sagte er, er hat keine Zeit. Dann haben wir ihm gesagt, er hat jetzt keine Zeit, hat er gesagt. Dann haben wir ihm gesagt, ja, wir wollen auch jetzt nicht mit dir telefonieren, sondern wir wollen heute Abend mit dir telefonieren. Und dann hat er gesagt, nein, ich habe aber keine Zeit. Dann haben wir gesagt, ja, lest doch mal oben, es geht um heute Abend. Und dann hat er gesagt, wir wären alle neunmal klug und wir wären irgendwie alle ein bisschen, anders. Und das wird ihm alles nicht passen. Und deswegen wird er jetzt auch gar nicht mehr unbedingt mit uns sprechen wollen. Und ist ein bisschen seltsam, der Junge. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht wusste er ja schon, dass er heute Abend verliert und war im Voraus schon depressiv, ich weiß es nicht. All das kann sein. In jedem Fall ist er vielleicht nächstes Mal ein bisschen gesprächsbereiter. Vielleicht klappt es dann ja besser mit den Spielern. Man weiß. Aber er hat gerade eben versucht, hier abzustimmen und er hat angeboten, dass Punisher das Run-and-Run spielen würde. Ansonsten würde es nämlich ein Default-Loss hageln für den Mighty X und damit das Team Mouseboards, wobei die aber eh bereits verloren haben. Moonstone jetzt nochmal genutzt und es sind mittlerweile 5 Katapulte von Tagor und die räumen hier natürlich im Handumdrehen ab. Und ich bin überrascht, dass das Team Mouseboards hier nicht schon längst GG geschrieben hat. Im Moment auf dem Weg hier zum nächsten Creep. Level 3 der Farseer und Level 3 der Archmage. Auf der anderen Seite ebenfalls der Creep jetzt hier von Tagor. Der hat seinen Torrent Chieftain mit dazu geholt. Level 4 hier der Farseer nach diesem Creep. Und bei Storm ist es mit seinem Beastmaster auch bereits Level 4. Also sie gehen auch ganz auf Nummer sicher. Noch kein Rush hier jetzt in Richtung gegnerischer Base. Schauen wir uns kurz den Tech Tree an. Es ist hier der Tech auf Tier 2 von Punisher jetzt erst. Während Tagor hier schon, nein, der ist noch immer auf Stronghold hier. Also der hat noch gar nichts in seinen Tech-Tree investiert. Während es Tier 3 ist schon für Punisher. Sorry, das war mein Fehler. Und hier ist es das Tier 2 Upgrade bei Spell. Während es ein Tree of Ages auch, also auch Tier 2 für Stormwind. Also Tech-mäßig sind sie doch etwas im Vorsprung. Muss ich sagen. Healing Selves von Tagor. Aber die Heroes vom Team Schröldkommando Deutschland sind einfach deutlich besser geskillt. Und die Armeen einfach relativ groß sind für Punisher 49 Versorgung, 35 für Spell. Während Storm mit 36 arbeitet und Tagor mit 66 bereits. Und Tagor mit 6 Katapulten. Er sollte schauen, Tagor, dass er diese Katapulte auch schnell genug nutzt. Schauen wir nochmal in die Base von Punisher. Hier sehen wir Double Tauren Totem. Hat er gesagt, nein, ich habe aber keine Zeit. Dann haben wir gesagt, ja, lest doch mal oben, es geht um heute Abend. Und dann hat er gesagt, wir wären alle neunmal klug und wir wären irgendwie alle ein bisschen, anders. Und das wird ihm alles nicht passen. Und deswegen wird er jetzt auch gar nicht mehr unbedingt mit uns sprechen wollen. Und ist ein bisschen seltsam, der Junge. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht wusste er ja schon, dass er heute Abend verliert und war im Voraus schon depressiv, ich weiß es nicht. All das kann sein. In jedem Fall ist er vielleicht nächstes Mal ein bisschen gesprächsbereiter. Vielleicht klappt es dann ja besser mit den Spielern. Man weiß. Aber er hat gerade eben versucht, hier abzustimmen und er hat angeboten, dass Punisher das Run-and-Run spielen würde. Ansonsten würde es nämlich ein Default-Loss hageln für den Mighty X und damit das Team Mouseboards, wobei die aber eh bereits verloren haben. Moonstone jetzt nochmal genutzt und es sind mittlerweile 5 Katapulte von Tagor und die räumen hier natürlich im Handumdrehen ab. Und ich bin überrascht, dass das Team Mouseboards hier nicht schon längst GG geschrieben hat. Im Moment auf dem Weg hier zum nächsten Creep. Level 3 der Farseer und Level 3 der Archmage. Auf der anderen Seite ebenfalls der Creep jetzt hier von Tagor. Der hat seinen Torrent Chieftain mit dazu geholt. Level 4 hier der Farseer nach diesem Creep. Und bei Storm ist es mit seinem Beastmaster auch bereits Level 4. Also sie gehen auch ganz auf Nummer sicher. Noch kein Rush hier jetzt in Richtung gegnerischer Base. Schauen wir uns kurz den Tech Tree an. Es ist hier der Tech auf Tier 2 von Punisher jetzt erst. Während Tagor hier schon, nein, der ist noch immer auf Stronghold hier. Also der hat noch gar nichts in seinen Tech-Tree investiert, während es Tier 3 ist schon für Punisher. Sorry, das war mein Fehler.
Und hier ist es das Tier 2 Upgrade bei Spell. Während es ein Tree of Ages auch, also auch Tier 2 für Stormwind. Also tech-mäßig sind sie doch etwas im Vorsprung, muss ich sagen. Healing Selves von Targor. Aber die Heroes vom Team Schrödkommando Deutschland sind einfach deutlich besser geskillt. Und die Armeen relativ groß sind für Punisher 49 Versorgung, 35 für Spell. Während Storm mit 36 arbeitet und Targor mit 66 bereits. Und Targor mit 6 Katapulten. Er sollte schauen, Targor, dass er diese Katapulte auch schnell genug nutzt. Schauen wir nochmal in die Base von Punisher. Hier sehen wir Double Tauren Totem. Während von unseren Spectatoren hier auf dem Server wieder unqualifizierte Kommentare abgegeben werden. Jetzt kommt der Vorstoß von Targor und Storm. Und zwar in Richtung des Human-Spielers. Der versucht hier eine Canefall gerade aufzusetzen. Second Hero der Mountain King, wie wir es gewohnt sind. So, jetzt weiß das Team Mouseboards, was kommt. Level 4 der Archmage. 6 Katapulte. Und in welche Richtung geht's? Der Shop hier wird versucht abzubrechen von Storm. Der hat übrigens die Paladin-Aura, also die Devotion-Aura gefunden, während sie sich Targor kurzzeitig hier um den Human-Spieler kümmert. Mountain King ist gefunden worden, kann sich direkt verabschieden. Mountain King ist down hier. Falschen Weg gewählt. Ist hier einer 41 und 66 Versorgungsarmee zum Opfer gefallen. Und jetzt geht's hier mit 6 Katapulten natürlich blitzschnell hier in der Base von Spell. Jetzt kommt der Town Portal vom Team Mouseboards. Noch Mercenaries gekauft und jetzt landet Punisher direkt vor der Base von Spell. Jetzt kommt Spell hinterher, aber das ist ein Verzweiflungskampf. Aber schöner Blizzard hier nochmal vom Archmage. Level Upgrade für den Torn Chieftain. Storm mit 39 Versorgung. Punisher mit 52. Targor noch mit 66. Dieser Blizzard ging jetzt halb ins Leere. Ein Katapult kann er fast ausschalten. Katapult mit 10 Hitpoints noch. Wo sind die Heroes? Storm Level 5 bereits sein Beastmaster. Der Torn Chieftain in der ersten Reihe noch gut dabei. Allerdings Targor passt nicht auf sein Farseer. Targors Farseer. Level Upgrade für diesen 160 Hitpoints. Hätte ihn fast verloren sein Farseer. Das hätte nochmal entscheidend sein können. Jetzt allerdings der Beastmaster auf den Archmage von Spell. Der passt nicht auf. Spells Archmage Level 4 ist gefallen. Und da kommt das GG von Spell. Und damit 2-0 in diesem zweiten 2-on-2. Ebenso wie das erste 2-on-2 konnte das Team Schrödkommando Deutschland dieses Spiel entscheiden. Und ich muss jetzt erstmal ein bisschen Koordination und Organisation betreiben, indem ich mal schaue, was unser Head-Admin der ISL WC3L Series, nämlich Bashi, zu sagen hat, ob wir denn noch ein Run-and-Run sehen werden zwischen Storm und Punisher oder ob das nicht passieren wird. Insofern kurz eine kleine Pause und gleich geht's weiter mit Warcraft 3 hoffentlich. Sonst machen wir ein kleines Showmatch, denn der Storm sitzt ja schon mal drüben, dann könnt ihr auch vielleicht gegen ihn spielen oder ich. Mal gucken, wie wir das machen. In jedem Fall sehen wir uns gleich wieder mit noch mehr Warcraft 3 an diesem ISL WC3L Series Abend. Bis gleich.
Musik, Games und viele Apps zum Download im Office Store. Nokia X6. Design trifft Entertainment. Machst du Witze? Die neuen Intel Core Prozessoren sind der größte technologische Erfolg, den das Unternehmen jemals erreicht hat. Nee, im Ernst, ich glaube, sie sind das Beste, das wir je gemacht haben. Da gibt's nichts Besseres. Ihr wisst, was ich meine. Jeffrey, komm zurück. Wir stellen vor, die neuen 2010er Intel Core Prozessoren. Sennheiser Communications is proud to present PC 350. When a fraction of a frame separates the winners from the rest, hearing and being heard can make or break your game. PC 350 from Sennheiser Communications. Don't settle for less. Hi, ich bin Alexander und vor einiger Zeit hatte ich hier drin eine Idee. Macht meinen PC einfacher. Und dann ist es da, ja? Bam, Windows 7. Und diese nette kleine Snap-Funktion hier. Wenn ich jetzt an zwei Sachen gleichzeitig arbeite, dann ziehe ich das einfach hier rüber. Einfacher. Genau, was ich gesagt habe. Ich bin ein PC und Windows 7 war meine Idee. Oder? Komm, sag sie. Komm. Das war meine Idee. PC350 from Sennheiser Communications. Don't settle for less. Hi, ich bin Alexander und vor einiger Zeit hatte ich hier drin eine Idee. Macht meinen PC einfacher. Und dann ist es da, ja? Bam, Windows 7. Und diese nette kleine Snap-Funktion hier. Wenn ich jetzt an zwei Sachen gleichzeitig arbeite, dann ziehe ich das einfach hier rüber. Einfacher. Genau, was ich gesagt habe. Ich bin ein PC und Windows 7 war meine Idee. Oder? Komm, sag sie. Komm. Das war meine Idee. So, da sind wir wieder. Und zwar werden wir nochmal kurz den Storm interviewen, bevor er gleich gegen Punisher spielt, denn das wird der Ersatz für Mighty X sein. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sich jetzt
eingeschlossen hat in seiner WG mit seinem WG-Mitbewohner Plague You. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist auch einfach nur der Strom ausgefallen. Aber Storm bekommt von mir zur Belohnung einen kleinen IFNG-Sticker, den man im Übrigen mittlerweile auch bei uns bekommen kann. Im ESL-Shop, aber natürlich auch als Gewinn auf diversen Interfrag Night Games oder sonstigen Veranstaltungen der ESL. Und da sind wir wieder, Storm. Herzlichen Glückwunsch für diesen Sieg. Gratulation, gut gespielt, GG. Das habe ich dir zur Belohnung mitgebracht. Ein IFNG-Sticker von uns natürlich für dich zur ganz persönlichen Belohnung. Was würdest du sagen, so dein Kommentar, wie ist das Spiel so gelaufen? Ja, ganz gut. Ist natürlich auch immer sehr befriedigend, wenn man jetzt gegen so einen eher lamen Tower Rush dann mit Skill die Oberhand behält und halt so das Spiel noch gewinnt. Also war zwischendurch ziemlich knapp, aber ich würde sagen, wir haben uns ganz gut angestellt. Ja, das so, sah so auf jeden Fall aus. Zwischendurch hat es ein bisschen viel Geld auf dem Konto, da habe ich gesagt, so, schick doch mal den Targo ein bisschen was, vielleicht bringt das irgendwie auf die Straße, weil er hat bis zum Schluss nur eine einzige Barrack gehabt und deswegen kamen Einheiten nur langsam nach und zum Schluss sicher die absolut richtige Entscheidung, mit einem Town Portal mit nur einem einzigen Katapult drüber zu kommen, weil das erste Katapult ist ganz klar die Wende gewesen in diesem Kampf, so zumindest sah es für mich aus. Jetzt geht's für dich im Run-and-Run gegen den lieben Punisher, der ist der Ersatz für Mighty X. Weißt du, was mit Mighty X los ist? Ist der irgendwie vom Stuhl gefallen? Ja, der ist wohl verschollen. Also ich habe auch gerade im Turn 2 Tagor insgesamt, glaube ich, 1000 Gold oder so rübergeschickt, aber ich hatte trotzdem noch so viel. Das lag einfach daran, dass ich halt nur eine Barracks hatte und hatte dann nicht mehr so viele Wisps, also ich konnte nicht mehr allzu viele Gebäude bauen. Und mit dem Katapult, da hatte ich Tagor dann auch gesagt, also es kommt hier auf Sekunden an, jetzt komm rüber. Weil er hatte halt noch überlegt, ob es sich lohnt, aber ich denke, es war auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung im Endeffekt. Definitiv. Ja, kommen wir zurück zu Punisher. Kennst du Punisher? Hast du schon mal gegen ihn gespielt, den alten Ork-Spieler? Ja, auf der Summit habe ich gegen ihn gespielt. Er hat mich zweimal getowert mit Ork, aber ich habe 2-0 gewonnen. Das war im Winner Bracket Halbfinale. Du weißt ja aus unserer zahlreichen ESL-TV-Sendung nichtsdestoletzt dann, wie man einen Tower Rush entsprechend kontert. Und ich glaube, es hat sich auch in dein Gehirn eingemeißelt. Nein, ich werde nicht spielen wie Plague You. Nein, ich werde auch nicht spielen wie, wer war das gestern, der zweite Spieler, war das Lash? Nein, es war Dark, der gestern so gespielt hat. Von daher bin ich ganz optimistisch, dass du es dann schaffen solltest gegen den Ork. Aber natürlich hilft dir auch so ein bisschen, dass du jetzt eigentlich dich überhaupt nicht mehr anstrengen musst. Denn 3-1 steht es fürs Team Schrödkommando. Ein Sieg heute in der ESL WT3L Series, das erfüllt dich ja dann auch ein bisschen mit Optimismus, denke ich mal, jetzt fürs Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also ist kein Druck da. Ich werde einfach das Beste draus machen und werden wahrscheinlich ein paar interessante Games. Also interessante Games, das heißt, du experimentierst vielleicht ein bisschen. Wenn es ein wirklich schönes Spiel wird, vielleicht schenke ich dir dann noch einen Aufkleber, den kannst du dann deinem Bruder auch mitbringen. Ja, das wäre doch recht nett von mir. Also streng dich an, wir wollen ein bisschen was Spannendes und Spaßiges sehen jetzt hier von dir. Insofern würde ich sagen, wir bewegen uns wieder nach drüben und mein Kameramann folgt wie immer. Und ihr kennt das Spiel ja schon, wir gehen einmal hier quer durch, weil uns fehlt ein Mann an den Heblern. Ja, ich hätte so gerne noch jemanden, der hier noch die Knöpfe bedienen kann, beziehungsweise die Kamera trägt. Aber im Moment ist es halt nur Thorsten und deswegen gehe ich jetzt auch wieder an meinen Platz. Und ihr seht unser ganzes Studio, unser ganzes Büro einmal im Schnelldurchlauf. Jetzt bin ich wieder an meinem Platz. Alles wackelt, aber ich kann weitermachen mit dem nächsten Spiel. Das lautet Bushi vs. Nexus. Nein, Storm vs. Punisher. Und der fehlt hier. Moment, nein, da ist er. Ready, schreibe ich einfach mal. Und danach machen wir noch ein kurzes Interview mit Könner, würde ich sagen. Könner, der Team-Captain vom Team Schrödkommando, der hat sicher heute einiges zu sagen. Natürlich ist es heute für ihn auch einfach, ein Interview zu geben, weil wenn man gewonnen hat, dann ist es immer einfacher. Dann kann man immer schön flamen und ein bisschen was sagen, wie toll man doch ist und sich selber den Bauch pinseln. Ob es gerechtfertigt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das wollen wir ihm heute mal gönnen. Wer Könner live sehen möchte, auch der ist natürlich eingeladen am Freitag. Das Interfrag Night Game in Hamburg, denn dort wird er persönlich anwesend sein, verteilt Autogramme und vielleicht auch den einen oder anderen Insider-Tipp. Ich weiß es nicht, in jedem Fall seid da, wenn es wieder heißt. Interfrag Night Game in Hamburg mit jede Menge Warcraft 3 und Szenegrößen aus dem WC3-Bereich. Wir sind im ersten Spiel. Gnollwood heißt es zwischen Storm und Punisher. Night Elf furthers Human. Und wie wir wissen und Storm weiß, ist ein solcher Ork mit einer recht simplen Strategie zu kontern. Und die heißt vor allem nicht Double Ancient of War, sondern vor allem ein bisschen Druid of the Talon und ein bisschen schön rumdecken. Und dann klappt es auch ein bisschen besser. Und wie wir sehen, hat sich Punisher für Human entschieden. Und Storm sofort bissig ein, diesmal mit Human Towern. Kontert er hier im Chat. Alter hier von Storm. Früh der Alter. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine Warden sein von ihm. Oder ein Demon Hunter, um vielleicht hier den gegnerischen Archmage, der da wahrscheinlich kommt,
daran zu hindern, seine Wasserelementare zu nutzen. Barrex vom Human-Spieler Punisher. Wir haben eben von Storm schon gehört, Gnollwood zeichnet sich aus durch die schwierigen Creep-Sets. Hier, was heißt schwierig? Nicht nur unbedingt vom Skill, sondern auch in der Art und Weise, wie man sie angehen muss. Die zwei Gnoll-Assassins waren es, glaube ich, hier vor den einzelnen Mercenary. Nein, nicht Mercenary-Camps, sondern Merchants. Und der Gnoll-Observer mit seinem Purge. Der Archmage auf Seiten des Human-Spielers und die Warden. Wie ich es erwartet hatte, vom Nachtelfenspieler. Der sofort hier ein Wisp in Richtung Mercenary-Camp sendet. Nein, zum Scouten in beide Richtungen. Also Storm sehr Scout-aktiv. Allerdings verliert man als Nachtelfenspieler auch nicht so viel, wenn man sich dem Scouten widmet. Man hat natürlich die Chance, seine Wisps dementsprechend dann auch an einer anderen Stelle in der Map einfach an einen Baum zu kleben quasi und dort dann Holz zu ernten, an jeder beliebigen Position in der Map. Ein Scout-Tower zur Verteidigung hier von Punisher. Möchte sich da gegen frühes Harassing wehren. Hunter's Hall und Ancient of War hier von Storm und da kommt die Warden. Hat den Gegner erfolgreich gescoutet, weiß, wo der Human-Spieler ist. Hier kommt der Archmage. Und der widmet sich sofort dem ersten Creep. Die Warden natürlich auf dem Weg zum Shop, um sich dort Boots of Speed zu kaufen. Tastet sich langsam nach vorne. Jetzt hat er Zugang, hat sich die Boots of Speed gekauft und ist so sehr, sehr flott unterwegs in Richtung gegnerischer Base. Mit leichten Lag auf dem Server. Das scheint an unserer Leitung diesmal zu liegen. Da kommt die Warden, sieht den Human beim Creeping, sofort der erste Shadow Strike gegen den Archmage und konzentrierter Angriff auf diesen. Ein Water Elemental und drei Footies sind es, die hier die Warden versuchen zurückzuschlagen. Weitere Footies kommen nach. Der Scout Tower ausgebaut zum Arcane Tower. Scharf hier noch kurz von Punisher erledigt. Das gibt natürlich extrem wenig Experience. Aber auch die nimmt er mit. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Experience gibt. Während die Warden sich nach wie vor zurückzieht. Ich wundere mich, dass er nicht einmal ein bisschen offensiver wird. Storm tarnt sich jetzt hier. Kurzzeitig in der Nacht. Und stört jetzt hier beim Creep. Creep gerade begonnen und nutzt die Situation sofort gegen den Archmage, der nächste Shadow Strike, während die Creeps hier natürlich Schaden verteilen gegen die Footies. Und das ist das, was Storm eben erwähnt hat. Die Footies allesamt hier mit Poison von den Gnoll Warden und den Gnoll Assassins hier im Moment bestraft sozusagen. Aber auch die Warden hat hier einiges einstecken müssen. Mit gerade mal 160 Hitpoints zieht sie sich zunächst zurück. Der Human-Spieler kann sich nicht recht entscheiden, in welche Richtung geht's. Hier die erste Huntress jetzt auch, die ihr Schaden macht gegen die Footies und er muss schauen, der Human-Spieler, dass er sofort oder schnellstmöglich zu seinem Shop kommt, wenn er denn schon steht. Und der steht noch nicht. Jetzt kommt er. Nein, das ist eine Blacksmith. Es ist noch kein Shop da bei ihm. Kann seine Footies somit nicht heilen. Hat hier eine Potion gefunden, Replenishment Potion. Die ist er auch genutzt. Und Dust of Appearance hier genutzt, um einen Huntress zu finden. Erfolgreich gefunden, schön gemacht vom Human-Spieler. Gutes Investment, dieser Dust of Appearance. Der Huntress ist down. Freie Experience. Fast Level 2 der Archmage. Wo ist die Warden? Ist im Moment in ihrer Base. Kommt mit einer weiteren Huntress nach. Während Storm hier sich da scheinbar fast verklickt hat. Das kann nicht Absicht gewesen sein. Fast nur eine Hand hier verloren. Also zwei Huntress und die Warden. Drei Huntress und die Warden gegen insgesamt sechs Footies und den Archmage. Der erste Shadow Strike gegen einen Footie und er scheint sich auf einzelne Einheiten konzentrieren zu wollen. Schön, die Warden hier aus dem Umklammerungsversuch befreit. Beziehungsweise eine Huntress war das, die er da befreit hat. Ein Footie wird hier gebounced. Kommt er noch weg oder ist die Huntress schneller? Huntress scheint schneller zu sein. Aber opfert sich hier den Creeps. Gutes Spiel bis jetzt von Punisher, kann man nicht anders sagen. Jetzt kommt auch hier der Human Shop. Und Storm wieder auf dem Vormarsch. Er taggt bereits, hat sein Tech-Upgrade fast abgeschlossen.
Punisher ebenfalls, der Mountain King bei ihm als Second Hero. Und finisht jetzt hier den Krieg. Null Warden ausgeschaltet. Shadow Strike erneut gegen Archmage. Jetzt kommen die Footies hier wieder zurück. Zwei Hunts sind einfach zu wenig. Jetzt auch der erste Rifleman hier vom Human-Spieler, der ein konsequent gutes Spiel macht. Aber jetzt hier die Chance für Storm, mit einem weiteren Shadow Strike den Archmage außer Gefecht zu setzen. 65 hat er noch Mana und blockt hier sehr schön den Archmage, der hier am seinem Shop eine Healing Potion noch kauft. Jetzt versucht sich weiter zurückzuziehen. Nicht genügend Mana im Moment bei der Warden. Mit 48 Hitpoints schafft der junge Spieler hier seinen Archmage zu retten. Und jetzt kommt auch noch der Mountain King und damit sieht es ganz schlecht aus hier für diesen Versuch. Also Punisher mit einem wirklich guten Spiel. Scroll of Regeneration jetzt endlich. Und Storm auf dem Weg zurück in Richtung seiner Base. Ancient of Law kommt jetzt noch mit dazu. Als Second Hero bei ihm ist es der Demon Hunter. Und es sind auf Seiten des jungen Spielers schon 38 Versorgung mit zwei Heroes. Potion of Healing noch mit dabei. Der Creep war abgeschlossen. Storm heilt sich kurz in der Mitte, muss aufpassen, denn es wird gleich Tag, dann wachen die Creeps dort auf. Level 1 noch immer die Warden, die hat noch keinen Cent Experience gesammelt bis jetzt. Aber er scheint zu ahnen, wo der Gegner als nächstes creept. Er kennt die Creep-Reihenfolge hier auf dieser Map und so ist es hier. Er sieht den Gegner hier beim Creepen. Sofort ein Shadow Strike hier gegen den gegnerischen Archmage und das sah schon verdächtig danach aus, als hätte er hier einen Map-Hack gehabt. Also ich meine, wie er so konsequent diesen Creep hier gerochen hat und genau zur richtigen Zeit da war. Aber das wird wahrscheinlich einfach seine Kenntnisse gewesen sein von dieser Map und von der Standard-Creep-Order hier. Und das ist einfach der nächstmögliche gute Creeping-Point hier für den Human-Spieler. Ach, sorry, jetzt wissen wir es natürlich auch. Hier ist ein Wisp, den Storm hier an dieser Position angeheftet hatte. Genauso wie hier beim nächsten Creep-Spot. Dieses Wisp hat ihm mitgeteilt, natürlich, wo der Gegner aufgestellt ist. Also sämtliche meiner Vermutungen für Lau. Und jetzt Punisher auch mit dem entsprechenden Kill hier gegen diesen Wisp am Mercenary Camp. Was würde er sich hier kaufen? Wartet mit seinem Archmage dort. Er hat hier schon einen Forest Troll Berserker dabei. Braucht anscheinend noch etwas mehr Geld. Kauft sich den Forest Troll Shadow Priest. Erstes Arcane Sanctum mit Sorceress auch von ihm. Und ein Peasant von ihm rückt nach. Ein einziger, wo will der hin? Vielleicht eine Farm beim Mercenary Camp aufbauen? Ja, so sieht's aus. Peasant zum Mercenary Camp. Archmage Level 2,5. Was sagt die Warden denn mittlerweile? Die ist immer noch nicht Level 2. Und ganz, ganz böser Lag jetzt hier bei uns. Was ist hier los? Das Spiel hängt. Liebe Regie, was ist hier auf unserer Leitung los? Bitte sich mal darum zu kümmern. Dieser Lag hier liegt scheinbar bei uns. Und das scheint tatsächlich wir zu sein, die hier laggen. Das wird uns auch von den Spectatoren bestätigt. Also extrem viel Lag-Moment auf der Leitung. Vielleicht kann da nochmal jemand gucken, was auf unserer Leitung hier sonst läuft. Die Leitung ist frei, also scheint am Provider zu liegen hier derzeit. Wir hoffen, dass das hier den Kampf nicht negativ beeinflusst. Jetzt auch noch Nexus, der hier laggt. Das ist natürlich sehr beeinflussend. Aber jetzt der nächste wichtige Kampf hier. Fan of Knives, sehr effektiv gegen die gegnerischen Footies. Fast alle Footies vom Human-Spieler down mit den Huntress und dem Bouncing hier von den Handangriffen ist es natürlich sehr schwer, mit den Footies sich zu halten. Alle Footies down hier. Jetzt aber die Warden sehr, sehr angeschlagen. Mit gerade mal 120 Hitpoints muss ich die Warden sicher teleportieren. Und ebenfalls der Demon Hunter war da einfach zu sehr mitgenommen schon im roten Bereich. Ebenfalls zieht sich zurück mit einem Town Portal. Aber hat einiges ausschalten können. Ein Archer vergisst Storm hier. Kommt nicht rechtzeitig raus. Zurück in der Base von Storm. Heilung hier. Zwei Healing Potions. Eine für die... Nein, sorry. Eine Healing Potion nur und die sitzt bei der Warden im Inventory im Moment, während der nächste Creepy jetzt gestartet wird. Level 3 fast der Archmage, fast Level 2 der Mountain King.
Also der letzte Kampf definitiv von Vorteil für den Nachteffenspieler. Der hat da einfach mehr XP kassieren können. Besonders der Demon Hunter, der schon Level 2 erreicht hat. Sentry Wards gefunden. Allerdings keine Möglichkeit hier im Moment, die Einheiten zu heilen. Da ist eine Huntress sehr angeschlagen. Schickt sie jetzt zurück zu den Moonwell. Das ist das einzig Richtige, was sie jetzt machen kann. Allerdings gibt es hier nichts im Moment, denn wir haben noch Tagzeit, 17.30 Uhr. Es dauert noch eine halbe Stunde virtueller Spielzeit. Der Tier-3-Tag läuft hier. Tier 2 immer noch für den Human-Spieler. Hier kommen jetzt Spellbreaker mit nach. Sonst nichts Nennenswertes. Druid of the Claw Adept Training sehen wir hier. Aber noch keine Druid of the Claw. Aber das kündigt natürlich schon an, was hier gleich zu sehen sein wird. 53 Versorgung für den Human-Spieler und der Nachtelf Storm mit 49 nur. Und die Mitte wird nun gecreept hier von Punisher. Hier hat Storm keinen scoutenden Whisper aufgesetzt. Kommt also nicht mit, was hier passiert. Was findet er hier? Belt of Giant Strength, natürlich ein schönes Item für den Mountain King. Damit 6 mehr Damage hier bekommt. Level 2, fast Level 3 der Mountain King und Level 3,5 der Archmage. Schöne Experience. Und jetzt erst kommt der Nachtelfenspieler. Zu spät natürlich für dieses Creepjacking. Und seine Armee wird hier auch noch getrennt. Einmal hier, da ist der erste Druid of the Claw. Zieht sich zurück zu der Goldmine zunächst. Level 2,5 der Demon Hunter, Level 3 die Warden. Zum Shop geht er hier erstmal, kauft sich hier Scroll of Healing. Genügend Geld, da kommt Scroll of Healing dazu. Der Human-Spieler hier auf dem Weg zunächst nochmal zum Shop. Was kauft er sich? Hat 150 Gold im Moment, kauft sich Scroll of Protection. Für 150 Gold keine schlechte Investition. Erste Sentry Ward wird aufgesetzt hier. Tier 3 erreicht vom Nachtelfenspieler. Und sofort hier das Druid of the Claw Master Training. Hier hat Punisher das Nachsehen. Eine Potion of Greater Mana hier beim Mountain King. Und Creep-Checking jetzt hier gegen Storm. Der wird hier gerade fertig mit dem Creep. Rejuvenation sehen wir hier. Und jetzt kommt der Human-Spieler. Storm zieht sich zunächst zurück, sortiert sich neu. Hat kein Town-Portal dabei, Storm. Fan of Knives, der erste Spellbreaker ist down. Stormbolt hier gegen den Demon Hunter. Der allerdings hat noch eine Potion of Lesser Invulnerability und eine Healing Potion. Ist also sehr gut ausgestattet und auch die Warden ist noch gut im Spiel. Fokus hier zunächst auf den Mountain King. Der muss schauen, dass er da rechtzeitig rauskommt. Jetzt Potion of Lesser Invulnerability genutzt, aber das wird eng hier für Storm. Er ist noch im Focus Fire, versucht hier den Mountain King zu bekommen. Der zieht sich zurück. Die Warden ist down auf, hat ihre Healing Potion genommen. Er schafft es einfach nicht, den Mountain King auszuschalten. Mountain King mit 67, 60 Hitpoints. Wo ist die Warden? Die Warden fällt als erstes. Warden ist down, während sich der Mountain King mit 47 Hitpoints in Sicherheit bringt und sich Storm hier nicht rausteleportieren kann. Und seine Druid of the Claw hier verliert, jetzt auch noch seinen Demon Hunter hier verliert und damit die erste Map definitiv abgeben kann. Da kommt das GG von Storm und damit steht es 1:0 für Punisher. Und da hat unser lieber Storm doch wohl eine bisschen zu große Klappe eben gehabt, würde ich fast sagen, wenn ich das einmal gehässig formulieren darf. Hat ihm Punisher mit dem Human, ich gucke hier gerade wieder, da ist unten ist mein Vorschau-Monitor, deswegen schiele ich manchmal so runter, um zu gucken, ob der Storm da gerade drauf ist. Ich schalte nochmal kurz hin rüber, ob er seine Tastatur schon zerfetzt hat. Naja, der trinkt nur Wittel. Aber das ist auch keine schlechte Wahl. Ja, also ist auf jeden Fall mal ein Stückchen weiter von seinem zweiten Aufkleber entfernt. Ich würde vorschlagen, wir machen direkt weiter und ein Interview zu dem ganzen Thema gibt es dann gleich. Deswegen, vielleicht bekomme ich direkt den nächsten Game-Name und wir können fortfahren. Vielleicht schafft Storm ja noch, denn das ist jetzt ist seine Map-Wahl. Er kann sich jetzt eine Map aussuchen. Aber da er schon auf der ersten Map nicht auf einen Neutral Hero gegangen ist, der Beastmaster wäre ja auf Nullwood für ihn möglich gewesen. Denke ich, da wird sich jetzt auch nicht groß was tun, dass er vielleicht hier seine Map-Wahl auf eine Tavern-Map legt. Storm fragt, ob er nochmal Gnollwood nehmen kann. Da wird ihm von seinem Teamchef Könner erstmal gesagt, dass es nicht geht. Ich glaube, wir rufen einfach den Könner jetzt an, bis das Spiel hier startet. Regie, können wir das gerade vorbereiten? Ein Anruf an Könner, bitte. Ja, Könner, wir rufen an, schreibe ich jetzt erstmal. Wo ist denn hier meine Superapparatur? Hier dieses peinliche Ohrhörerstöpselteil. Das liegt hier irgendwo am Boden rum. Ja? Also ich muss hier mal gerade meine Position wechseln, damit ich das finde. Das ist wahrscheinlich hier eben von irgendeinem meiner unachtsamen Mitarbeiter absichtlich irgendwie versteckt worden.
So, da habe ich es ja schon. So, dann muss ich mich jetzt hier mal gerade verkleiden quasi. Ab geht die Feuerwehr hier. Dann schmeiß mal die ISDN-Büchse hier an, dass wir mal durchkommen hier. Hallo? Hallo. Spreche ich da mit dem Chefvorsteher von SK Deutschland fürs Warcraft 3 Team? Ja, ich glaube schon. Ja, wie ist Ihr sehr geehrter Name, der Herr? Ja, Mark Hoffmann. Mark Hoffmann, guten Tag, Herr Hoffmann. Wie geht es Ihnen nach dieser Partie Warcraft 3 heute, die ja noch andauert, aber doch zumindest schon entschieden ist? Ja, doch, eigentlich ein entspanntes Gefühl. Ich meine, wir können ja jetzt nicht mehr verlieren, liegen 3-1 in Führung. Storm hat jetzt das erste Spiel verloren gegen Punisher. Das ist ein bisschen überraschend, aber also ich bin vollkommen zufrieden. Ja, Hochmut kommt vor den Fall, muss man da ganz klar sagen. Und so dachte ich ja eigentlich auch, nach den Kommentaren, die da auch von deiner Seite im, von ihrer Seite im Chat abgelassen wurden, dass da eigentlich doch SK mal hätte es verdient, dann wirklich einen mitzubekommen. Aber ihr habt euch letztendlich doch durchgesetzt. Und ich muss sagen, die Two on Twos waren ganz klar die Entscheidung in diesen Spielen heute, die ganz eindeutig von SK gewonnen wurden. Zum einen Storm und Targo, die ein wirklich gutes Duo hier abgegeben haben. Und auf der anderen Seite das Spiel, was ich verpasst habe. Mio hat da mit wem gemeinsam gespielt? Mit seinem Two on Two Ally Jay. Oder irgendwie sowas. bitte, wie heißt er nochmal? Früher hieß er mal Automag. Und so nennen wir ihn jetzt auch. Okay, also mit dem Spieler formerly known as Automag hat Mio zusammengespielt und das sah auch mit dem 2-0 recht eindeutig aus. Ist da Mausports einfach im Tour und Tour schlecht aufgestellt oder haben sie einen schlechten Tag erwischt heute? Also ich würde sagen, Jan und Dark waren früher einfach besser und haben jetzt im Moment eine kleine Formtiefe und Spell und Punisher, die heute notgedrungen zusammenspielen mussten, weil Hase Ops nicht da ist, sind einfach nicht genug eingespielt, so sieht's aus. Und deswegen konnten wir beide Two and Twos relativ eindeutig für uns mit 2-0 gewinnen. Was hat Mio heute, der sein Spiel ja letztendlich doch mit 2-1 gewonnen hat, aber wohl anscheinend irgendwie krank ist? Ja. Ja, was heißt denn irgendwie krank? Hat er jetzt irgendwie die Grippe oder Masern? Nee, er hat sich den Kopf gestoßen. Er hat sich den Kopf gestoßen und hat deswegen Kopfschmerzen. Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja, wir warten jetzt hier auf die nächste Map im Spiel zwischen Storm und dem guten Punisher. Was wird hier gespielt als nächste Map? Ich habe es hier noch nicht gesehen. Ich klinke mich mal kurz ins Spiel ein, dann höre ich da natürlich auch eine hervorragende Analyse von dir. Du wirst im Übrigen auch in Hamburg sein, ja? Ich habe es eben schon tausendmal auf ISL-TV gesagt. Jeder, der Autogramme und irgendwelche Socken oder Unterhemden von dir haben möchte, der kann sich am Freitag... Ja, ich verteile auch Küsse, Auch? Ja, ja, die kosten dann aber 2 Euro mindestens. Aha, okay. Also das ist so typisch SK-Style, dass man für alles und jeden auch irgendwie Geld verlangt. Ja, und jetzt verkaufen sie schon Naturalien in Form ihrer Mitarbeiter. Ja. Aber ich meine, wenn es Geld bringt, ist es okay, ja? Ja, ja, also klar, also wenn man auch mit SK-Insider-Account kommt, kostet das auch nur 1 Euro. Wir müssen ja... Tatsächlich? Ne? Ja, ja. Bekommst du dann nochmal Provision von SK deswegen oder nur jetzt mal zum Geschäftsmodell jetzt mal kurz... Ja, also wir haben das so abgemacht, ich darf 50% davon behalten, weil das ja meine Lippen sind, die ich da ja die ganze Zeit beschmutze. Okay, also sagen wir einfach mal so, ich werde auf jeden Fall genügend Abstand von dir halten und alle anderen sind natürlich herzlich eingeladen. SK, The Könner, ist immer sehr gut daran zu erkennen, dass er eine rote Shuttlejacke trägt und die wird dann natürlich auch am Freitag auf dem Interfry Night Game tragen. Wird vielleicht mal von mir mit weitem Abstand interviewt werden und natürlich dann auch live auf ISL-TV zu sehen sein oder natürlich vor Ort auf dem Interfry Night Game in Hamburg im Seaways. Also, kommt vorbei, denn in Hamburg ist immer gute Stimmung. Du wohnst da irgendwo in der Ecke, lieber Könner. Ja, ja, ich wohne noch weiter oben im Norden, also fast an der dänischen Grenze. Also. Ach, dann da bist du ja quasi so, ich sag mal, so regional verbunden mit dem Auricher Herrn, wie heißt er gleich? Mit dem Holthaus oder Holtmann, ne? Der Herr Miu. Holtius, Herr Holtius ist das. Ah ja, okay. Also wohnt er quasi nebeneinander schon fast, ja? Nee, nicht wirklich. Der wohnt ja der wohnt ein bisschen weiter südlich von Hamburg. Was war denn jetzt gerade mit deiner Stimme los? Ich bin auch erkältet. Ah, ja, okay, das hätte ich jetzt auch an deiner Stelle gesagt. Okay, bevor wir dieses Interview, dieses relativ schwachsinnige und überflüssige Interview weiter in die Länge ziehen, danke ich Ihnen, Herr Hoffmann, für diese kurzen Worte und für diese fachmännische Begleitung hier in der Moderation. Wir sehen uns am Freitag. Ich freue mich drauf. Halt die Ohren steif und gute Besserung. Bis später. Ja, danke schön. Tschüss. Dass immer so anstrengend sein muss, diese Teammanager von diesen Warcraft 3 Sports. Macht aber gar nichts. Wir legen los. Go, go, go. Könner beschwert sich gerade im Chat, dass es nicht wirklich übertragen wurde. Ich weiß nicht, was er für ein Problem damit hat.
Ich fand es eigentlich ganz informativ. Ich hoffe, meine Zuschauer auch. Also ich meine, waren ja doch viele wertvolle Informationen dabei. Was man sonst nicht so mitbekommt natürlich. Oder liebe Regie, wie siehst du das? War super. Ja, wenn die Regie sagt, war super, dann kann man gar nichts falsch gemacht haben. Geht das jetzt endlich los hier? Night Elf vs. Human. Und die Map heißt Twisted Meadows hier als nächstes. Und da ist alles möglich. Das wissen wir ja. Mercenaries sind drin. Es sind jede Menge tolle Items drin. Und natürlich Neutral Heroes. Während sich hier Könner weiterhin beschwert über dieses Interview, was er gerade gegeben hat, der ist einfach noch in einer Hinsicht nicht wirklich gut unterwegs, der Könner. Und das ist, was diese, diese Präsenz einfach in Interviews angeht. Der ist also von der fachmännischen Seite her ist er sicher gut, aber so, er musste einfach vielleicht noch eine gewisse Grundnervosität, die er da mit sich bringt in Interviews, die muss er vielleicht einfach noch ablegen. Aber wir bekommen ihn schon da in die richtige Richtung gebogen. Ich bin mir sicher, das Gleiche wird auch dann in Zukunft mal am Telefon mit den anderen Teammanagern der Fall sein, wenn ich zum Beispiel mal Blunt von Team Mouse Sports im Interview habe, wenn er denn mal Zeit für ein Interview hat. Ja, gut. Zurück im Spiel. Punisher gegen Storm. Und Punisher spielt diesmal Ork. Hat in letzter Sekunde noch die Rasse gewechselt hier. Auf der anderen Seite, hier Storm, wieder mit Early Alter. Und hier kommt von Könner der Kommentar, dass Storm verloren hat, weil er wieder mal den Mountain King verfolgt hat. Und genau das war es eigentlich auch. Also muss man ganz klar sagen, um es auf den Punkt zu bringen, er hat versucht, den Mountain King auszuschalten mit beiden seiner Heroes und mit seinen Archern. Und während der Zeit, wo er versucht hat, sich nur auf den Mountain King zu fokussieren, ist einfach alles andere den Bach runtergegangen. Im Übrigen mit dem nächsten Patch, mit dem Patch 1.1.5, wird es dann noch interessanter. Da ist diese Verfolgungsjagd von Heroes noch schwieriger. Denn Heroes nehmen noch weniger Schaden von anderem Magic und Hero-Damage-Blödsinn, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Von daher, so der Death Knight verliert etwas an Wirkung mit seinem Death Coil gegen die Heroes und es verliert etwas an Wirkung auch natürlich Frost Nova, aber auch der Stormbolt verliert an Wirkung. All das wird schwieriger. Also Hero-Nuking insgesamt wird schwieriger werden. Von daher wird man sich in den Kämpfen dann eher wohl auf Einheiten in der ersten Reihe konzentrieren. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Wende, dass der so mal als Beispiel der Thunderclap oder der Warstomp mal wichtiger wird als eine Shockwave oder ein Stormbolt. Oder zumindest etwas mehr Priorität bekommt. Wir werden es sehen. Ich bin in jedem Fall sehr gespannt auf den neuen Patch. Zunächst ist es jetzt aber mal Storm, der sich durchsetzen muss. Mit der Warden erneut versucht er es. Seine Wisps schickt er wieder raus hier. Vor die gegnerische Base, weiß bereits, wo diese ist. Farseer auf der anderen Seite mit den ersten Grunts hier unterwegs. Als Ork, und das ist ja nun mal seine Stammrasse hier vom Punisher, vom Team Mouseboards. Ich hoffe, wir laggen hier nicht wieder im Spiel, das war ja wirklich peinlich. Übrigens, liebe Spieler, ich habe euch ja versprochen, es gibt was zu gewinnen. Ich habe gesagt, ihr könnt gewinnen, einmal zuschauen in ISL TV und zwar live vor Ort. Das geht natürlich nur für solche Leute, die hier das Studio auch erreichen können, denn eins tue ich nicht, ich kann euch nicht die Antwort bezahlen. Aber ihr dürft hier ins Studio kommen, mit mir gemeinsam ein bisschen moderieren, übers Leben und die Frauen und das Universum philosophieren. Und vielleicht auch ein Bierchen mit mir trinken, das alles natürlich live auf ISL TV und vielleicht auch SK Storm kennenlernen oder aber auch einige andere unserer Freunde hier im ISL Headquarter in Köln. Aber wie ihr das gewinnen könnt, weiß ich noch nicht und deswegen muss ich noch ein bisschen überlegen und nachdenken, wie man das denn machen könnte und was ihr dafür tun müsst. Insofern verzeiht mir, dass ich mich da etwas noch zurückhalten muss zunächst. Jetzt aber hier der erste Vorstoß von der Warden. Storms, die hier versucht mit Shadow Strike erneut gegen den gegnerischen Hero, in diesem Fall hier Punishers Farseer vorzugehen. Punisher mit Healing Selves hier, sein Shop ist relativ früh fertig gewesen, deswegen kamen die Grunts auch etwas zögerlich, kostet natürlich entsprechend Geld, die ersten Healing Selves genutzt und somit bleibt hier der nächste Vorstoß von der Warden wieder mal erfolglos. Eine Fast Exe ist es von Storm. Wir sehen hier einen Tree of Life von ihm, aber wenn wir das hier sehen, diesen Feral Spirit, der noch 5 Sekunden zu leben hat und der die Echse nicht scoutet, hat er nochmal Glück gehabt, der liebe Storm. Wieder geharassed hier, immer noch erfolglos. Weitere Healing Selves heilen in Phase hier immer wieder und Storm bekommt mal wieder keine Experience. Er hält den Gegner zwar vom Creepen ab, aber im Moment passiert nichts anderes, außer dass auch ihn das natürlich Zeit kostet. 2 Ancients of War
und eine Fast-Echse, mein lieber Storm. Ich will ja nichts sagen, aber diese Strategie ist genau die Strategie, mit der du gesehen hast, wie ein Nachtelfenspieler gegen einen Orkspieler verlieren kann. Und hier kommt natürlich schon die Warmill. Lass mich raten, gleich kommen die ersten Katapulte. Der Tier-2-Tag läuft auch. Storm, Storm, Storm. Ich muss so ein bisschen vor mich hingrinsen jetzt. Denn natürlich in der Sendung ist ja klar, was spielen die denn da, sagt er dann. Das kann ja gar nicht funktionieren und doch nicht schon wieder eine Fast-Exe, sag ich ja auch. Ne? Aber dass er dann selbst genau das spielt, von dem er den anderen dann auch einen Vorwurf macht, also das hätte ich gerade von ihm, unserem alten Mathematiker, Theoretiker und Physiker zugleich, ja eigentlich nicht erwartet. Wir sehen ihn da drüben an der Tastatur, jetzt nochmal hier im Bild. Punisher mit dem nächsten Creep, jetzt vorm Goblin Lab. Was ihm die Möglichkeit gibt, danach auch hier mal vielleicht mit dem Teleskop hier, mit Reveal, zu gucken, was macht der Gegner und damit vielleicht auch zu sehen, dass der Gegner hier eine Echse aufsetzt. Immer noch kaum Experience hier, aber der Farseer, ups, gerade noch gerettet worden hier von einem Zeppelin, den hier Punisher sich gegönnt hat. Das wäre sonst ins Auge gegangen, der Farseer mit nur noch 75 Hitpoints hier, ein einziger Stun vom Rock Golem und dann ist Feierabend. Zwei Wölfe nochmal gecastet. Ein Grunt mit 77 Hitpoints gebounced. Und ein Grunt verloren auch noch jetzt beim Creepen. Das ist bitter hier. Da hat er nicht rechtzeitig gebounced und die Priests hier haben ihm seine Grunts versohlt. Reinhorn auf Stormwind findet er hier. Der Grunt kommt nach und die Fast Echse von Storm steht jetzt hier, wird repariert und Entangling von der Goldmine. Aber die Hunts sind schwach gegen den Orc-Spieler. Das wissen wir, gerade wenn der Katapult am Start hat. Forestcrawl Shadow Priest hat er sich gegönnt zum Heilen. Und Creep weiter. Level 2,5 die Warden nach dem letzten Creep. Und Level 3 bereits der Farseer. Das heißt, Level 2 Wölfe und Chain Lightning an Bord. Jetzt erstmal Healing Selves. Und da kommen die zweiten Barracks und das erste Katapult. Aber er muss jetzt sich beeilen, um jetzt Druck zu machen, denn das ist jetzt seine Chance mit gerade mal 4 Hunts, 5 Hunts und einem Forest Troll Shadow Priest sowie einer Level 2,5 Warden. Ist der nicht ganz so gut aufgestellt. Sein Wolf schickt er hier in die falsche Richtung zum Scouten, weiß also tatsächlich noch nicht, was da kommt. Hat sich als Second Hero jetzt hier einen Naga geholt. Storm weckt hier sehr schön noch die Creeps auf. Naga muss sich da zurückziehen. Aber es sieht noch nicht mal so aus, als würde Punisher jetzt hier ein Go machen. Jetzt kommt Storm hier. Mit seinen 5 Huntress sofort hier Shadow Strike auf einen angeschlagenen Grunt. Und die waren alle noch im Heilungsprozess hier. Punisher teleportiert sich in Sicherheit. Gegen 45 Versorgung von Storm. Die zweiten Barracks sind fertig. Da fehlt einfach das Katapult, was hier im hinteren Teil der Base noch wartet. Gut gemacht von Storm hier. Kurz rüber. Einmal kurz die Aufmerksamkeit des Gegenspielers auf sich gezogen. Tree of Life und die Goldmine steht. Für Storm dann jetzt die Chance zu pumpen. Und das tut er, indem er Archer nachproduziert. Tier 2 Tag fast abgeschlossen. Devotion Aura hier wieder für den Farseer. Den Lionhorn of Stormwind. 38 Versorgung nur für Punisher. Und Storm jetzt mittlerweile mit 49. Jetzt hier Creepjacking von Storm, der hier Punisher beim Creepen erwischt. Muss sich zurückziehen, Punisher in die eigene Base. Kann mit Scroll of Speed alle seine Einheiten retten. Und das Katapult steht hier schon, Gewehr bei Fuß. Da zieht sich Storm doch erst nochmal zurück. Finisht wahrscheinlich seinerseits den Creep hier. Der ist so angeschlagen, den kannst du dir geben. Macht er aber nicht. Wartet zunächst nochmal in der Mitte. Jetzt hier ein Ancient of Wind von Storm. Und wir laggen wieder etwas. Also an der Leitung müssen wir arbeiten. Gleich hier mal unseren Cheftechniker Herrn Metzdorf anrufen, dass der da mal nach dem Rechten schaut. Und jetzt hier der nächste Creep für Punisher. Punisher mit 49 Versorgung mittlerweile, holt da also etwas auf. Schickt sein Zeppelin mit insgesamt
4 Katapulten jetzt hier hinterher. Allerdings auf der anderen Seite insgesamt 3, 4, 5, 6, 8, 9 Archer. Und die holen so einen Zeppelin natürlich im Handumdrehen vom Himmel. Und er stellt sich dem Kampf. Ausgepackt die Katapulte. Und sofort hier, die Warden muss sich rausteleportieren mit gerade mal noch 69 Hitpoints hier. Da kam sofort ein Chain Lightning und ein Forked Lightning. Zwingt den Gegner zum Rückzug. Schön gemacht von Punisher erneut. Und Storm lässt dann nichts anbrennen. Kauft sich sofort eine Healing Potion. Hat auch genügend Kohle hier. 800, 900 Gold auf seinem Konto. Da steht der Ancient of Wind und da kommen die Druids of the Talon, von denen ich anfangs gesprochen habe. Die braucht er einfach gegen die Katapulte. Aber Punisher mit dem Zeppelin auf dem Weg zur Echse erscheint sie doch entdeckt zu haben in einer Situation, die ich eben nicht gesehen habe. Jetzt kommen auch noch Peons mit nach. 4 Katapulte. Damit wird er die Echse in Sekunden down haben. Da hat Storm nur noch mit einem Town Portal eine Chance. Hat er das gekauft? Er hat kein Town Portal gekauft. Ja, auf Wiedersehen, Storm, kannst du sagen. Deine Echse hier, trotz Reparaturversuch. Bye, bye. Schön gemacht von Punisher. Und damit ist entscheidender Vorteil von Storm jetzt zunächst zunichte gemacht worden. Level 4, die Warden. Ein Ancient of Wonders hier aufgebaut. Hippogriffs sind wir jetzt ebenfalls hier aus dem Ancient of Wind. Punisher wartet noch. 3 Peons. Gewehr bei Fuß. Ein Zeppelin hier am Goblin Laboratory und von hinten rein in die Base von Storm. Und wenn der genauso flott hier den Tree of Life abreißen kann und Storm so lange beschäftigen kann, dann sieht's bitter aus. Hier wartet der Zeppelin und der beschäftigt jetzt hier Storm mit dem Kampf, fliegt jetzt von hinten rein in die Base, packt die Katapulte auf, aus und drauf auf den Tree of Life. Was macht Storm jetzt? Hat er mittlerweile einen Town Portal? Hat er, aber das käme jetzt auch zu spät. Der Tree of Life von Storm wird noch immer nicht repariert. Storm hat es nicht gesehen, wird jetzt entwurzelt, zu spät. Tree of Life wird draufgehen und auf repariert. Und schafft er das. Jetzt kommt der Angriff, läuft in die Katapulte rein. Die Katapulte können nicht angreifen. Punisher zieht sich währenddessen zurück mit seiner Armee hier. Hat seine Grunts allesamt verloren. Alter ist down. Schafft er es jetzt auch noch den Tree of Life? Jetzt kommt der Zeppelin, schnappt sich die Katapulte. Wird natürlich sofort angegriffen hier von den Hippogriffs. Die sind etwas schneller als der Zeppelin vermutlich. Kommen hinterher, bringen ihn über Wasser nicht zu Fall. Und der eiert hier aber ein bisschen nicht in die Creeps. Das wäre ganz, ganz schädlich. Wenn er jetzt die Creeps aufweckt, nein, ist schon außer Reichweite. Gerade noch rechtzeitig. Da sind sie, die Katapulte, aber jetzt natürlich einfach hier für die Hippogriffs. Wobei, die können anscheinend die Katapulte nicht angreifen. Da bin ich mal wieder in meiner Unerfahrenheit. Hippogriffs können keinen Schaden gegen Katapulte machen. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Ja, das ist aber komisch jetzt, oder? Regie, was sagen Sie dazu? Das ist schon seltsam, oder? Guck mal, die können sich das nur angucken. Warum denn das jetzt? Also Katapulte sind wirklich ein bisschen imbalanced, muss man dazu sagen. Jetzt kommt hier der Demon Hunter, Level 2 hinterher, plus Warden, auch wieder im Programm. Und damit sind 4 Katapulte hier einfach nur down. Und dann kann auch jetzt hier der beimarschierende Punisher nichts mehr ändern. Denn das ist einfach zu viel, was jetzt hier der Nachtelf schon aufzubieten hat. Level 2 die Nagasiewicz, Level 3 der Farseer. Aber diesen Kampf kann er nicht gewinnen hier gegen einen mit insgesamt 55 Versorgung spielenden Storm. Shadow Strike gegen den Farseer, der zieht sich zurück. Scroll of Speed benutzt, aber jetzt Fokus auf die Nagasiewicz. Die zieht sich zurück mit 130 Hitpoints. Der Farseer allerdings lässt er stehen. Und da kommt das GG und damit steht's 1:1 jetzt hier im Run-and-Run zwischen Storm und seinem Gegenspieler Punisher. Und damit kann Storm seine Ehre noch retten und vielleicht noch einen Aufkleber von mir bekommen, wenn er das nächste Spiel gewinnt. Es liegt in seiner Hand. Die nächste Map ist aber wieder Map-Wahl des Ork-Spielers, wobei das Storm aber nicht viel auszumachen scheint. Denn er setzt nicht auf Neutral Heroes. Trink nochmal schnell aus einer Wittelflasche. Das ist das Sportlergetränk. Wittel is good for you business. Und hier warten wir auf die nächste Map. Und hier im WC3L-Channel, der hier überwacht wird von einem WC3L-Bot, ist einiges los. Viele, viele bekannte Spieler. Hier sehen wir zum Beispiel MTW Ghost Rider, den SK Jaivit, formerly known as Automag.
Den SK Mio haben wir hier noch drin, Okrana D-Link Hard und MTV Rex, also einige Prominenz hier im Channel derzeit noch. Wir warten noch auf den Game Name fürs nächste Spiel. Natürlich auf die Map im letzten Spiel dieses heutigen Spiels. Wir haben 21.53 Uhr. Können wir vielleicht ISL-TV auch verlängern? Nicht, dass wir da in... Ist schon auf halb verlängert. Alles richtig gemacht. War schon auf halb. Oh Gott, wir haben bis 22.30 Uhr angesetzt gehabt. Da wären wir viel zu früh gewesen hier heute. Nun gut, dann sind wir ja fast noch pünktlich mit der nächsten Map. Dann werden wir wahrscheinlich so 22.15 Uhr fertig werden, denke ich mal ungefähr. Bitte, wollen wir den Storm nochmal ärgern? Was meinst du? Ja, dauert auch hier jetzt. Da kommt der Game Name. Da kommt der Game Name. Nee, ärgern wir nach dem Spiel. Jetzt vorher ist ein bisschen doof, glaube ich. Haben wir auch schon zu oft. Ich meine, jetzt darüber latschen wieder und irgendwelche blöden Sprüche bringen, ist ja auch auf die Dauer ein bisschen langweilig jetzt mit dem Storm. Die Leute kennen ja alle schon die Situation jetzt. Ich bräuchte mal ein paar neue hier im Studio. Aber na, wir warten noch hier, bis das hier funktioniert mit dem Spiel. Kennen das ja, dauert immer ein bisschen. Ja, und da sehen wir den Storm nochmal. Er hat sich alles mögliche weitere dann noch an Getränken auch am Tisch aufgebaut. Diverse andere Kaltgetränkeflaschen. Im Hintergrund fahren wir diverse Autos über unseren Parkplatz. Versuchen da, sich in sichere Distanz wahrscheinlich zu dem Audi A4-Fahrer aufzustellen. Da darf man sich nämlich nicht nah dran stellen, dann wird er immer empfindlich und reagiert dann mit türkischen Schimpfwörtern darauf. Und manchmal packt er sogar seinen Teppich aus. Der hat einen Teppich im Auto, den kann er auch auspacken. Und dann weiß man immer ganz genau, jetzt wird es gefährlich, jetzt gehe ich mal besser ein bisschen auf Distanz hier. Okay. Ach, übrigens natürlich derjenige, der hier im ISL-TV-Studio dann eingeladen ist, der hat natürlich dann das große Vergnügen, vor allem diesen Menschen einmal live zu erleben. Der hat übrigens einen ganz seltsamen Namen dafür, dass er ein so, ich sag mal, seltsames Verhalten an den Tag. Ich hätte ihn dann irgendwie auf Görkan oder so getippt, aber er heißt, ich glaube, Thomas. Und das ist ja nur ein doch recht ungewöhnlicher Name, also für diese Erscheinung. Zurück im Spiel. Zurück im Spiel. Was, oh, hier kommt noch ein Angebot von unserem Baschi. Willst du noch den Rest des 2&2 MTW SK GER Nachholspiels im Anschluss? Ghost Rider und Wizard gegen Miu und Automac? Nö, will ich nicht. Nö. Aber danke, schreibe ich noch. Höflich bin ich ja. Aber danke. Ready. Go, go, es geht weiter mit der dritten Map. Die spielen wir Lost Temple und das ist vielleicht die Chance für unseren sehr geehrten Herrn Ponischer vom Team Maus Sports dann vielleicht mal Human wieder zu wählen. Und das macht er auch, sehen wir hier. Will es also seinem Ally Spell nachtun hier und wir werden sehen, die Spawn-Position könnte wieder sehr entscheidend sein. Human for this Night Elf auf Lost Temple, Map-Wahl von Punisher. Und er könnte es hier als Human vielleicht tatsächlich schaffen, hier Storm mit einem 2-1 zu versohlen. Storm in einer guten Position, in der besten Position, die er hätte haben können, als Nachtelf direkt hier auf der 9-Uhr Position der Human-Spieler Punisher und auf der 12-Uhr Position Storm, also etwas im Glück Storm hier, denn er kann so versuchen natürlich die Echse zu verhindern. Ein sehr kurzer Weg nur für ihn zu dieser Position. Besser hätte es nicht laufen können für ihn. Ich denke, es wird die Warden sein wieder als First Hero bei ihm oder vielleicht auch Demon Hunter mit Emulation. Und freundliche Worte hier werden wieder ausgetauscht. Punisher mit einem Have Fun Sucker, also und Storm kontert mit einem Good Luck Abuser. Nun gut, die beiden scheinen sich gut zu verstehen. Storm hat da gerade vor sich hingegrinst, das haben wir ja am Monitor gesehen, also er nimmt das alles gar nicht so ernst. Ja, Punisher quittiert mit einem Miep, 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 wir haben uns alle lieb. Ja. Keine Angst, Punisher, ich hätte dich eh nicht ernst genommen. So, wir warten auf den Hero vom Punisher, der kommt jetzt. Das ist natürlich der Archmage, sonst geht das mit der Fast-Echse ungleich schwerer. Und es ist die Warden als First Hero wieder mal bei Storm. Da weiß er also, was er hat. Alle drei Maps completely Warden. Und der erste Scout, dieser Wisp hier, der wird auch erfolgreich scouten. Da kommt der erste, die erste Miliz schon, auch die wird scouten. Und vielleicht entscheidet er sich gegen eine Fast-Echse, wenn er merkt, dass sein Gegenspieler direkt ihm gegenüber, nicht ihm gegenüber, sondern direkt gegenüber seiner Echse quasi sitzt und ihn da recht früh stören kann. Storm erfolgreich gescoutet. Miliz von Punisher wird hier gleich ankommen. Der erste Footy wird hier schon direkt vor der Natural aufgestellt. Warden, 10 Sekunden hier fertig.
Archmage genauso und ein Scout Tower von Punisher. Das heißt, ich würde fast sagen, er creept vielleicht noch, aber er baut keine Fast Exe, denn auch der Scout Tower hier oben hat natürlich ein bisschen Ressourcen gekostet. Vor allem Holz, und das ist ja so notwendig anfangs. Jetzt kommt die Miliz mit hier. Und ein Wisp hier zur Stelle. Wo ist die Warden? Er hat hier noch einen Miliz hier beseitigt. Hunter's Hall und Ancient of War. Und die Warden auf dem Weg hier, während hier ein Wisp noch ablenkt. Und schon entscheidet sich Punisher gegen diesen Angriff. Er hat gesehen, der Nachtelfenspieler Storm weiß, was er vorhat und zieht seine Miliz zurück. Das hat jetzt natürlich Zeit gekostet. Storm auf dem Weg zur Creep-Position. Nein, auch er hat gesehen, dass sein Gegenspieler abgebrochen hat. Und wieder mal ein Disconnect. Herzlichen Glückwunsch. Diesmal an B-Tuned, aber die sind wieder zurück im Spiel. Wobei, wenn man im Glashaus sitzt, sollte man ja nicht mit Knüppeln hauen und Steinen werfen. Und von daher bin ich mal lieber still, denn wir haben ja auch ein bisschen geleckt heute. Detonate hier gegen ein Water Elemental. Erfolgreich. Die Warden direkt wieder hinterher. Und Punisher kann sich noch nicht so recht entscheiden, wo er jetzt hier creepen geht. Mit der Warden im Genick ist das auf jeden Fall nicht so angenehm. Footies drehen um. Miliz hat er mitgenommen. Die hält allerdings nur noch 20 Sekunden. Jetzt zieht er auch den Archmage zurück. Für was entscheidet er sich? Also sehr inkonsequent jetzt hier. Die Miliz wird ihm hier gar nichts bringen. Er versucht an dieser Position jetzt hier eine Fast Exe aufzusetzen. Aber der Creep wird ziemlich hart für ihn werden. Denn die Warden steht wieder bei Fuß mit ihrem Boots of Speed sofort zu dieser Position, weiß, wo der Gegner hinläuft. Hier, der versucht, den Scout Tower aufzusetzen. Jetzt kommt die Warden hier mit ins Feld. Der erste Shadow Strike gegen den Archmage. Der Creep ist auch schon fast abgeschlossen. Allerdings auch beide Water Elementals jetzt weg. Fokus hier auf die Warden. Die tarnt sich hier. 19.50 Uhr, virtueller Spielzeit. Der erste Tower steht, wird ausgebaut zum Arcane Tower. Der zweite wird angegriffen. Der einzige Peasant, der hier gearbeitet hat, wird ausgeschaltet. Wo sind die beiden anderen Peasants? Die sehe ich hier derzeit nicht. Der Tower wird abgebrochen. Da hat ihm das Holz gefehlt. Jetzt kommt Storm hier mit der Warden. Die hat gerade nur noch 20% Hitpoints. Muss ich wehren gegen 6 Footies insgesamt schon und ein Water Element. Das ist zu hart, muss ich zurückziehen. Warden nur noch mit 128 Hitpoints. Tower steht. Wird wahrscheinlich noch nicht mal ausgebaut. Aber auch nicht genügend Peons hier im Moment. Der Tech auf Tier 2 läuft. Bei beiden Spielern. Später angefangen allerdings bei Storm, muss man dazu sagen. Lumbermill und Blacksmith gleichzeitig im Bau jetzt hier bei Punisher und er hat nach wie vor zu wenig Peons. Arcane Fault und jetzt wird gecreept hier. Aber wir sehen hier rechts in der Map, sehen wir hier einen Expansionsversuch von Storm. Der baut ja ein Tree of Life auf. Heilt sich in der Mitte an der Fountain of Hells. Hier kommt allerdings jetzt der Human-Spieler, wenn er ihn da heilen sieht. Ein einziger Schuss auf die Creeps in der Mitte. Entscheidet sich aber zum Creepen seinerseits. Das ist für Storm die Gelegenheit zum Creep-Jacking. Alleine mit seinen Huntress macht er das auch. Irritierend für den Human-Spieler hier beim Creeping. Kostet ein bisschen Damage. Storm tarnt seine Huntress wieder. Während Illusionen genutzt werden zum Scouten. Weitere Huntress kommen hier nach. Tier 2 Upgrade 50% fertig. Beim Human-Spieler 75% abgeschlossen. Blacksmith und Lumbermill sind fertiggestellt. Aber hier unten an der Position, wo wir eben die Echse hätten sehen sollen, passiert immer noch nichts weiter. Während hier der Tree of Life von Storm fertig ist in der Ostposition. Und jetzt die nächste Begegnung hier zwischen Human-Spieler und dem Nachtelfen. Shadow Strike und ist das ein Surround gegen die Warden? Das ist ein Surround, der jetzt wieder aufgehoben wird. Hat er sich da verklickt? Nein, der nächste Shadow Strike war zu gefährlich hier gegen den Archmage. 100 Hitpoints noch und der Town Portal nach draußen und damit lässt er hier den Creep an seinen Gegenspieler Storm. Also damit sieht es immerhin gut aus für Storm. Jetzt auch Level 2 für die Warden. Findet hier Manual of Health. Und jetzt die Natural Position gecreept mit
Potion of Lesser Clarity hier genutzt und Scroll of Regeneration sehen wir hier im Einsatz. Nicht doch genügend Mana für ein Water Element, das muss auch kommen. Beginnt den Creep. Sämtliche Damage auf das Water Elemental, der erste Ogre Warrior ist down. Und jetzt schickt er die Miliz hier zu seiner Expansionsposition. Second Hero ist der Mountain King. Also, beide Spieler gleich mit einer Echse, wobei das für Storm noch etwas länger dauert. Also, ich will mal noch nicht die Entscheidung zu einer Seite hier geben. Level 3 fast der Archmage, da fehlt nur noch der Hauch von Experience. Die Illusion scoutet hier noch. Ancient of Wind und Ancient of Wonders bei Storm und der Demon Hunter Second, wie wir es auch eben gesehen haben. Der Creep gefinished und von diesem Creep weiß natürlich und von dieser Echse vor allem weiß Punisher noch gar nichts. Storm könnte vermuten, was hier jetzt passiert. Punisher fehlt hier im Moment noch ein bisschen Holz. Und jetzt wagt er ein Go hier auf die Base vom Human Spieler. Der Demon Hunter ist hier fast fertig. Storm hat einen Town Portal dabei. Punisher schafft es hier vielleicht, einen Ancient of Law abzubrechen. Illusion genutzt auf die... auf den Archmage und auf die Rifleman. Hat den Ancient of Law abgebrochen. Ancient of Wind ist als nächstes dran. Da kommt der Demon Hunter. Und der Ancient of Wind wird fertig. Muss allerdings sofort repariert werden, sonst ist der down. Da kommt der Mountain King. Abgebrochen in letzter Sekunde den Ancient of Wind. Jetzt kommt auch die Warden. Allerdings ist das nicht allzu viel und die Huntress sind angeschlagen von den letzten Kämpfen. Jetzt heilen sie sich an den Moonwells hier. Da war noch eine Moonwells, die hat Storm so gut versteckt, dass er sie selbst nicht gefunden hat. Und jetzt der Go hier zunächst. Der versucht, den Archmage in Bedrängnis zu bringen. Wieso knöpfst du nicht den Archmage vor? Der Archmage ist mit 230 Hitpoints ziemlich schwach. Seinerseits jetzt der Surround gegen die Warden. Die hat sich direkt ein neues Town Portal gekauft. Nein, die kam zu Fuß hoch. Teleportiert sich jetzt hier sofort in Sicherheit. Während die Footies hier allesamt fast bis auf einen hier im orange-roten Bereich waren. Die Chance für Punisher, für Storm wäre das gewesen hier, Punisher nochmal einige Einheiten abzunehmen. Aber Storm vorsichtig ist er. Ancient of Law, nochmals der Versuch für ihn. Punisher mit Powerbuild, seine Echse läuft jetzt, aber auch die von Storm läuft. Also, Karten gleich gemischt bis jetzt. Level 1 der Mountain King, fast Level 3 immer noch der Archmage. Nächste Begegnung. Der Demon Hunter auf den Archmage und der Archmage passt nicht auf, hat keinen Town Portal, wirkt im Fokus von den Archern ohne Town Portal mit 55 Hitpoints, 40 Hitpoints, kann sich gerade noch in Sicherheit bringen. Allerdings jetzt der Mountain King, der bekommt das gleiche Problem mit einem Shadow Strike, jetzt kommen auch noch die Gnolls mit dazu. Aber ich denke, der wird sich hier... Nein, kommt der da raus? Jetzt sind es die nächsten Creeps. Auch die weckt er noch auf. Aber lieber den Creeps die Experience geben. Hat es nicht geschafft. Die Huntress war's. Und damit Experience für den Demon Hunter. Der ist Level 2 geklettert hier. Level 3,5 die Warden. Ganz unglückliche Situation für Punisher. Der hier Glück gehabt hat, dass er nicht auch noch seinen und schaut mal einer diese Footies hier an, alles rot, extrem viel Glück gehabt hat er da und alles nur die Nachlässigkeit, kein Town Portal mitzunehmen. Kane Sanctum und Barracks jetzt hier, was hier jetzt passiert. Punisher fehlt im Moment noch ein bisschen Holz und jetzt wagt er ein Go hier auf die Base vom Human Spieler. Der Demon Hunter ist hier fast fertig. Storm hat einen Town Portal dabei. Punisher schafft es hier vielleicht, einen Ancient of Law abzubrechen. Illusion genutzt auf die... auf den Archmage und auf die Rifleman. Hat den Ancient of Law abgebrochen. Ancient of Wind ist als nächstes dran. Da kommt der Demon Hunter. Und der Ancient of Wind wird fertig. Muss allerdings sofort repariert werden, sonst ist der down. Da kommt der Mountain King. Abgebrochen in letzter Sekunde den Ancient of Wind. Jetzt kommt auch die Warden. Allerdings ist das nicht allzu viel und die Huntress sind angeschlagen von den letzten Kämpfen. Jetzt heilen sie sich an den Moonwells hier. Da war noch eine Moonwells, die hat Storm so gut versteckt, dass er sie selbst nicht gefunden hat. Und jetzt der Go hier zunächst. Der versucht, den Archmage in Bedrängnis zu bringen. Wieso knöpfst du nicht den Archmage vor? Der Archmage ist mit 230 Hitpoints ziemlich schwach. Seinerseits jetzt der Surround gegen die Warden. Die hat sich direkt ein neues Town Portal gekauft. Nein, die kam zu Fuß hoch. Teleportiert sich jetzt hier sofort in Sicherheit.
während die Footies hier allesamt fast bis auf einen hier im orange-roten Bereich waren. Die Chance für Punisher, für Storm wäre das gewesen hier, Punisher nochmal einige Einheiten abzunehmen. Aber Storm vorsichtig ist der. Ancient of Law, nochmals der Versuch für ihn. Punisher mit Powerbuild, seine Echse läuft jetzt, aber auch die von Storm läuft. Also, Karten gleich gemischt bis jetzt. Level 1 der Mountain King, fast Level 3 immer noch der Archmage. Nächste Begegnung. Der Demon Hunter auf den Archmage und der Archmage passt nicht auf, hat keinen Town Portal, wird im Fokus von den Archern ohne Town Portal mit 55 Hitpoints, 40 Hitpoints, kann sich gerade noch in Sicherheit bringen. Allerdings jetzt der Mountain King, der bekommt das gleiche Problem mit einem Shadow Strike. Jetzt kommen auch noch die Gnolls mit dazu, aber ich denke, der wird sich hier... Nein, kommt der da raus? Jetzt sind es die nächsten Creeps. Auch die weckt er noch auf, aber lieber den Creeps die Experience geben. Hat es nicht geschafft, die Huntress war es und damit Experience für den Demon Hunter. Der ist Level 2 geklettert hier. Level 3,5 die Warden. Ganz unglückliche Situation für Punisher, der hier Glück gehabt hat, dass er nicht auch noch seinen und schaut mal einer diese Footies hier an, alles rot, extrem viel Glück gehabt hat er da. Und alles nur die Nachlässigkeit, kein Town Portal mitzunehmen. Arcane Sanctum und Barracks jetzt hier von ihm. Storm findet Ring of Protection, hat hier noch eine Replenishment Potion im Inventory. Ancient of Wind steht jetzt hier und wir sehen Fury Dragons hier. In Produktion. Schützt sich also vor gegnerischen Castern. Hier kommt ja auch das Arcane Sanctum. Aber es sind Double Barracks und nur einmal Arcane Sanctum. Also mehr Rifleman wahrscheinlich hier. Scroll of Regeneration genutzt und der Shop Creep steht an für den Human-Spieler. Punisher. Mit 49 Versorgung ist der unterwegs, während Storm mit 47 Versorgung arbeitet. Und auch er creept den Shop. Genügend Geld, 1300 Gold, gut, dass er das mal investiert hat, gefunden, ein Ark of Reincarnation. Kauft sich ein Town Portal und ein Scroll of Healing, investiert sein Geld, also schauen wir uns mal das Budget von unserem Herrn Punisher an, der hat 100 Gold im Moment, findet einen Healthstone. Wo hat er das Gold investiert? In Upgrades vor allem, er forscht das Upgrade für die Rifler und produziert Rifleman nach. 58 Versorgung bereits für ihn. Storm vergisst hier einen Fury Dragon. Was macht er da? 57 Versorgung für Storm. Aber mit dem Rifleman ist sein Gegenspieler sehr gut aufgestellt im Moment. Weitere Furies kommen hier nach. Und das Tier 3 Upgrade von Storm nahezu abgeschlossen. Zweiter Verteidigungstower wird aufgebaut. Die nächste Minenposition gekriegt von Punisher. Ein 2-on-2 hier im Nachholspiel zwischen SK Deutschland und MTW. Steht es 1-0 für das Team Wizard und Ghost Rider. Von MTW. ...64 Versorgung bereits für Punisher und 61 für Storm. Was macht er mit seinem Tier 3 Tech Upgrade? Ancient of Law kommt jetzt ein zweiter mit dazu und wir sehen die ersten harten Skins hier, also Mountain Giants werden gleich nachkommen. Jetzt creept er die Mitte. Aber verliert hier eine Huntress mit 25 Hitpoints fast beim Creepen. Da ist der erste Mountain Giant auch bereits. 11 Hitpoints, 7 Hitpoints. Die Huntress verliert er an Poison. Huntress ist mit 2 Hitpoints. Überlebt diese Huntress. Unglaublich. Unglaublich viel Glück gehabt. Nein, jetzt ist sie gefallen. Okay. Wollte schon sagen, das hätte sie auch nicht verdient. Eigentlich, diesen Kampf gegen den Tod ist von für den Tod entschieden worden. 1-0 für Tod in der Mitte im Zentrum einer Fountain of Hells. So paradox wie das klingen mag, an der Fountain of Hells gestorben. Scroll of Protection, Potion of Healing und hat sich eine Periapt of Vitality gekauft. Während Storm hier jetzt die Echse findet von Punisher, ist Punisher in der Main Base von Storm. Gibt er seine Echse auf, um dieser Angriff willen oder teleportiert er zu seiner Echse gegen einen Level 3 Demon Hunter. Nein, Storm teleportiert zurück und vergisst seinen Demon Hunter beim Teleport. Oh mein Gott, Storm.
Da kommt der erste Thunderclap und zwar von dem Mountain King, der hier in der ersten Reihe direkt stand. Thunderclap sehr, sehr erfolgreich. Ein weiterer Thunderclap jetzt hier, aber da fehlt ein Hero auf Seiten von Storm. Die Warden zieht sich kurz zurück. Level 4 ist gut bestückt allerdings hier mit Potion of Healing. Potion of Lesser Invulnerability und dem Arc of Reincarnation. Die hält lange durch. Wo ist der Mountain King? Mountain King hier. Aber Storm hat so gut wie keine Einheiten hier oben im Moment. Drei Huntress sind das hier, alle angeschlagen und zwei Archer noch. Der Mountain Giant ist gleich down. Jetzt erst kommt der Demon Hunter, stellt sich jetzt hier in die hintere Reihe. Jetzt kommt der Town Portal. Wo ist der Mountain King? Mountain King, Mountain King. Mit wie viel Hitpoints? Ich kann es nicht sehen. Kommt gerade noch raus. Schauen wir uns an, ob der wie viel Glück er gehabt hat. Mountain King, oh, der sah wirklich böse aus. Mit gerade einmal 90 Hitpoints noch. Und Storm beschwert sich, da ist der blöde Demon Hunter. Ja, den hast du tatsächlich beim Town Portal vergessen. Das war nicht besonders clever und achtsam von dir. Trotzdem sitzt er da noch recht ruhig. Wir sehen ihn da an der Tastatur. 62 Versorgung für Storm. Und weitere Mountain Giants folgen hier. Hat einen Ancient of Lore verloren. Und jetzt kommt hier ein Workshop hinterher von Punisher. Das Spiel sehr ausgeglichen. Und auch Knights von Punisher. Ebenfalls ist der auf Level 3, Tier 3 angekommen. Kein Paladin bis jetzt bei ihm. Also der Paladin ist eigentlich immer eine sehr gute Wahl auf Tier 3. Als zusätzlich als dritter Hero. Gegenspieler können sich da meistens nicht recht entscheiden. Mit dem Paladin soll ich den zuerst attackieren. Wenn er Level 2 erreicht hat, kann der natürlich sofort sich schützen mit dem Divine Shield. Und dann war der Angriff zunächst mal vergebens von der Fokus auf den Paladin vergebens. Wenn man ihn nicht angreift, heilt er allerdings ununterbrochen. Gerade in Kombination mit dem Archmage hat er immer genügend Mana. Und Storm mit dem nächsten Go auf die gegnerische Echse. Hat er ein Town Portal dabei? Hat ein Town Portal dabei? Mein Gott, was hat der im Inventory hier? Noch zweimal One of the Wind und Potion of Invulnerability bei beiden Heroes. Gleiche Situation wie eben. Storm steht vor der Echse und Punisher steht vor der Main. 70 Versorgung für Punisher. Und Storm mit 67. Punisher direkt auf den Altar. Storm sofort auf die Echse. Wird noch nicht repariert. Storm teleportiert noch nicht. Punisher schaltet den Altar von Storm aus. Altar ist down. Ich denke, jetzt wird der Tree of Life an der Reihe sein. Das ist ein Spiel auf Zeit. Aber Storm hat die Echse ausgeschaltet. Punisher hat keinen Schlag Reparatur getan. Jetzt muss er teleportieren. Noch einmal Fan of Knives. Jetzt kommt der Teleport. Er repariert seine Tree of Life ebenfalls nicht. Schöner Teleport hier mitten in die Reihen von Punisher. Der teleportiert sich seinerseits jetzt raus. Möchte sich dem Kampf nicht stellen, obwohl Storm seine Mountain Giants nicht ganz so ideal positioniert hatte, muss ich doch dazu sagen. Die standen in der hinteren Reihe. Und der Demon Hunter auch schon 50% angeschlagen gewesen. Hier Farms verteilt schon, rund um seine Mainbase zum Scouten und baut sofort eine neue Echse auf. Er hat kaum Zeit verloren damit, nur Ressourcen. Spellbreaker jetzt ebenfalls hier im Programm und die Priests, die hier konstant heilen. Adept Rank, die Priests. Zwei Knights. 72 Versorgung noch immer von Punisher. Storm mit dem nächsten Creep. Die Warden wird Level 5 erreichen und der Demon Hunter vielleicht Level 4 sogar. 5 für die Warden in dieser Sekunde. Storm mit 79 Versorgung. Die drei Mountain Giants sind es, die hier vor allem Versorgung ausmachen. Und wie hier auch ein Zuschauer richtig bemerkt, ein Spectator auf dem Spiel, es fehlt der Altar immer noch bei Storm. Er baut diesen nicht nach. Stattdessen erforscht er hier Upgrades. Für die Huntress. Und seinerseits Punisher jetzt auf dem Weg Richtung Creepset hier. Ogre Lord Level 7 nimmt er sich zur Brust. Schauen, was er dort für ein Item findet, während Storm den nächsten Go wagt. In Richtung Mainbase von Punisher. Verliert keine Zeit mit 81 Versorgung auf dem Vormarsch. Die Warden ist Level 5 und hat eine Arc of Reincarnation, eine Potion of Lesser Invulnerability, eine Potion of Healing, eine Anti-Magic Potion und eine Potion of Mana und ein Town Portal Scroll. Jedes dieser Items ist extrem nützlich. Und jetzt kommt der Town Portal von Punisher zu seiner Echse. Und das wird der entscheidende Kampf werden, prophezei ich mal.
Storm sortiert, sondiert die Lage. Rifleman. Dem widmet er sich zuerst. Da kommt One of the Wind gegen den Mountain King. 83 Versorgung Punisher, 81 Storm. One of the Wind gegen einen Archer. Da hat er sich verklickt, ganz klar. Hier One of the Wind auf die falsche Einheit hier genutzt von Punisher. Und er versucht, die Mountain Giants hier auszuschalten. Punisher, 78 Versorgung bei ihm, 76 noch für Storm. Der Mountain King, schön hier umlaufen, die gegnerischen Einheiten. Schöner Thunderclap. Jetzt kommt endlich hier der Paladin mit ins Spiel. Alle Heroes sind im Moment noch gut im Spiel. Storm Anti-Magic Potion genutzt. Sämtliche Items hat er genutzt mit seiner Warden. Nur noch der Ark of Reincarnation ist da und der Town Portal. Der Paladin ist down als erster Hero hier. Und Punisher hat fast alles verloren. Punisher mit gerade mal 37 Versorgung. Da kommt das GG von ihm und damit 2-1 für Storm, der damit seiner Rolle doch noch gerecht geworden ist hier, indem er gesagt hat, den Punisher, den habe ich schon auf der Summit besiegt, das darf heute nicht so schwer werden. Das hat er dann auch hier entsprechender Beweis gestellt. Vielleicht können wir mal die Tür hier aufmachen, liebe Regie, dann rufen wir den mal rüber hier, dass er sich vielleicht nochmal hinsetzt und nochmal die Schlussmoderation hier für unsere Zuschauer mitmacht. 22.16 Uhr haben wir, da sind wir noch relativ pünktlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schalte mal kurz um ins IRC. Und guck da mal, was unsere Zuschauer so sagen. Auf jeden Fall hat es mir wesentlich mehr Spaß gemacht, in deutscher Sprache zu moderieren. Das ist ja auch wesentlich einfacher. Und insofern kommen wir zurück hier zum IRC. Und hier sehen wir, ja, fleißig sind sie hier drin. Storm, ein bisschen gestresst, oder? Alles im Reinen? Ja, jetzt ist alles okay. Jetzt ist alles okay. Das heißt, hast deine Erwartungen natürlich erfüllt. So würden wir das ja auch sagen. Ja, also dass ich die erste Map, also Gnoll wurde da eigentlich ziemlich gut gegen Yum, hätte ich nicht erwartet, dass ich die verliere, aber dafür hätte ich mir auf Lost Temple halt etwas schlechtere Chancen ausgerechnet, aber die Strategie funktioniert ganz gut. Ich frage mich gerade, warum ich eigentlich dir das Mikrofon vor die Nase halte, obwohl du auch eigentlich ein eigenes hast. Das ist so die Macht der Gewohnheit in diesen Interviews. Ich gebe dir ein eigenes Mikrofon, da hast du es. Jetzt auf der zweiten Map, hast zur gleichen Zeit fast eine Exe dann auch aufgebaut wie dein Gegenspieler. Auf Twisted jetzt oder auf Lost der letzten Map hier gerade. Damit war es ausgeglichen eine ganze Zeit lang. Diesmal hast du dich nicht auf einen einzelnen Hero fokussiert. Das war wohl auch der Fehler auf der davorigen Map, als du versucht hast, den Mountain King um jeden Preis zu erwischen. Ja, und das war so ein bisschen auch das Verhängnis deinem Kampf. Ja, der Kampf lief allgemein schlecht und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich den Kampf kaum gewinnen kann. Deswegen bin ich voll auf den Hero gegangen. Das war eigentlich meine einzige Chance und hat dann nicht funktioniert. Und denke, ich hätte den Kampf so oder so dann verloren. Tja, dumm gelaufen auf dieser Map, aber gut gelaufen in der letzten Map. So, wie gesagt, wir sind am Ende unserer Sendung heute. WC3L Series in der ESL. Ein weiterer Spieltag ist gelaufen. 4-1 steht es damit sogar an diesem Spieltag zugunsten des Teams Schrödkommando Deutschland. Wir verabschieden uns von unseren Zuschauern. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal, ich glaube am nächsten Sonntag, oder liebe Regie? Nächster Sonntag, ist das richtig? Sie weiß es nicht. Ich glaube, Sonntag ist wieder WC3L. Ich weiß nicht ganz genau. Ansonsten danach der Montag, aber natürlich am Freitag. Ist ja Inter Friday Night Game. Du bist auch da? Du bist nicht da, ne? Nee, in Hamburg. Nee, bist du nicht da. Na, wie dem auch sei. Inter Friday Night Game am Freitag. Seid dabei. Um 20 Uhr geht's los in Hamburg im Seaways. Danke fürs Zuschauen. Einen schönen Abend noch. Danke natürlich dir, Storm, und herzlichen Glückwunsch für diesen Win hier heute Abend. In diesem Sinne, bis später. Ciao, ciao.